Auch rein, Freunde. Wir werden heute auf der Jagd nach Bigfoot gehen. Ich bin ein bisschen gehypt, muss ich sagen, weil das Spiel wurde ja krass geupdatet. So, Leute, erstmal hier die ganzen Sachen wieder einstellen. Hier, man kennt's doch, Digga, immer diese Vorbereitungen, die man immer erst während des Livestreams macht. Hier ist die Musik, muss ich sagen. Hey, warum höre ich mich, warum mache ich hier schon wieder alles doppelt offen? Leute, ich hoffe, ihr seid ready. Seid ihr gut drauf? Berlin, seid ihr gut drauf? Nee, heute gibt's wirklich mal wieder, heute ist ein schöner Tag. Heute gibt's in Oldschool-Manier zusammen mit dem Stream-Team mal wieder einen geilen Stream. Hatten wir echt lange nicht, das ist auch jetzt schon 2-3 Jahre her. Fortnite ist tot, muss man an dieser Stelle einfach sagen, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht wird morgen ein kleines Update rauskommen. Der Patch 11.40 ist ja so ein bisschen gerade geleakt worden. C-Freeze, Dankeschön für die Mitgliedschaft hier, Bruder. Heute gibt's aber meiner Meinung nach eins der geilsten Spiele überhaupt. Man muss aber zu diesem Spiel sagen, es ist leider ein relativ kurzes Spiel und wir werden es heute auch durchspielen. Ne? Wir werden heute definitiv in diesem Stream Bigfoot finden und Bigfoot auseinandernehmen. Ich freue mich schon unnormal drauf. Wir gucken mal, mit dabei ist Obrox und iKrimix. Warte, ich höre euch gerade wieder nicht. Ich bin hier behindert, Alter. Brox hört uns schon wieder nicht. Leute, Brox hat die ganze Zeit gerade irgendwelche Probleme mit seinen Einstellungen. Ah, Stream Elements, okay. Banana 70, Bruder, dankeschön für den Support. Ich habe gehört, dass du 30.000 für das Musikvideo ausgegeben hast. Ja, habe ich, Bruder. Aber das habe ich auch schon 30.000 Mal gesagt, wie viel ich für das Musikvideo ausgegeben habe. Also ist das eigentlich nichts Neues. Nächste Woche, kleines Update, Leute. Nächste Woche kommen auch neue Fische. Freue ich mich schon drauf. Dankeschön an Thraw.de und Philipp Gamer für die Subs hier, Bruder. Hunger Games, genau. Gestern Hunger Games gespielt, heute direkt nochmal. Jeden Tag am besten. Hey, Marco, was geht ab? Marco, du bist hier der Otto. Ghost Dan 24, Stani ist mein Geschenk für dich. Das alles bist der Beste. Ghost Den 24. Ich hoffe, du bist Mitglied. Die Schneemap ist schwer. Weißstudio! Was machst du hier im Chat bei mir? Du Frechdachs. Spammt hier rein. Ich glaube, ich werde irre. Die Schneemap ist schwer. Wir spielen erstmal die normale Map. Leute, heute gibt es erstmal die normale Map und dann die Schneemap, wenn ihr Bock drauf habt. Bald gibt's neue Fische. Sarah haut hier 10 Euro raus. Miep, miep, endlich was Sehenswertes am Abend. So sieht es aus. OG School, Dankeschön für den 1 Euro. Und Ahmed Knut, auch Dankeschön für den Sub hier. Hey, 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 Luca, Lea, danke für den Euro. Hype, Freunde. Agent Flausch TV. YouTube. Moin. Dankeschön. Stani, kriegst du auch einen Franklin-Skin? Was? Hä? Bruder, schreib mal nicht so einen Unsinn rein. Was soll ich denn mit einem Franklin-Skin? Hast du gesoffen oder so? Hast du irgendwie Lack gesoffen? Oh, heute war ein schöner Tag, Leute. Ich wollte beim Notar gewesen, hab mir ein bisschen was gegönnt. Man kennt's doch. Aber vielleicht mache ich darüber nochmal ein Video. Aber jetzt... Ey, wollen wir uns kurz das an... Ich weiß nicht, ob ich... Wollen wir uns das kurz angucken? Eigentlich wollte ich echt Reactions hochladen. Können wir eigentlich kurz machen, Leute? Und zwar... Warte mal. So, Leute, und zwar der gute Alex SpielTV hat hier nämlich was sehr, sehr Interessantes gemacht. Und zwar, bevor wir jetzt hier auf die Jagd nach Bigfoot gehen... Viele von Ihnen werden ihn wahrscheinlich kennen. Da können wir auch direkt eine Live-Reaction drauf machen. Ich muss mal nur gucken. Wo ist denn sein Paulberger-Kanal hier? Warte mal. Digga, ich weiß nicht, warum man seinen Kanal nicht findet. Digga, sein Kanal ist schwieriger zu finden als eine Nadel im Heuhaufen. So, hier ist er. Alex Spielt TV. Wir gucken mal. Hallo. Hallo. Achso. Digga, ich wundere mich gerade, wer redet. Und der redet hier im... Hallo, hier. Warte. Hallo. Hallo. Wollen Sie mir bitte zeigen, was Sie machen wollen? So, hier ist er, Leute. Und, da müssen wir mal reingucken. Und zwar hat der Juchel, Leute, checkt ihn gerne mal ab. Ey, ich habe ihn gar nicht abonniert. Das habe ich ein schlechtes Gefühl, Bruder. Sorry. Der hat uns schon echt paar coole... Ey, der hat auch gerade 13 Zuschauer.
gibt einen auf die Schnauze. Was? Wartet schnell. Hey, wir können das friedlich reden. Schreibt mal alle Paulberger rein. Oh! Da müssen wir mal reingucken und warten. Ah nein, warum weiß er das? Hey! Checkt den ab, Leute. Stani reagiert es auf GTA-Version. Hey, der hat auch gerade 13 Zuschauer. Oh shit. Checkt den ab, Leute. Oh shit, Blatt. Oh. Scheiße. Ja, das ist scheiße, Digga, dass er es jetzt weiß. Okay, dann mach ich Alter, Dicker, was geht? Ah, scheiße, Diggi. Wollt dich überraschen. Habibi. Schreibt mal alle Paulberger rein. Ey, wollt ihr noch überraschen? Dicker, nein, nein. Hey, Bruder. Nein, warum weiß er das? Ja, ey, Bruder. Bruder, mir wurde geschrieben, dass du reagierst, Bruder. Deswegen, weißt du? Leute, ihr dürft doch nicht ihnen direkt schreiben. Ja. So ein kleiner Schlawiner ist der. Grüße gehen raus, Alex, Junge. So, Digga, wir werden jetzt bei Alex, Leute, checkt ihn gerne aus, lasst ein Abo da. Der hat uns schon ein paar geile Maps gebaut. Der hat jedenfalls eine Version gemacht von unserem GTA-Song in GTA. Finde ich eine coole Sache. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, Bruder, was er da gezaubert hat. Und oh, hier geht's schon los. Und das Ding ist, ey, das sieht, warte mal, oh Mann, warte, wir müssen kurz anderen Browser, ey, das ist doch ein Witz. Der Chrome-Browser ist wirklich der letzte Schmutzmüll. Ey, es kann, jeder sagt, nimm Chrome-Browser, Chrome ist geil. Damit kannst du ja nicht mal YouTube-Videos angucken, also da muss ich aber ganz schnell los. Hier, zack, Leute. Im Firefox unterwegs, Bruder. Firefox läuft wenigstens auf YouTube. Mega krass. Da geht's auch schon los, Leute. Startskill featuring Yuri und Marvin. Marvin natürlich. Maybe natürlich. Leute. Ready oder was? Digga, das ist schon mal geil gemacht, ne? Warte mal. Auch hier mit dem Zoom. Guck mal, wie das. Egal, es sieht halt wie im Video aus, ne? Obwohl, hier hätte er eine bessere Stelle nehmen können, weil die Stelle, wo wir begonnen haben, die gibt's auch, obwohl, gibt's hier, die müsste es eigentlich auch in GTA geben. Das ist nämlich spannend, die, bei diesem bekannten Stand da. Aber, okay. Oha. Alter! LOL! Habt ihr gesehen? Ey, das ist ja zu krass! Guck mal! GTA. GTA. Bam! GTA. Oh mein Gott, ist das nice! Auch auf diese Helipad! Was ist da los? Standardskill, ich werd wieder überwacht. Häng die Bullen ab, hol die Brüder aus dem Knast. Damals. Da, ey, Bruder, da hättest du dir noch ein bisschen mehr Mühe geben können, jetzt auch ein Polizeiauto hinstellen können, ne? Kein Flick, wer aus Neid drüber lacht, heute 300k Streams live. Oha! Jo, mein Gott, da ist ja gerade der Lambo! Über Nacht und die Jacke Montclair, vom Brabus der Benzer, von der Polizei gesucht wie ein Gangster. Flex mit Skydweller, straight aus dem Fenster, erledige dann so. Aber sieht man mal, wie krass das ist, ne? Wie krass das Video geworden ist und wie geil das jetzt auch ist, in GTA so die Version zu sehen, ne? Ist schon cool. Besonders auch hier mit dem Centorno, der sozusagen den Aventador, geil. Sofort den Job für Lester, Grüße gehen raus, Tracy, Michael und Jimmy. Bin immer zu busy in Liberty City. Guck, wir machen Money. Oh! In dem fetten Army-Schlitten, Stani mit der Gang. Gang. Überfalle eine Bank mit Tracy. Verballer die Cola, als wäre ich Jay-Z. Diese Animation von dem GTA-Charakter ist so geil, Mann. Zu mich mit halbnackten Ladies auf einer Yacht irgendwo in Palermo Maisies. Okay, er hat die Version sogar noch ein bisschen, ein bisschen mehr Budget reingepackt, Leute. Ihr seht hier Yacht am Start, Helikopter am Start. Dafür hat unser Budget dann doch nicht mehr gereicht, aber Alex hat hier einfach ein bisschen auf den Putz gehauen. Los Santos. Ich baller mit der Gang und das Everyday. Voll Narkos. Oh mein Gott. Ich hab die ganze Stadt im Blick, Ferro-Autodiebstahl und Raubüberfall von Los Santos. Muss man auch sagen, ne? Viele, pass mal auf, Leute. Viele haben ja haben gedacht, dass das nicht real ist, dass wir da unten lang gefahren sind. Aber ich erzähle euch mal kurz eine kleine Story. Warte mal, ich zeige euch das mal nochmal kurz. Im richtigen Musikvideo. Und jetzt hier bei Alex. Und zwar, wir haben ja im Musikvideo diese Szene hier. Und das war auch eine sehr, sehr gefährliche Szene und dass wir die auch gedreht haben. Guck
Guck mal, das ist das Lustige ist. So, warte mal, wir ziehen das mal hier kurz rüber, Leute. Das ist nämlich, welche waren das hier gewesen? Das war. Hä, wo ist die? Warte mal. Nee. Ich glaube, ab hier irgendwo. Guck, der Don in dem Chevy, Tommy Vassetti im Seitenhemd. Ich glaube, die ist hier weiter vorne, warte mal. Der Benza, von der Polizei gesucht, wie ein Gangster, Flex mit Sky Dweller. Straight aus dem Fenster, erledige dann sofort den Job für Lester. Grüße gehen raus, Tracy, Michael und Jimmy. Bin immer zu busy in Liberty City. Guck, wir machen Money. Los Santos, ich baller mit der Gang und das everyday. War das hier oder was hier hinten, Digga? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich hab die ganze Stadt im Blick. Ferro, Auto, Diebstahl und Raubüberfall. Von Los Santos bis Vice City ist mein Name bekannt. Der Guapo ist krank. Shooter, Drive-By, GTA. Rotlicht, Nightlife, GTA. Verfolgt von Locos, GTA. Bruder muss los, GTA. Bruder muss los, GTA. Bruder muss los, GTA. Nee, warte. Jetzt kommt Juris Part. Wir sind Prom. Nee, warte. Hä, wo war die Szene gewesen? War die früher gewesen? GTA. Da war es gerade. Bin ich lost? Ich war lost. Ich bin lost. Okay, ich bin lost. Maximal lost, Digga. Ey, ich bin lost. Man kennt's doch, Digga. Mein Name bekannt. Der Guapo ist krank. Shooter, Drive-By, GTA. Rotlicht, Nightlife, GTA. Verfolgt von Locos, GTA. Bruder muss los, GTA. Bruder muss los, GTA. Nein, nicht die Szene. Hä? Du bist so lost, haltet eure Münder im Chat, Junge. Ich ist mir jetzt, ja, ich guck, der Benzer, guck mal, von guck der jetzt hier. Polizei gesucht wie ein Gangster, Flex mit Sky Dweller, straight aus dem Fenster, erledige dann sofort den Job für Lester. Grüße gehen raus, Tracy, Michael und Jimmy, bin immer zu busy in Liberty City. Guck, wir machen Money, ticken Packs, in dem fetten Army-Schlitten, Stani mit der Gang. Überfalle eine Bank mit Tracy. Baller die Cola ist echt Jay-Z. Dass du mich mit halbnackten Ladies auf einer Yacht irgendwo in Palermo Macy's. Los Santos. Ich baller mit der Gang und das everyday. Voll Narko. In der Blutbahn der Hennessy. Ich hab die ganze Stadt im Blick. Da, hier ist doch die Szene, Digga. Was labert ihr davor? Ihr habt gar keinen Plan. Ihr seid lost. Chat ist schon wieder lost. Schade. Schade, Digga, dass man sich hier auf den Chat mal wieder nicht verlassen kann. Loster Chat. Ihr sagt davor, ich war doch zum Thema vorbei gewesen. So. Die Szene hier jedenfalls, ne? Viele haben gesagt, oder ich habe einige Reactions gesehen, da fanden einige das ziemlich unreal, dass man da, dass die haben gedacht, dass wir das irgendwie, keine Ahnung, mit 3D irgendwie das Auto da reingemacht haben. Also ich bin hier unten wirklich lang gefahren und eine kleine Story dazu. Und zwar um in diesen Kanal, also erstmal ist es natürlich absolut verboten, in Amerika in diesen Kanal reinzufahren. Da dürfst du nicht einfach so mit Auto hinfahren. Ne? Also wären wir erwischt gewesen, da hätte es ordentlich auf jeden Fall ordentlich Ärger gegeben. Aber ich wollte auf jeden Fall die Szene drin haben, weil einfach jeder GTA-Zocker, Bruder, der kennt die Kanäle. Ja, iCrimex wohnt in den Kanälen und wir fahren da ab und zu mal in GTA lang. Und das muss, ich habe gesagt, okay, wir müssen das unbedingt drinne haben und das ist auch das Lustige ist an dieser Stelle, Leute, wo wir das gedreht haben, das ist so eine sehr, also in Amerika gibt es auch einige Orte, Leute, die sind schon ein bisschen gefährlich und ich sag dir auch, Real Talk, das war nicht ohne gewesen, dass wir da gedreht haben und wir haben uns auch schon vorbereitet, falls wir da überfallen werden oder so, was wir da machen, ne? Weil... Das ist denn so, wir haben das schon erstmal, also wir haben oben gestanden mit den beiden Lambos, ne, mit den Huracan und mit den Aventador. Der Aventador, der hat zwar nicht, da, also wir haben so einen Drehtag gehabt und da sind wir mit den Aventador und mit den Huracan zu dieser Stelle hingefahren und wollten halt diese Szene mit dem Huracan drehen, weil mit dem Aventador bist du dann nicht mal runtergekommen, Leute. Das war so ein richtiger Sandweg gewesen und so, jedenfalls, das war ein richtiger Film gewesen. Wir haben dann noch so eine andere Szene gedreht gehabt und die ganzen Obdachlosen, also es gibt in Amerika Leute, in L.A. besonders, in einigen Stadtteilen gibt es sehr, sehr viele Obdachlose, die schlafen einfach auf den Straßen, ne? Und in diesem Ort, wo wir wieder waren, war das auch so gewesen. Wir haben schon gemerkt, so die ganzen, wir kommen auf einmal mit den Lambos an, Leute, das waren,
das war ein sehr, sehr schlimmes Viertel gewesen. Ne? Also hat es zumindest mir den Eindruck gemacht. Und die Leute gucken erstmal so, diese Obdachlosen da, die da alle rumgerannt sind, ne? Die sind natürlich auch gefährlich, die sind da teilweise auch bewaffnet. Ne? Also da in Amerika ist ja mit Waffen nicht so. Also da rennen schon einige Leute mit Knarre rum. Da sollte man aufpassen, was man macht. Jedenfalls, wir kommen mit den beiden Lambos an, haben uns da kurz hingestellt. Ne? Wir haben uns da kurz an der Straße hingestellt, weil wir das Ganze so ein bisschen, wir wollten das besprechen, wie wir jetzt die Aufnahmen machen. Und wir haben schon gesehen, das war, oh Leute, ich sag dir, ich hatte echt ein mulmiges Gefühl gehabt. Und die ganze Zeit sind so zwei Obdachlose, oder zumindest das sah aus wie Gangster, Digga. Die sind die ganze Zeit mit Fahrrad hin und her gefahren, Digga. Hin und her. Und dann kamen da noch so Mexikaner an und fragten uns so nach Zigaretten. Wir hatten keine Zigaretten dabei gehabt, Digga. Fragten uns so Mexikaner so nach Zigaretten und die ganze Zeit fahren so zwei Leute mit Fahrrad vorbei und auf einmal fangen die an zu telefonieren. Ich dachte mir so, Digga, was ist denn jetzt hier für ein Film so? Was wollt ihr von uns, Digga? Verpisst euch mal. Ja, und da haben wir auch gesagt, Digga, okay, wir waren auch nur zu viert oder so gewesen. Und dann fahren wir diesen, ich habe aber gesagt, okay, lass jetzt beeilen, lass schnell die Zähne aufnehmen und dann hier abhauen. Ja, das war echt so eine, boah, Freunde, das war so strange. Und ihr seht auch hier hinten, das sind alles so Penner-Camps. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Leute. Das sind alles so Obdachlosen-Camps. Und wir fahren jedenfalls in diesen Kanal rein und links und rechts Real Talk. Freunde, überall Obdachlose, bestimmt 50 Stück. Bestimmt 50 Obdachlose haben da ihre Zelte. Das ist wie in, Leute, das ist wirklich wie in GTA. Die haben da richtig ihre Zelte aufgedingst. Die haben richtig ihre Zelte aufgestellt gehabt und haben da gechillt, so, weißt du. Und da sind natürlich auch Drogenabhängige und so. Und wir fahren da mit einem Lambo runter, so, weißt du. Das war, und die gucken erstmal alle so. Und ich hatte Angst gehabt, als wir umgedreht sind, dass sie den Weg zumachen, quasi, dass sie uns dann anhalten, dass sie irgendwie, also die hätten theoretisch den Weg, wo wir runter, das war so eine schmale Straße, Leute, die hätten quasi den Weg verbarrikadieren können und hätten uns abziehen können, so, weißt du, theoretisch, weil das waren, Leute, das waren so 50 Penner gewesen, was willst du da machen, da kannst du nichts machen, so, weißt du, was ich meine? Und, jedenfalls, wir haben schnell die Szene aufgenommen und dann, Leute, dann wurde es echt ultra strange, dann wurde es richtig strange. Auf einmal, als wir das war ja diese Szeneaufnahmen, das ging ratzbatz, Digga, das waren ja nur hier ein paar Sekunden im Video, ne? Und auf einmal, so wie ich hier sitze, Leute, kamen Autos an und das war ganz komisch gewesen. Die haben so, auf einmal haben so Autos bei diesen Penner gehalten und so und ich weiß nicht, was da los war. Jedenfalls, wir sind da einfach umgedreht, Digga, sind dann schnell den Weg da hochgefahren und haben dann zugesehen, dass wir da aus dieser Gegend wegkommen und uns wurde auch schon im Vorfeld gesagt, dass das halt in dieser Gegend, dass wir da aufpassen sollten. Und da sollten wir auf jeden Fall so achtsam sein. Das war schon ein Film gewesen, sag ich euch ganz ehrlich. So zu viert gegen 50 Penner, was willst du da machen, ne? Kannst nichts machen. Das sind ja, man muss ja auch sehen, Leute, das sind teilweise alles Drogenjunkies, ne? Zack, die holen da Messer rauf, geben den Stich, Digga, setzen sich wahrscheinlich in den Lambo rein und fahren eine Runde. Keine Ahnung. Aber das war schon, also ich war froh gewesen, als wir die Zähne auf jeden Fall im Kasten hatten und dann da abgehauen sind. Ich weiß, war auf jeden Fall mir wichtig gewesen, aber dass wir die Zähne drin hatten. Zack, hier haben wir sie auch nochmal in dem Video. Gucken wir weiter, die Reaction geht weiter hier, zack. Raubüberfall von Los Santos bis Vice City ist mein Name bekannt. Der Guapo ist krank. Shoot the Drive-By, GTA. Rotlicht Nightlife, GTA. Verfolgt von Locos, GTA. Digga, was ist denn mit der Quali los jetzt hier? Warte mal. Ey, Alex, was ist das hier für ein Rotz, was du aufgenommen hast? Digga, Alter, das muss nochmal besser werden hier. Guck mal, die Quali, Bruder. Es geht besser. 4K will ich sehen nächstes Mal. Oha, guck mal. Auch cool gemacht, die Szene hier, ne? Aber das hätten die auch auf der Brücke machen können. Also, da gibt es noch einige Verbesserungen, gibt es hier wirklich noch zu machen. Du hättest dir auch ein bisschen mehr Mühe geben können, Alex. Aber ist schon okay.
Guck, der Don in dem Chevy, Tommy Vercetti. Im Seitenhemd gewesen, Cannelloni Spaghetti. Ausblick Hayat von dem Winewood Hills. Kontostand des Oberliga-Einkunft. Münchte mit Bratans auf Hektik, dein Meth-Labor. Und verteile die Ware auf dem Center Court. Flügeltüren Flex, Aventador. Black Tar aus Mexiko, US-Transport. High-Section-Pumpguns, Pacific Standard. Fluchtwagen, Kickdown, Benziner, Allrad. Setz alles auf Rot im Casino-Resort. Meine Sneaker, Camouflage, Valentino-Saison. Gangs und Verbrecher, Franklin und Trevor. Was ist denn das, Bruder? Das sieht so aus, als wohl würden hier. Leute, das sieht so aus, als wüssten die nicht wohin. Angst und Verbrecher, Franklin und Trevor. Verfolgungsjagd auf Freeway im Champion Sweater. Anti-DEA, wir sind Pro-Narcos. Komm mal online, welcome to Los Santos. Los Santos, Los Santos. Ich baller mit der Gang und das Everyday. Voll Narcos. Digga, das hab ich ja auch getan. Ich hab die ganze Stadt im Blick. Ferro, Auto, Diebstahl und Raubüberfall. Von Los Santos bis Vice City ist mein Name bekannt. Der Guapo ist krank. Shoot the Drive-By, GTA. Rotlich Nightline, GTA. Verfolgt von Locos, GTA. Bruder muss los, GTA. Ich hab die ganze Stadt im Blick. Ferro, Auto, Diebstahl und Raubüberfall. Von Los Santos bis Vice City ist mein Name bekannt. Der Guapo ist krank. Shoot the Drive-By. GTA, Rotlicht Nightline, GTA, verfolgt von Locos, GTA, Bruder muss los, 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 GTA. Also ich sag Real Talk, nicht schlecht, nicht schlecht, Digga. Kriegst du auf jeden Fall für die Mühe. Ah, Bruder, ich mach das mit einem anderen Account. Also auf jeden Fall ein Like, Bruder, für die Mühe. Aber ich sage, Leute, das geht noch besser. Das geht noch besser. Also gerne, Leute, könnt ihr den Song verwenden, könnt ihr noch eine bessere GTA-Version machen. Das war schon nicht schlecht gewesen. Aber okay, er hat es auch relativ schnell rausgehauen, ne? Wann kam der Song? Samstag am 11.01. Bruder, und er hat es direkt am 12. rausgehauen. Hätte er ein bisschen mehr Zeit gehabt, glaube ich, wäre noch was Fetteres rausgekommen. Aber hat mir echt gut gefallen. Hast dir gut Mühe gegeben. Alex, Grüße gehen raus an dich. Schönes Ding, schönes Ding. So, Leute, jetzt gehen wir hier durch die Kameras in schauen. Discord. Jetzt ist, wann geht's los, Jungs? Ich bin ready, Digga. Ich bin auch ready. Digga, ich kack mir jetzt schon in die Hosen, Bruder. Wie, hä, du spielst schon? Ich teste gerade den Singleplayer erstmal so ein Nein, bisschen, was man hier alles machen kann. Nein, Singleplayer nicht testen. Hä? Digga, ich muss erstmal in das Spiel reinkommen, was man alles machen kann. Wir sind hier live! Das testet man vorher! Jetzt fängt er zu testen an. Das ist super. Bruder, es ist so gruselig. Okay, ist gut, Rox, ich lade dich ein. Ja, warte, ich ruf dich an den Channel, Digga. Wir machen dann Zweier. Nein, lad mich doch ein. Hallo, lad mich doch ein. Ich kann dich nicht einladen. Oh, Leute, okay, das ist die Kamera, die am weitesten entfernt von unserem Camp ist gerade. Vielleicht sehen wir ihn hier. Leute, Lobby erstellen. Ich mache neue Lobby erstellen. Name ist Standard Song, Digga. Nennt mich jetzt ab sofort Standard Song. Und Passwort ist Standard Song 1. Ihr habt gedacht, ich sage euch das Passwort hier, ne, im Stream, dass ihr alle reinkommen könnt. Ich habe euch aber verarscht, Digga. Das Passwort ist in Wirklichkeit Standard Song 2. Das ist das Passwort. Ich habe es reingeschrieben, Digga. Wo hast du Oh, Leute, ich bin gehypt, Digga. Ich bin gehypt, okay. Man sieht's, Digga. Nee, man sieht's nicht, Leute. Pass auf, ihr müsst aufpassen, dass man es nicht sieht. Ihr müsst Kamera groß machen, ja? Habe ich in YouTube-Chat reingeschrieben. Dankeschön, Bruder. So, ja. Leute, jetzt werden wir mal gemeinsam mit den anderen beiden Jungs spielen. Wer ist er denn? Thomas. Ist das auch der Name, Digga? Oder was ist das? Nein, das ist, der Name ist Standard-Song-Lobby-Name. Also, Leute, ganz ehrlich jetzt, ne? Ich kenne wirklich sehr, sehr viele, die Thomas heißen, aber niemand sieht so aus wie ein Thomas. Also, ich habe noch nie einen Thomas gesehen, der so aussieht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ey, Leute, das Passwort sieht man, Digga. Das Passwort sieht man. Ich bin so dumm. Pass auf, ihr müsst in die Lobby reinkommen und müsst die ganze Zeit Fullscreen. Leute, wir müssen noch. Passwort sieht man, Digga. Können wir direkt beenden hier? Nee. Ich will aus der Lobby raus. Beenden, ja. Passwort sieht man. Haltet euren Mund einfach. Ich weiß, dass man das. Ihr müsst die ganze Zeit Cam groß machen, Leute. Ich erstelle. Okay. Also Standardmusik. Standardmusik ist der Name und Passwort ist. Hast du ja reingeschrieben.
Nee, ist neues Passwort. Achso, da musst du wieder rein. Ja, du dürfst nicht die Lobby zeigen, weil in der Lobby kann man das Passwort sehen. Das ist voll dumm gemacht. Ah, okay, dann musst du das kurz ausblenden. Ja. Das ist das, Dings, Leute. Ist aber selbe Lobby, ne? Standard-Song? Nee, Standard-Musik heiße ich jetzt. Standard-Musik. Okay. Leute, macht jetzt hier nicht so Welle. Ich weiß, dass ihr das gesehen habt. Und danke an Michaela für die Mitgliedschaft hier. Lost, ja. Macht euch lustig über mich, danke. So, Freunde. Brox ist bereit. So, Leute, wir nehmen auf jeden Fall Thomas. Ich kann euch Thomas leider gerade nicht zeigen, weil ich sonst die... ich will Thomas. Hey, ach so, ich spiel Thomas. Kannst du einen anderen auswählen? Ich will die Frau nehmen. Ich nehme Jessica. Oh, Jessica. Ich nehme William. Ich bin Jessie, der. Jessie ist ein sehr interessanter Jessica. Name, Jessica. Vielleicht kann man sich ja mal treffen. Digga, Jessica kann auch ein paar Snaps schicken. wir machen einfach Kinder und lassen die Kinder gegen Bigfoot kämpfen. Digga, wir opfern die Kinder einfach Bigfoot. Oh, macht mal ready hier, Jungs. So, Leute, wir gönnen uns erstmal einen Hype. Max. Einige Spieler sind nicht bereit, macht bereit oder schaue ich einen auf den Deckel. Ich drück jetzt auf bereit und ich dann bin bereit, Bruder. Bigfoot gesucht. So, Alter. Leute, jetzt sind wir drin. Ich mache jetzt hier wieder Cam groß. Wir sind in Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ey, habt ihr Bock? Okay. Ich lese vor. Lokale Zeitungen sind mit Artikeln über Vermisste im Nationalpark Ross Lake Personen überfüllt. Dutzende Opfer wurden im vergangenen Jahr zerrissen gefunden. Oha. Oder. Es geht zu schnell, ich bin zu langsam. Okay, scheiß drauf. Oh, du musst noch Jäger warte, gefunden, Info. Tot. Oha, was ein Trailer, Digga. Tot, Digga. Ja, safe. Nicht skippen. Was? Detektive, oha, tot gefunden. Oh, ich hab Gänsehaut, Jungs. Ich hab Gänsehaut. Oh, Touristen tot! Touristen are missing. Touristen sind vermisst. Oh Gott! Da sollen wir jetzt hin, oder was? Da gehen ich wir jetzt Angst. Hin. Als Bigfoot. In den Ross Lake National Park. Will ich da denn hin? Bruder, ist die Frage. Wir wollen da nicht hin. Wir sind Bigfoot Hunter. Ah, okay. Okay. Ich weiß, was du meinst. Puh, der, soll ich eigentlich mal Lichter ausmachen? Ich hab bei mir auch Lichter. Nein, aus, mach die Lichter nicht aus! Doch, es ist spannender, aus. Bruder. Hallo, wer bist du? Okay, Leute, wir sind hier in der Welt. Warum sieht Jessica aus wie ein Mann, Digga? Ich Leute. Ich bin ein Transgender. Okay. Warum sieht Jessica aus wie ein Mann, Leute? Digga, ich bin Transgender. Ach nee, du bist Jessica. Nee, Jessica sieht aus wie eine Frau. Warte, ich bin William, Bruder. Hallo! Hallo, ich bin William. Digga, gibt's hier auch. So, Leute, schreibt mal in Live-Chat, ob es mit der Musiklautstärke und so alles passt. Ich glaube, so ist gut. Okay, guck mal, ich habe auch eine Lampe, Jungs. Okay, Bruder, ich würde mal hier das Zelt mitnehmen. Ich hab ein Signal. Hier? Oh, hier sind Raketen drin. Ey, man kann sogar eine Drohne hier einpacken. Erste Hilfe, alles reinballern. Eine Drohne? Eine Drohne steht da, hab ich eingepackt. Bärenfalle nehmen wir noch mit. Oh, ich hab die Batterie für die Drohne. Sonst. Jungs, hier drin sind Gewehre. Packt euch mal ein Gewehr. Fallen, alles hier. Knarre. Oh, Kameras. Kameras auch wichtig, Digga. Digga. Spielst du da gerade Gitarre? Nein, das ist Bigfoot. Das ist Bigfoot mit der Gitarre. Leute, kommt mal her, kommt mal her. Das sind hier Vermisste. Was ist da los? Das sind unsere Brüder aus dem Knast. Jack Martin, Gordon Cooper, Emily Jones. Emily Jones. Und Thomas Robert. Emily Jones, Digga. Ich kannte Emily Jones. Ich kannte auch Emily Jones. Emily Jones war meine beste Freundin auf dem College. Emily Jones war meine beste Freundin. Die sind alle Alter nach meinem Geburtstag abgehauen. Von Bigfoot. Leute, nimmt mal hier Signalraketen mit. Oh, es wird dunkel. Ja, ich hab, nein, es wird dunkel, Jungs. Es wird dunkel. Ich würde sagen, Jungs, als allererstes stellen wir Kameras um unser Camp auf. Ich hab die Knarre direkt hier. Ich knall den ab, Digga. Als allererstes Kameras um unser Camp aufstellen. Wichtig. Okay. Wir stellen eine hier auf den Hauptweg. Zack. Wo habe ich denn Kameras hier? Ja, ich glaube, du hast auch ein paar eingepackt. Ich habe noch 4 Stück. Nachtsichtkamera, das Ding hier, wa? Nee. Normale Kameras einfach. Dann Kamera, Leute. Okay, hin. Hier haben wir eine Kamera. Ja, auf den Weg, zack. Rund um unser Camp rum Kameras aufstellen, Jungs. Wichtig. Freunde, die Aufgabe ist es jetzt, den dicken Bigfoot zu finden. Ja, den dicken. So, hier haben wir eine Kamera aufgestellt. Was ist denn das hier für eine? Sony Alpha. Das ist wichtig, weil ich merke, ich habe hier so ein bisschen die Berge im Blick, Jungs. Okay, sehr gut, kann sehr stark. Kann ich noch eine Kamera aufstellen?
Dann stellen wir hier noch eine auf. Oh, Jungs, es wird dunkel jetzt. Ich höre was. Oh, der hör auf mir jetzt schon Angst zu machen. Nein, ich hab was gehört, ich hab was gehört. Ich glaube, hier war einer. Ach, es wird jetzt schon dunkel, Bruder. Ich gehe schnell in den Wohnwagen schon mal zurück. Hat noch jemand Kameras? Haben wir unendlich Batterie? Ich hab noch eine. Holt schon mal die Knarre raus. Brauchen die Teile Batterien, die sind doch Solarbetrieben. Hast du schon eine aufgestellt oder steht die einfach nur hier so? Ich hab hier fünf Stück, also rund um unser Camp sind welche aufgestellt. Jungs, das ist richtig dunkel, ne? Licht aus, warum Licht aus? Sollen wir das Licht ausmachen? Licht aus oder an? Denkst du? Mach mal das Licht da oben aus. Wow. Kommt der sonst, wenn das Licht an ist oder was? Oh, Bruder, hör doch mal auf jetzt. Was für Geräusche, Digga? Ist da ein Marder im Auto drin? Wer ist hier vor mir? Wer ist hier, ich seh den Namen nicht. Bin's, Thomas. Thomas, du hast noch eine Kamera auf dem Rücken, Digga. Willst du die auch noch? Nee. Du nimmst die mit? Leute, okay. Rein hier. So, zack, ich geh am PC, Jungs. Wieder. Wie kann ich den PC anmachen? Musst du nicht. Für Kameras starten musst du Tab drücken. Tab drücken, warte. Tab drücken und dann... Mach doch mal hier die Tür Kamera. Zu, Digga. Bist du lebensmüde oder was? Genau, auf die Kamera gehen. Und wie kann ich switchen zwischen den Kameras? Einfach zwei, glaube ich. Ja, zwei, drei, vier. Alles gut. Soweit alles gut, Leute. Bigfoot nicht gesichtet. Noch kein Kontakt. Ja, dann lass raus, Digga. Lass sagen, der soll herkommen. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen auch in den Wald auf Jagd, Bruder. Ich glaube, kommt der nachts immer mehr als... Da ist einer. Alles gut, Bruder. Alles gut. Kommt der nachts immer mehr als tagsüber oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Bigfoot... Mach die Lampe hier an. Ja, ich würde auch hier Licht, im Lager würde ich hier immer Licht anmachen, Bruder. Nicht, dass der uns noch blindert. Okay, Digga, so. Ich würde sagen, pass auf. Mach mal die Tür zu. Tür zu, Jungs. Was machen wir jetzt, Leute? Ganz wichtig. Mach mal bei dir Licht aus. Warum, Paul, Digga? Ich lass dir das Licht an. Was soll denn das? So, was müssen wir jetzt machen? Hier ist unser Campfire. Hier ist kein Campfire. Okay. Hier ist ein Campfire. Ihr wollt es so. Ich mache Licht aus, Digga. Was? Ich habe auch Licht aus, ach, Bruder. Zetare sagt, ah, okay. Ja, ich mach's spannender. Haben wir, Jungs, habt ihr Nachtsichtgeräte, wenn wir jetzt nachts auf die Jagd gehen? Hier sind Stöcke, alles gut, soweit so gut. Ich laufe mal nicht so weit weg vom Camp, nicht, dass wir als erstes aufgefressen werden. Das Aquarium muss anbleiben für die Fische! Hab ich gar keinen Bock drauf. Das Aquarium wird nicht ausgemacht! Okay. Stani? Ja, komm mir nach. Sollen wir mal auf Jagd gehen hier? Also wir jagen jetzt Bigfoot oder was? Ja, safe. Okay, dann Check mal alle kurz euer Inventar. Nachladen, Jungs, ihr müsst nachladen erstmal. Ich hab nur 5 Schüsse, Digga, ne? Ich hab 10. Munition? Ich hab Munition. Ich hab 20. Ich hab ein Messer, Digga, ich stech ihn ab. Messer. Okay, warte mal, wir müssen jetzt einmal hier gucken, das sind die Parkregeln. Also. Ey, habt ihr erste Hilfesets mitgenommen, bevor wir hier rausgehen? Habt ihr welche? Nee. Ich hab ein Zelt. Ich hab auch ein Zelt. Ich hab ein Erste-Hilfe-Set. Ich hab ein Gewehr, ein Signalwerfer, 0 von 1. Eigentlich wichtig, dass wir ein Erste-Hilfe-Set mitnehmen. Ich hab irgendwie gar nichts. Bruder, ja, rüste dich mal aus. Vielleicht können wir den anlocken. Wie in einem Fleisch. Wo hast du denn hier noch so viel? Im Kühlschrank ist Fleisch. Signalwerfer, Rakete. Fackel. Nice. Also Erste-Hilfe-Set, irgendwie haben wir keins mehr, keine Ahnung. Ohne Falle, oh mein Gott. Nimm Fleisch mit, Leute. Bärenfallen können wir auch noch aufstellen. Auch eigentlich wichtig, Leute. Kurz noch hier am Setup ein bisschen rumdaddeln. Oh. Hey, der war da! Ja, hör auf mich zu verarschen, Digga. Ich werde jetzt einfach mal auf random eine Bärenfalle hier aufstellen. Zack. Gitarre. Was war denn das, Alter? Digga. Warte mal auf, hier rumzuchoken. Voll erschrocken, Alter. Ohne Spaß. Digga. Ich werd Fleisch in die Bärenfalle reinlegen. So, zack, ein bisschen. Ey, wer hat das ganze Fleisch rausgenommen? Okay. Brox, leg du mal Fleisch rein, wenn du das Fleisch rausgenommen hast. Ich leg noch ein bisschen Fleisch ab. Au! Oh, ey. Ey, der Junge ist zu dumm für alles. Ne? Oh, ich bin in die Bärenfalle. Ich dachte, die löst bei mir gar nicht aus, Digga. Ja, so, warte mal. Tag. Ja, ich glaube, können wir die jetzt nicht mehr benutzen. Hier, Fleisch, warte, ich leg Fleisch ab. Oh, ich hab mich verletzt. Fleisch. Da. Ja, ich ehrlich. Nur 6. Kann ich das denn ablegen? Na, ach, Digga. Ja, Max muss wohl neues Fleisch erzeugen. Jungs, ist der Gamestone so gut? Ich kann's leider nicht schon. Oder wie geht das? Jungs, ist der Gamestone so gut? Ich kann's droppen, Digga.
Ich muss einmal kurz was gucken. Habt ihr das eigentlich über Desktop oder über Spielaufnahme? Ich hab Streaming-Rechner, Digga. Jungs, lasst doch mal jetzt weitergehen. Wir müssen jetzt ja, erstmal erkunden, Digga, was hier abgeht. Also ja. Unten links, Leute, seht ihr die Minimap von diesem Nationalpark, wo wir... Ich musste mal kurz einen Testschuss machen, um zu gucken, wie laut das für euch ist. Ich werde hier nur mit Waffe rumlaufen, ich bin paranoid. Ausdauer haben wir unendlich, oder? Nee, haben wir nicht. Okay, Jungs, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen das, den Park erkunden, was hier abgeht. Für eine... Okay. Ich nehme jetzt auch mal lieber meine Gewehr in die Hand, ne? Nimm dein Gewehr in die Hand. Mit F kannst du Dingern machen, Lampe. So, Bigfoot, Digga, wenn du nicht raus, komm raus. Bigfoot, hier sind die Einbruchbrüder! Ey, ich weiß, Bigfoot hat ja auch eine Höhle, ne? Leute, wir müssen zu seiner Höhle gehen. Wir müssen ihn aus seiner Höhle raustreiben. Okay, jetzt wird's ganz krank. Oh, okay, doki, Digga. Wir müssen erstmal ein bisschen was erkunden hier. So, wo sind wir hier gerade auf der Karte? Ja, wir laufen hier ein bisschen westlich von unserem Camp. Ja, der hat einfach Schiss vor uns, der weiß ganz genau, was mit dem passiert, wenn wir den sehen. Nee, ne? Nein. Hä? Zweiter Tag, Leute, alles entspannt. Alles easy. Also jetzt ist quasi Mitternacht gewesen, okay. Hey! Guck mal, was hier drüben ist, Jungs. Ist das eine Höhle? Nee. Doch. Nee, was? Spermaflecken. Nee, was ist das? Das Bigfoot-Sperma, Digga. Hier hat Bigfoot seine Krallen geschärft, glaube ich. Leute. Ja, seine warte, Krallen. Ich probier kurz. Oh ja, das Bigfoot-Sperma. Nein. Ihr macht euch drüber lustig. Warum macht ihr euch über Bigfoot lustig? Digga, weil Bigfoot ein kleiner Knecht ist. Bigfoot ist einmal ein Paulberger, komm raus. Wenn wir Bigfoot sehen, dann wird der hochgenommen. Glaubst du, der ist hier oben, Digga? Ja, der ist hier oben, Digga. Der ist der König von dem Park hier. Okay. Okay, wir laufen. Ich halt Rückendeckung. Leute, wir wohnen hier als Special. Nicht darunter springen, seid ihr tot. Wir wohnen hier als Special-Jäger hergeschickt und Bigfoot. Ey, habt ihr das gerade gehört? Nee. Philipp! Ja? Digga, hast du es gerade gehört? Nee. Hey, Mann. LOL, hier ist einer! Wow. Mir Angst zu machen. Digga, der ist doch schon wieder nur am Prank. Der ist doch schon wieder komplett broke, der Typ. Okay, das ist Philipp. Am Anfang habe ich es kurz abgekauft. Das ist ja auch wieder so ein riesen See. Das bin ich nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen klarkommen. Jungs! So, da irgendwo hier links müsste. Hallo, ihr seid voll weit weg von mir. Unten. Ey, ihr seid voll weit weg von mir, Jungs. Hallo. Jungs! Ich bin hinter euch, hallo. Ich weiß gar nicht, Jungs, ist das eine neue Map zu damals? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jungs, rennt mal nicht so weit weg von mir. Okay. Hier lang. Ey, ihr seid viel zu schnell, ne? Oh ja, hier ist ein See, hier ist Wasser. Oh, Wasser, da. Wasser. Der trinkt da immer am See. Oh ja. Nein, Alter. Und es sieht sehr, sehr gruselig aus hier mit dem Nebel. Ah, hallo. Test. Hallo. Hallo. Man kann jetzt schwimmen? Hallo. Ist doch alles gut hier. Hallo. Alles in Ordnung bis jetzt. Gut so, okay, perfekt. Hallo. Stärke, Musik. Oh. Was ist meine Waffe jetzt? Ne? Also bis jetzt, Ich hab Bigfoot gehört. Was ich mich frage, guck mal, als wir das damals vor 3 Jahren gestreamt haben, hatten wir auch so eine Betäubungs-Munition. Vielleicht finden wir die auch erst. Mit der wir Bigfoot geschwächt haben. Ich glaube, die müssen wir auch erstmal suchen. Und irgendwas hat Philipp vor, Digga. Wo ist Philipp? Ey, mein Gewehr, Alter. Wo ist Philipp? Philipp! Hallo! Philipp! Ich bin hier, Digga! Ich bin hier, was ist los? Ich glaube, er hat ihn. Wie sieht der aus, Alter? Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Nee, ja, nee. Ey, Jungs, hört ihr mich? Das glaube ich auch nicht. Hört ihr mich nicht mehr, Jungs? Jetzt. Hört ihr mich wieder? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Ah, Digga, ich habe außerdem falsch. Leute, ich habe außerdem hier was falsch. Sorry. Ich hab hier. Leute, ihr habt recht, nachladen. Oh. Stimmt. Okay, gut. Wichtig. Habt ihr das Brummen gehört? Hier ist ein Schild. Hier ist ein Schild. Stimmt. Hier steht. Cam B, Digga. Die sagen Cam B, Digga. Kein Angeln. No Fishing.
Hier ist Fischen verboten, okay. Oh Gott. Oh, hörst du es auch? Hört ihr die Werwölfe? Die sind Werwölfe. Werwölfe. Wölfe. Ich dachte, wir suchen nur Bigfoot. Kein Kontakt zu Bigfoot. Ich glaube, Leute, mein Bigfoot-Jäger-Instinkt sagt mir, wir müssen hier lang gehen. Okay, gut, ich folge dir. Hilfe! Hallo, ich bin hinter euch! Er ist bei mir! Was? Digga, der spinnt doch schon wieder rum. Er kam doch von da! Ihr habt den Schrei gehört, der Schrei kam aus dieser Richtung! Jungs, mir nach! Der Schrei kam aus dieser Richtung hier. Okay, aus welcher Richtung? Ein bisschen weiter oben, ich glaube, da kann ich klettern, oder? Doch, der kann klettern, natürlich, Digga. Anfänger für Anfängerjagen gelesen. Habt ihr das gehört, den Schrei, Jungs? Ja? Ja, ich habe auf die Kameras geguckt. Wir müssen ihn auf jeden Fall gleich mal, wenn wieder Tag ist, das Fallen platzieren und Fleisch hinmachen. Ja, wir den anlocken. Okay, wir haben schon mal einen Schrei gehört. Warte mal. Wir müssen hier am See. Der muss trinken. Glaubst du, der hat den Baum da schief gemacht? Ist da hinten eine Hütte, Jungs? Wo? Da links oder nee? Ist das keine Hütte? Nee, ich glaube nicht. Ich bin der Meinung, da war eine Hütte. Also ich glaube, Jungs, wie ich das gehört habe, kam der Schrei hier weiter aus dieser Richtung, hier weiter geradeaus. Ja, muss ich auch sagen, da muss ich Max zustimmen. Ich glaube, es kam wirklich hier aus dieser Richtung, der Schrei. Alter, das ist ja riesengroß hier. Ja, hier ist so eine Klippe, pass auf, nicht runterfallen. Ja, das ist der Nationalpark. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Nein. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Wo? Direkt unter dir. Ist er gerade, glaube ich, gelaufen. Hier unten, die Klippen runter. Ich glaube, irgendwo da war er gerade. Ja, der trinkt hier immer. Der glaub trinkt. Ich auch, der ist gerade durstig. Der ist durstig und trinkt da immer. Aber wie kommen wir da runter? Okay, macht! Nachricht! Ich habe eine Nachricht bekommen. Wie? Cam 8 ist down! Down! Er hat die Kamera 8 zerstört? Nee, Kamera 8 nicht. Okay, warte, ich verchecke nochmal kurz Kameras, was? Leute. Wie kann man durch die durchswitchen? Mit Nummern. Nummern, okay. Oh, okay, perfekt. Alles gut. Hier ist nichts los, Digga. Nee. Ey, Leute, Cam 8 ist wirklich kaputt, Leute. Nein, Cam 8 habe ich auf dem Rücken. Ich platziere die hier oben. Ach so. Ja, ist eigentlich echt, wir brauchen eigentlich nur eine Kamera vor unserem Camp. So, weil man kann ja damit brennen. Camp gecheckt, ist auf einmal schon hell. Zack, hier ist, guck mal. Ich kann hier nicht setzen, ich mach die hier. Oh mein Gott. Ey, Digga, ich bin hier festgeglitscht, was ist das denn? Okay. Leute, ich setz die Kamera hier, das ist der perfekte Ort für die Kamera. Finde ich auch gut. Jetzt habe ich eine Signalfackel angemacht. Ja, finde auch geil, dass wir hier zocken, auf jeden. Hier sind Wölfe, Die müssen wir auch abknallen. Das waren Wölfe, ja. Und wir müssen die vermissten oder so. Wir müssen die vermissten Jäger auch finden, ja? Ey, Jungs, lass mich mal bitte nicht allein zurück. Ist eh hell. Machen wir nicht. Bei Helligkeit passiert nichts. Trotzdem. Mach mal die Taschenlampe aus, bisschen Batterien sparen. Ach, stimmt, die Batterien sind ja. Oh! Da kommt er! Tschüss! Tschüss! Oh, Philipp, lauf hier rauf! Nein! Ach du Scheiße, Bruder! Der ist ja voll dick geworden! Der war ja früher voll klein! Bruder, da muss ich aber ganz schnell los! Ja, Jungs, ich hab keine Munition mehr! Der hat halbes Leben weggenommen von mir! Junge, der hat die Chance genommen, Junge! Wenn wir ihn weggenommen haben, gar ey, Jungs, seid froh, dass ich so schlau bin und wenigstens hier mal ein paar gute Action gemacht habe, dass er abgehauen ist! Alter, ich hab so mit dem Slalom hier, dies, das. Hast du den mit Ding Bengalus verscheucht? Digga, ich hab den einfach mit so einer Granate angeschossen. Hat jemand ein Erste-Hilfe-Set? Ich halt nicht mehr lang durch, Digga. Ich hab auch keins. Lass zurück zum Camp. Aber es war gut, dass du hier eine Kamera hast. Nein, wir müssen erstmal Erste-Hilfe-Sets suchen, Leute. Ja, ich brauche unbedingt welche, Digga.
Ey, ihr müsst einfach austanzen, so wie ich das gemacht habe. Wenn man raus ist, ich hab nicht mal mehr Munition, ne? Alter. Ich hab nicht mal mehr Munition, das war zu viel. Ich hab auch keine Munition, ich laufe jetzt auch nur mit meinem Messer rum. Stechen ey, wir müssen erstmal Munition und so suchen, Jungs, weil wenn der nochmal kommt, der nimmt uns hoch. Ich sag dir, fixiert er mich noch einmal, ich bin weg. Der reißt mich in zwei Teile. Ja, ich rette euch. Ich hab mich gewundert, dass ich das überhaupt überlebt hab, Digga. Der hat mir ein. Ey, der hat sich richtig hoch, der hat sich richtig hochgenommen, ne? Boah, ich dachte gerade, der macht nur, hier. Nur weil ich die einzige Frau hier war, Alter. Der hat dich hochgenommen wie Brock Lesnar. Ja. Kleiner Freestyle. Freunde, das ist. Da unten sind Wölfe, da müssen wir hin. Okay. Nee. Kommt raus. Kann man da so. Nee, da kann man nicht runter. Wo? Das ist ja Jungs, wo können wir hier Munition und so finden? Ey, ihr ist so, Chat, gib mal ein paar Tipps. Leute, wir müssen erstmal eine Hütte suchen, da wo Munition ist. Ich will auf jeden Fall noch, solange es Tag ist, die Kameras mehr bei der Map verteilen. Oh mein Gott, Digga. Ich lohne gar nicht, alle bei uns am Camp zu haben. Der Bigfoot ist ja mal 10-mal gruseliger als der von damals. Ey, wie der angerannt gekommen ist, ne? Ja, wieso? Ey, ihr müsst mit der Signal. Ich wirklich, was geht jetzt ab. Ihr müsst euch mit der Signalfrag, könnt ihr euch verteidigen zu Not, ne? Aber wir müssen ja auch ein paar Hits geben. Das hat ihn verscheucht. Hier trinkt er immer. Hier trinkt er immer mit seiner Bigfoot-Familie. Hier waren wir schon, oder? Nein, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Ich höre was. Ja, es fängt an zu gewittern, Jungs. Fängt an zu gewittern. Nein. Oder startet irgendwo eine Rakete, Digga. Jungs! Das ist kein Gewitter. Hier ist er. Ich riech ihn. Ich riech Bigfoot-Scheiße. Bruder, was hast du für einen steifen Arm, Digga? Du solltest mal zum Arzt gehen. Ja? Er steht wirklich so da. Jungs, ich sag euch, gib mir mal bitte kurz ein Erste-Hilfe-Kit. Ich halte nicht mehr lang durch. Ich hab ein Erste-Hilfe-Kit, okay, warte. Wie viel Leben hast du denn noch? Unter der Hälfte. Ja, jetzt hab ich das. Krass. Super, jetzt hab ich das genommen. Dann hat er dich ja noch mehr als ich hochgenommen. Ey, ich höre richtig komische Musik und wenn komische Musik ins Spielen kommt, dann passiert vielleicht irgendwas. Dann passieren komische Dinge. Okay, Leute, wir haben 13:10 Uhr jetzt. Ey, ich glaube, hier ist die Höhle von Bigfoot, den Idioten. Lass mal den Tag gut nutzen, bevor es wieder Nacht wird. Ja, Jungs, lass Bigfoot aus der Höhle raustreiben. Hier ist eine Höhle. Wenn er in der Höhle viele Äpfel hat, dann... Digga. Leute, hier ist deine Höhle. Hier sind wieder die Flecken. Hier hat er seinen Unheil getrieben. Der soll rauskommen. Lass mal wirklich ans andere Ende der Map laufen, damit wir ein bisschen vielleicht eine Hütte, Munition oder so finden. Wir müssen so in Jägerstände, war es damals gewesen. Ach, stimmt, genau, so kleine Hütten einfach. Ja, so kleine Hütten, Jägerstände. Und da waren auch. Waren hier, auch hier, hier ist ein Jägerstand, Jungs, hier. Wo bist denn du? Oh! Hier ist einer! Oh, Philipp, ich komm! Hier, nehmt ihr die Gewehrmunition, ich hab genug. Ich nehm nur. Hilfe, er kommt! Oh, was? Gott! Hilfe! Was? Baller! Schieß auf ihn! Ich kann nicht rennen! Oh mein Gott! Knallt ihn ab! Du wärst oben so gestorben. Der wollte mich hier hochnehmen, Digga. Das war eine Falle von ihm hier. Nimm hier die Munition, Digga, schnell. Bin dabei, Jungs, runter hier. Fallen. Hier ist zu gefährlich. Ey, gib mir auch mal ein bisschen Munition, ich hab keinen Schuss runter mehr. Hier. Ja, nimm noch da oben. Da sind noch 10 Schuss, 10 Schuss sind da noch. Okay, nice. Ist hier kein Medikit? Jungs, ich hab nicht mehr so, ich hab keine Signalwerfer-Munition mehr. Digga. Ey, der kam richtig auf mich zugerannt. Ich muss. Wie ein Mutant kam der. Hab ich auch nur einen Schuss für einen Notfall. Guck mal hier, die beste Handgewehr hier. Ah, jetzt. Leute, macht euch nicht lustig. Darüber. Okay, lass mal hier runterlaufen. Lass mal hier ein bisschen runter. In der Ecke von der Map waren wir noch gar nicht. Glaubst du, irgendwer legt da wieder neue Munition rein? Nee, ich glaub nicht, Digga. Wir müssen uns schon die Munition gut. Ich glaub auch. Wir müssen die Munition uns gut aufgeben. Gibt's nicht irgendwie Betäubungsmunition? Die brauchen wir doch, safe call. Für was brauchen wir? Damit der anfälliger ist. Nein, wir brauchen keine Betäubungsmunition. Der ist doch auf Tollwut, Digga. Nein, wir müssen die richtig abknallen, Digga. Das sind die Bigfoot Rocks, Digga. Da hinten. Oh mein Gott. Ey, Leute, es wird einfach gleich schon wieder dunkel, ja? Wir müssen aufpassen. Wollen wir mal da hin? Ja, wir müssen am besten noch eine. Jungs, lasst zusammenbleiben, wo seid ihr? Ja, ich bin hier. Bin ich blau, Digga? Ich bin blau. Ach, da geht's gar nicht weiter, ich bin der Rote. Kommt mal mit. Ja, okay. hier runter, hier, wo noch mehr Hütten sind. Ja, ich wollte hier. Ich hör was! Ich hab was gehört. Was? Irgendwas hab ich gehört, ich weiß nicht was, Leute.
Ja, hier ist. Piepen hab ich gehört. Ich hör auf was. Oh, hier ist ein Hirsch. Sollen wir den töten? Ah, Hirsch. Wo bist du denn? Schlacht ihn. Max, du bist ganz woanders, ne? Ich will meine Munition nicht für den verschwenden. Hier ist ein aufgespießter Kopf! Nein! Was? Ey, hier ist ein Toter! Was? Bruder, bei mir ist ein Toter! Nein! Sag mal, regnet das Feuer? Es regnet. Bin vollkommen, Jungs, Hilfe! Wo? Schieß! Schieß hinter mir! Schieß, Philipp, hinter mir! Schieß! Komm, jetzt schon! Schieß sie doch an, Digga! Hilf mir doch! Und schieß mit sich rein, aber Fackel! Er rennt weg! Oh mein Gott! Digga! Ey, Brox ist so ein 31er, Alter! Brox ist so ein 31er! Was? Er kommt einfach eingerannt und sprügelt einen kurz nieder. Guck mal hier! Die haben einfach unseren Kollegen. Hör doch auf, Munitionsverschwenden! Ich hab dir einfach ein zweites neues Auge geschossen! Warte mal, ich kann euch heilen, Digga? Eintrag geben? Wie? Heilen? Heilen. Schiss, bei euch auch? Ja, aber ich kann nicht heilen. Eintrag nicht, kein Eintrag. Ey, lass mal zurück zum Camp, es wird Nacht. Der nimmt uns heute nach Pops. Ich brauch aber Dingens, ne? Ich brauch Medikit. Wir brauchen Medikit. Wie sieht euer Leben aus? Ja, schlecht. Ein Angriff könnte ich. Bei der 3. Bei dem Gradzahl ist es bei der 3. Ein Angriff könnte ich vielleicht doch überleben, mit Glück. Ja, ich auch. Das war's dann. Ich habe auch keine Signalfackel mehr. Ey. Von wegen, wir fangen Bigfoot. Scheiß, fangen wir. Bigfoot macht uns fertig, ey. Bigfoot nimmt uns auseinander. GPS-Munition. Ah, stimmt, damit können wir ihn tracken. Stimmt, haben wir Track-Munition? Das müssen wir auch noch finden. Warte mal, doch, wir haben da Track-Munition. Warte mal. Hast du? Hey, ich kann hier ein Zelt aufbauen. Geht mal weg, guck mal hier. Hä? Du kannst Lager aufstellen hier. Ich geh jetzt in das Zelt rein. Ich auch? Hallo. Macht's gut. Hey. Hallo? Das geht raus. Was geht mal rein, lass mal. Jungs, habt ihr Lagerfeuer? Wir brauchen Lagerfeuer. Ich bin drin. Leute, wir müssen Stöcker und. Jungs, lass mich rein, bitte. Ich hab Angst, ich will rein. Lass ihn nicht rein, Bruder. Nein, bitte. Du bist rein. Digga, du bist das Opfer für Bigfoot, dass er uns in Ruhe lässt. Nein, ich hab auch noch. Nein, Jungs, wir müssen Stöcker und Steine suchen. Geht, lass mich raus. Jungs, ihr müsst mich rauslassen. Du willst jetzt hier ein Camp aufbauen, oder? Digga, ich komm da nicht mehr raus. Kannst du hier nicht brücken oder so? Jungs, wir müssen Stöcker und Steine suchen für Feuer. Man kann sie nicht bücken, ne? Ja, okay, komm. Ah, das sind hier, guck mal hier, Stöcker, Steine, Digga. Ja, hier, easy. Stock. Wir müssen Lagerfeuer bauen, nämlich der hat Angst vor Lagerfeuer. Stock. Aber wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht hier in der Dunkelheit sein. Dann sind wir am Arsch. Stock. Noch ein Stock. Stein. Leute, wo kriegt ihr denn immer diese Cam-Meldung? Boah, ich krieg auch die ganze Zeit so. Ich höre auch so ein Piepen die ganze Zeit, ja? Nein! Oh mein Gott! Ich bin gerade auf eine Kamera gegangen, ich hab Bigfoot da gehört. Was? Der ist bei Cam 1. Bei Cam 1 bei unserem Lager? Der Jungs, macht sich schnell das Lagerfeuer an, der kommt gleich hierher. Oh mein Gott. Jungs, hier Stöcker rein. Ja, bei der Kamera, bei unseren Kameras hört man ihn, ja. Warum kann ich das nicht anfeuern hier? Könnt ihr das anzünden, Digga? Stock hinzufügen. Anzünden? Nee. Was mach ich jetzt da? Was hab ich da? Nee. Ja. Jungs, ihr müsst das Feuer anmachen. Haben wir denn Feuerzeug? Nee. Ja, das ist ja nicht so gut. Ich hab zwei Signalfackeln noch. Die bringen aber nichts, ne? Messer. Obwohl, vielleicht mit einer Signalfackel könnten wir den anzünden, ja? Soll ich mal probieren? Warte mal. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch. Wir sind richtige Survival-Bilder, ich weiß. Ach, es piept immer, wenn er auf einer Kamera zu sehen ist, okay. Aber da müssen doch jetzt hier erstmal Stöcke reingelegt werden. Ach, Stock die meinen drücken mit Alt. Ach, man kann ducken mit Alt. Guck mal hier. Leute, wie legen wir jetzt hier einen Stock rein? Steht ja Stock hinzufügen. Ich will jetzt hier ein Feuer machen. Wie machen wir jetzt hier... Ah, okay, einer sagt Stock in die Hand nehmen. In die Hand nehmen? Ja, wie nehme ich denn einen Stock in der Hand? Na, probier ich auch gerade. Mit Q. Ja, das war kein Stock. Irgendjemand hat das Lagerfeuer gerade abgebaut. Aber war ich das? Oh, ich war das, sorry. Ich drück gerade alle Knöpfe, die ich kann. Ja, wir sind auf jeden Fall gleich am Arsch, wenn das so weitergeht. Oh, M ist auch nochmal so eine Karte. Drück mal M. M ist auch cool. Oh, nice. Sehr nice. Leute, wisst ihr, wie wir Lagerfeuer machen? G, H, J,
J, K, E geht nicht, Leute. E, nee. Ja, Leertaste, ihr seid lustig, Digga. Hab ich gerade dein Lagerfeuer weggenommen? Ja, du hast mein Lagerfeuer weggenommen. Oh. Okay, warte. Hab ich das jetzt hingelegt? Ja. Ich glaube, ich kann jetzt... Ja. Check mal ab. Kann ich da jetzt... Da sind noch 5 Stöcker. Stell mich mal rein. Beim Lagerfeuer. Leerer Steckplatz. Kann das sein, dass man vorher die Stöcker gesammelt haben muss? Ich hab da die Stöcker schon gesammelt. Wisst ihr, wie das geht, Leute? Alt F4, ja, Leute. Ha, ha, ha. Alt F4, ha, ha, ha. Ich hab ja einen Stock. Jetzt hab ich's wieder abgebaut. Lol, 32 Stöcke braucht man. Die meinen, man braucht... Du brauchst 32 Stöcke? Was ist denn das für ein Digga? Ist das ein riesen... Ist das ein Weihnachtsfeuer oder was? Ist das ein, keine Ahnung, machen wir Osterfeuer oder was? Das ist, geht ja komplett durch. So, hier noch ein paar Stöcke. 32 ja Stöcke. Halten. So ein Feuer wird das. Also ich sag dir, wenn es Bigfoot nochmal kommt, ne? Das machen wir, wenn einer von uns also raus ist. Ich sag euch, Real Talk, wir werden das nicht überleben jetzt. Doch, doch, die werden wir. 32 Stöcke brauchen wir. Junge, wir bauen jetzt hier erstmal ein Osterfeuer. Kann man eigentlich FOV höher stellen? Ich oh, auf Tag Kamera 3. Wird einer gespottet? Nein. Nee, dritter Tag. Ich höre ihn. Aber das ist gut, wenn er bei unseren Kameras ist. Oh. Ich bin auf 1, auf 2. Hört auch dieses Brummen, oder? Oh! Nein. Kommt jetzt auch, oder? Wo seid ihr, Jungs? Jungs, lass uns mal zusammen dingsen. Ich sammle Stöcker. Ah! Ich auch. Ich will hier nicht hin. Jungs, seid ihr hinter mir? Wir sind alle nicht da, wir sind alle da. Scheiße, wo ist der denn? Ja, wenn Musik losgeht, weißt du, bist verloren. Ja, wenn Musik losgeht, dann weißt du bist am Arsch, ja. Oh, wir hätten mal stärker am Tag sammeln sollen. Steine müsst ihr auch noch, ist wichtig. Lauf nicht so weit weg vom Zelt, Leute. Kommt immer wieder zum Zelt. Stimmt, fuck. Scheiß auf das Zelt. Hier ist was. Ich hab was, Jungs. Okay. Wo bist du? Hier ist ein Medkit, nimm du das. Nee, ich nimm das Medkit. Nimm du das Medkit, Brox. Ich komm. Sehr gut. Oh ja. Wie hast du das denn gefunden, Mann? Ja. Oh, fuck, ich hab Schaden bekommen. Das ist das Lager von meinem Onkel Jimmy gewesen. Der hat auch schon... Erste-Hilfe-Set. Hier ist auch ein Erste-Hilfe-Set. Das war das Lager von meinem Onkel Jimmy gewesen, Digga. Der hat auch schon Bigfoot gesucht. Ich wette ein Zehner, dass Bigfoot jetzt gleich kommt. Glaube ich nicht, Digga. Ich glaube, der traut sich nicht mehr. Kann man was anderes hier haben? Eine Dose? Kann ich die Dose essen? Ist nicht nachtaktiv. Nee, kann ich auch nicht. Wir müssen Bigfoots Höhle finden, Freunde. Seid ihr noch am Stöcke sammeln, oder? Ja, ich bin Stöcke sammeln. Ja, nebenbei, ja. Ich sammle auch noch Stöcke. 19 Stöcker gerade mal, Leute. 19? Hier ist ein Uhu. Ich hab jetzt auch 19. Hä? Hier sind Rehe! Egal, lass sie. Nein, ich knall die ab. Also einer hat gerade bei mir donated und hat gesagt, ihr müsst auf Stock hinzufügen, klicken und zielen. Oder zielen. Irgendwie. Dahin zielen? Okay. Muss man das vielleicht einfach darauf ziehen oder so? Nee. Stock ich weiß es nicht, aber das? Ich hab grad Angst. Mit dem weißen Punkt auf Stock hinzufügen und E drücken. Mit dem weißen Punkt. Warte, lass mal ausprobieren. Irgendwo, wo wir uns hier nicht abzetteln. Jungs, die sind Kaninchen, Digga. Hier war ein Hund, Digga, gerade. Ich hab einen Hund gehört. Ich habe ein Kaninchen gerade an mir vorbeiflitzen sehen, 2 Stück. Ey Jungs, ich bin gerade so paranoid, ne? Ich frag mich, wie viel Steine der mitnehmen kann, Alter. Der scheint wohl Herkules zu sein. Oh mein Gott, hier ist eine richtige Steinfarm, Alter. Okay, das Gute ist, wir sind demnächst eigentlich schon wieder, es wird auch in Richtung Camp. Also ich habe jetzt hier, Leute... Bruder, wie viele Steine sind hier, Mann? Also wir brauchen 32 Steine und 32 Hölzer, ne, für Lagerfeuer. Man kann auch Äste mitnehmen. Vom Baum? Hab ich gerade gemacht, hab gerade einen Ast mitgenommen. Was bringen denn die Dinger? Was sagt der Live-Chat? Flieg mal Drohne. Oh, stimmt, Drohne fliegen könnten. Kann man Drohne? Hast du eine Drohne? Ich hab eine Drohne, ist doch ein Ast. Woher hast du denn die Drohne? Warum hab ich keine Drohne? Hab ich abgezogen. Ey, was ein 31er. Warte. Vielleicht gibt's... Leute, vielleicht gibt's noch eine Drohne im Camp, da können wir auch mal Drohne fliegen. Das Ding ist, ich bin...
hab ein bisschen Angst, jetzt gerade hier bei der Position Drohne zu fliegen. Machen wir, wenn wir sicher sind, okay? Die Frage ist, wo bist du sicher? Ja, im Wagen. Hoffentlich. Philipp, im Wagen denkt er, er ist sicher. Im Wagen, ja. Hab ich auch mal gedacht, da bin ich sicher. Hier ist eine Brücke, Jungs. Hier ist eine Brücke. Eine Brücke? Ja. Philipp, voll der Erforscher. So, was ist da los? So, mal die Brücke auschecken, Leute. Warte, man muss immer die Brücke, den Fluss. Hier ist ein Fluss. Ein alter Fluss ist hier. Hat noch jemand eine Kamera dabei? Ich würde gerne einen hier bei der Brücke aufstellen. Nein, nein. Nein, leider nicht. Voll unnötig, dass wir so viel um unser Lager umgestellt haben, ja. Ja, das war doch deine Idee. Zeigen. Ja, ich wusste aber noch nicht, dass man damit so. Da merkst du mal, dass du viele dumme Ideen hast, Alter. Keine Ahnung, also du ich glaube, du bist einfach kein Bigfoot. Leute, das Spiel heißt Finding Bigfoot. Ich glaube einfach, du wirst kein Bigfoot-Jäger sein. Das heißt nur noch Bigfoot. Also nicht mehr Finding, sondern nur Bigfoot. Ah, das heißt nur noch Bigfoot, Leute, sorry. Ja. Aber es ist mega geil, die haben das Spiel geupdatet und seitdem ist es richtig fett. Wir haben es damals schon gespielt. Ich muss auch sagen, die Grafik ist on fleek. Also Grafik gefällt mir. Grafik ist so Forest-mäßig. Ja, safe. Ey, ich siehst du, ich hab wieder was gefunden. Hier. Hochstand. Boah, er ist richtiger Entdecker, Junge. Zweiter Jagdturm. Oh, ich hab eine Falle. Camp 4. Und noch Gewehrmuni. Stark, Bruder. Oha. Ist da noch Muni? Ja. Ist da noch Muni, Digga? Bigfoot ruft. Muni. Stimmt. Jungs, ich glaube, er kommt gleich. Nur 7 Schuss. Nein! Noch Muni? Nein, Jimmy! Oh mein Gott, Digga! Bruder, was hat der mit ihm gemacht? Bis auf die Knochen gegessen. Aber die Sneaker noch dran gelassen, ne? Wo ist er? Komm raus, Bigfoot, jetzt! Der hat ihn hochgenommen, Digga, der hat ihn hochgenommen. Ich werde ihn mal kurz ein bisschen aufstützen. Okay, Digga, Bigfoot ist krank. Lass ihn in Ruhe. Rox, was sagst du da? Ich muss was essen, ich hab Hunger. Das okay, war Opa Sonne Bernd. Auf, das ist schon mal gut. Alle sagen Camp 4, was ist denn auf Camp 4? Leute, woher wisst ihr mal welche Camps? Camp 4. Ich war unterm Camp, ja. Okay, ich spreche jetzt zum Himmel. Wenn du mich da draußen hörst, Bigfoot, dann soll mich jetzt der Blitz treffen. Okay, ich geh mal weg von ihm. Ich geh auch weg, Digga. Hast du Schiss, ne? Bigfoot, das wird richtig Stress geben, Alter. Hä? Vorne ist ein Schild, kommt mal her. Hier ist ein weißer Punkt jetzt bei Jimmy. Ja, ah, weil wir ihn gefunden haben. Ach so. Oha, guck mal hier ist noch so ein Schild. Zum Lernen. Okay, Jungs, gib mir mal kurz Deckung. Ich mach mal einen Drohnenflug, vielleicht finde ich ja was. Okay. Vielleicht sehe ich ja mal was Interessantes von oben. Flieg los. Der nimmt gerade unser Lager auseinander. Unsere Schrott. Bigfoot will mit unserem Auto wegfahren. Glaube ich. Oh, nice. Okay, Leute, ich flieg die Drohne. Hast du auch eine Drohne? Hey, ihr habt die beide Drohnen oder was? Nee, ich nicht. Was machst du denn hier? Hä? Ach, wow, hier ist ein Werwolf auf Kamera 6. Ein Werwolf? Was? Auf Kamera 6? Lass mich mal schnell auf Kamera 6 gehen. Ja, guck mal bei Kamera. Oh mein Gott! Ein Werwolf! Ja? Ey, wir müssen zurück zum Camp. Bigfoot will das Auto klauen. Bigfoot will unser Auto klauen. Camp 3? Camp 3 bin ich. Da ist nix. Okay. Also, er kann alles machen, aber nicht meine Karre klauen. Dann wäre ich schon sauer. Wo ist die Drohne jetzt? Oh, warte, ich muss die Drohne erst wieder runterfliegen. Ich hab auch eine Drohne. Du steuerst die jetzt gerade. Lol. Okay, steuer die mal wieder zu uns runter, dann packen wir die wieder ein. Der Akku geht übel schnell leer. Wie fliege ich die runter? Wieder einstellen. Warte, ich kontrolliere du, ich bin rausgegangen. Warte. Bin ich jetzt mal alleine, Digga? Ja, Bigfoot fährt hier mit Auto lang, Leute! Der sitzt hier im Auto und zeigt mir den lang. Der zeigt mir Stinkefinger, Jungs. Hiking Trail. Jungs, warte mal, wo seid ihr? Was denn hier alle? Ich gehe auf so ein Dingens, auf so ein Weg. Ich folge jetzt hier dem Weg. Oh mein Gott, hier sind sogar. Warum Camp 4? Was ist Kamera 4? Ja, schreiben auch bei mir alle. Hier ist so ein Weg, ich gehe jetzt mal so einen Weg runter. Das ist nichts, Kamera 4, Leute, ihr spinnt rum. Ihr spinnt rum schon wieder.
Der Chat spinnt schon wieder. Warum spinnt ihr schon wieder, Leute? Von heute. Ja, alle sind hier am rumflunkern. Ey, aber wenn wir die Drohne so fliegen, Leute, auf der Höhe ist das richtig gut eigentlich. Da können wir richtig. Ich hab noch ein Gesicht gefunden. Naja, das hab ich auch gefunden. Ey, Prox, bleib mal stehen. Prox, bleib stehen. Bleib mal stehen kurz. Bigfoot, bei mir! Nein! Bei mir! Oh mein Gott! Oh! Ich muss aus der Drohne raus, Oh. Renn zu mir! Bigfoot ist bei Prox, Bigfoot ist bei Prox. Ärzte, hau mir auf! Oh mein Gott! Ich sterbe! Jungs, ich sterbe, Hilfe! Digga, der hat dir eine ganz schön vor der Rübe gezimmert. Er hat mir voll in die Eier gehauen. Er kommt zu mir! Oh Gott, das war's, Digga. Wo bist du? Das war's komplett. Jungs, ich sterbe. Ey, ich hab ihm 3 Schüsse verpasst, das juckt ihn einfach nicht. Max, wo bist du? Lauf doch nicht weg. Ich lieg hier auf dem Boden. Ich bin sowas von verpasst. Bam, Digga! Renn doch nicht weg, komm her, jetzt bin ich erst bereit zum Kämpfen, Junge! Komm her! Jungs, ich sterbe! Ich war im Krieg gewesen! Nein, Prox, lebst du noch? Oh mein Gott, was hat er mit Prox gemacht? Wie kann ich ihm helfen? Wir haben kein Erste-Hilfe-Kit mehr. Da steht nur, du stirbst. Ich kann nichts machen, Bruder, ich hab auch kein Erste-Hilfe-Kit. Ist das jetzt mein Schicksal? Ich stech ihn ab, Digga. Ich erlöse. Prox, ich erlöse dich von deinen Schmerzen. Nein, mach das nicht. Nein, Bruder, nein. Ich muss dich erlösen, Prox. Nein, was. Nein. Bruder, wir müssen ihn irgendwie retten. Aua. So. Trag ihn. Ich hab 1% Leben. Eintrag geben, Eintrag. Ich weiß nicht, wie wir ihm helfen können. Ich hab kein Erste-Hilfe-Kit mehr. Gib mir dein Messer. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Das Leute, kann man jetzt machen, Jungs. Wisst ihr, wie wir Prox helfen können? Wisst ihr das? Wisst ihr, wie wir Prox helfen können? Ich wärme ihn. Ja, das hilft vielleicht. Warte, ich geb dir was zu essen. Nee, hab ich auch nicht. Oh mein Gott, warum haben wir denn Prox, steh auf! Steh doch auf! Sollen wir ihn von seinem Leid erlösen? Digga, wir müssen doch was machen können. Nee, wir brauchen Erste-Hilfe-Kiste, ne? Ich hatte full life, Digga. Ja, Bruder, komm her, wir brauchen Erste-Hilfe-Kiste. Der hat dich voll zerfetzt. Oh nein! Fuck, unsere Drohne ist fast leer, weil die ganze Zeit in der Luft war. Bruder, wir müssen irgendwie Unterstand finden. Du brauchst Medikit, okay? Wir müssen ja Medikit finden. Drohne wieder ein. Ich glaube, der hat meine. Nein! Bigfoot kommt zu dir, Max! Komm her, Max! Tschüss! Ciao, Bruder, tschüss! Rettet Philipp! Muss los! Nimm Prox! Er hat mich hochgenommen, er hat mich zerfetzt! Liegst du auch auf dem Boden jetzt? Bist du tot? Komm noch zurück, wenn du dich traust! Warum ist meiner so schwach? Ich renn hinterher, Digga. Ich komm jetzt. Bigfoot hat einfach Angst vor mir. Aber Jungs, ich kann während ich sterbe noch die Kameras angucken. Ja, das ist gut. Okay, Philipp, komm. Hä? Ich hab zwar kaum noch Munition, kaum noch Leben. Ja, wir müssen. Digga, hast du den Signalwerfer bereit? Ihr müsst das machen, Digga. Ja, wir suchen jetzt ein Medkit für dich und dann helfen wir dir. Hast du einen Signalwerfer, ja? Okay, ja, dann nehme ich das Gewehr, weißt du? Dann nehme ich das Gewehr. Aber warte mal kurz. Die Drohne, Bruder, der Akku ist fast. Scheiß doch auf deine Kackdrohne! Rutsch! Die Drohne ist wichtig! Warte, die meinen X-Bam! Digga, so eine Drohne ist überlebenswichtig. Entweder kommst du jetzt oder du sterbst. Sorry, Max. Ja, ich komm doch sofort, Digga. Lass mich doch kurz die Drohne hier beenden. So. Zack. Nehmen Batterie. Jungs, sieh, was passiert mit mir. Wie kann man ich verwese. Okay, wirklich? Nee. Ja, wenn Max noch kommen würde, dann könnten wir hier vielleicht noch einen Jägerstand suchen mit Fallen. Ja, wir müssen Fallen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warum haben wir bis jetzt noch keine Fallen verwendet, Digga? Weil wir jetzt erstmal Prox retten müssen. Ja, safe. Nimm nur den Signalwerfer. Ja, hab ich. Hab Signalwerfer. Drück schon alles, was ich kann, Digga. Aber warte mal auf mich, Bruder. Warte mal auf mich. Nee, F ist es ganz sicherlich. Ich will nicht alleine hier laufen. Ich hab Angst. Komm hier durch den Sumpf, Digga. Ich kann auch nichts nehmen, ne? Ich kann auch nichts nehmen. Kein Fleisch, kein Zelt. Ah, durch den Sumpf laufen, das sieht. Da hinten ist eine Hütte! Stark. Sehr gut, Prox, wir retten dich! Stark. Bitte. Bruder. Wir müssen jetzt aufpassen. Das ist hier Bigfoots. Oh, ich glaube, das ist das Haus von Bigfoot. Das ist aber eine große Hütte, ne? Das ist.
Das ist eine große Hütte, Bruder. Haus! Haus am Sumpf! Jungs, ich check die Kameras. Ich hab Medkit, Rocks! Du hast Medkit? Ich hab Medkit. Du hast zwei, Bruder, ich bin auch fast tot. Nein, hab ich nicht. Ich hab einen Spaten, kann ich nicht mitnehmen. Zurück, zurück, wir müssen zu Brock, schnell. War das alles in der Hütte? Ja, das war alles. Wir müssen zurück. Gar nicht. Jungs, was passiert mit mir? Es wird dunkel, ne? Ja. Oh Gott. Gewehrmunition, wichtig. Ja, Max, komm mit, schnell! Er lässt einfach Munition liegen. Sonst stirbt Brock. Ich wollte die Hütte gleich nochmal absuchen. Ich komm. Wir retten dich, Brox. Wir kommen Kein jetzt. Soldat wird zurückgelassen. Die schreiben, Max hat ein Erste-Hilfe-Set. Er kann es dir geben. Ich habe kein Erste-Hilfe-Set, Bruder. Oha. Also pass auf, dass ihr es nicht selber isst, ne? 0 von 8 habe ich. Achso, na gut. Jetzt war es geraschelt. Max, komm schnell. Jetzt war es geraschelt, Digga. Hast du die Signalklappe draußen? Ja, habe ich. Ich werde vom Werwolf locker leicht gefressen. Nein, wir kommen jetzt. Wir sind gleich da, Digi. Ich habe beide Beine gebrochen. Es ist so dunkel, ich sehe nichts mehr. Ja, wir kommen jetzt. Wir müssen uns ein Lagerfeuer gleich aufbauen, ne? Ich kann nicht so schnell rennen, Bro. Mach langsam. Boah, ich sag dir, nächste Nacht wird schwer, dass ich die überlebe. Ja, wir brauchen Tracking-Munition. Wir müssen zurück zum Camp auf jeden Fall, Jungs. Ja, safe. Wenn wir Brox gerettet haben, direkt zurück zum Camp. Ja, direkt zum Camp zurück. Ich werd den nächsten Angriff nicht überleben. Wir müssen erstmal... Brox, wir sind hier. Okay. Mach langsam, Philipp, lass mich bitte nicht so zurück. Oh, ja! Ich hab dich gerettet. Wie hast du das geschafft? Ich hab dir Medikit gegeben. Jungs, schnell zum Camp jetzt. Oh Gott. Okay, einer Signalpistole raus. Einer muss Signalpistole raus. Ich hab Signalpistole. Und zwei Knarre. Du hast Knarre, ne, Brox? Ja, er kommt. Die Knarre hat keine Munition mehr. Er versucht... Ey, Leute, ich hab eine Idee. Ey, lass nicht immer rennen, dass wir, falls er wirklich kommt, dass man dann noch rennen kann. Nicht, dass es dann in dem Moment ist. Also, du kannst ihn nicht ausrennen, Digga. Es geht nicht. Nein, er ist eh schneller. Ich wollte ihn schon so Jerusalem-mäßig, um die Bäume bin ich gelaufen. Bruder, ich hab mal Parkour cool gemacht, das hat, bringt alles nichts. Der hat den Baum rausgerissen und mich damit verprügelt, Digga. Ich hatte volles Leben, der hat mich voll Leute, wir sind hier gerade auf der Jagd von Bigfoot. Sorry, dass ich gerade den Chat nicht so lesen kann. Danke für Rush. Für die 5 Schweizer Franken hier. Leute, es geht hier um Überleben und alles. Was sollen wir machen? Da muss man sich konzentrieren. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Lager, Freunde. Um uns ein bisschen besser auszurüsten. Ach du Scheiße. Wir sind hier mitten auf den Bergen. So. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Krankenhaus. Ja, in einem Nationalpark. Merkst du das? Hä? Oh, ein Hund? Hier ist ein Hund? Hier ist ein Fuchs! Hier ist ein Fuchs, Digga! Seville, komm raus! Seville! Was machen wir jetzt mit dem? Digga, ist einfach Seville. Ich hab den abgeknallt, Digga. Der wollte dich beißen, der hat Tollwut gehabt. Der hatte Tollwut, Bruder. Digga, du kannst doch nicht einfach einen süßen Fuchs abknallen. Digga, der wollte dich beißen! Bruder, ich guck ihm gerade so in seine kleinen süßen Augen auf einmal. Boom. Der wollte dich beißen, der Hero, ich hab dich gerettet. Also einer meint, Philipp, du sollst mal gucken, ob du die Track-Munition hast, wenn du musst T drücken oder so. Ich hab die Track-Munition. Ja. Du hast die, ne? Okay, ich track jetzt, Jungs, ich track jetzt. Einer muss schießen, aber. Wenn du nächstes Mal siehst, musst du den... Ja, wir tracken den jetzt. Ja, lass erstmal zurück zum Camp, dann schauen wir, wo der ist. Ehrenlos, sagt die zu mir, was ehrenlos? Der hatte Tollwut, Junge. Der war krank gewesen. Ehrenlos, ihr habt gar keine Ahnung, was ehrenlos ist. Das war ein krankes Würstchen. Ich hab den von seinen Leiden befreit. Man hat doch gesehen, wie er da gehangen hat. Ja, der sah recht krank aus, Bruder. Übertrieben. Sagt mir bitte, dass ein Fuchs so normal ausgesehen hat. Der sah richtig abnormal aus. Ja, das war kein normaler Fuchs. Hier ist die Falle. Leben zu kommen ohne. So, ich habe aber mittlerweile, glaube ich, gecheckt, wie man hier mit den Sachen agieren kann. Oh, ich nehme jetzt Fleisch mit und dann legen wir Fleisch mit Fallen aus. Und so runtergehen. Ey, wer hat denn hier das ganze Fleisch rausgenommen? Ich habe Fleisch. Ja, warte, Brox, was muss ich drücken? Brox hat alles. Fleisch ich legen. Eine Falle aufstellen. Ja. Ich habe Fleisch gelegen. Ja, da müssen wir eine Falle reinmachen, Bruder. Ist jetzt da, ne? Nein, wir müssen eine Falle. Ah, hier, warte, wir müssen eine Falle platzieren mit Fleisch. Ich hab's noch vertarnt. So, ich werde auch eine Falle mal hier platzieren. Bruder, bist du dumm? Die Falle ist da schon zu.
Ja, weil du da reingelaufen bist, Freund. Hier, komm mal zu mir, ich habe eine neue aufgestellt. Komm mal zu mir. Ja. Okay, warte. Philipp, komm zu mir, ich habe eine neue aufgestellt. Und bitte nicht reinlaufen diesmal. Ich pack jetzt Fleisch rein, Digga. Ja, pack da mal Fleisch rein in die Falle. Hä? Geht nicht, ich kann's da nicht reinsetzen, Digga. Das liegt irgendwie daneben. Warum, Digga, ein Fleisch verfolgt mich! Ich hab's einfach rein, das geht. Guck. Ja, ja, perfekt. Nimm die anderen nebenbei wieder auf. Sehr stark, sehr stark. Ist das billig getarnt? Egal, gute Falle, Jungs. Ich nehme mal eine Kamera, nehme ich auch mal wieder mit hier. Ja, mach lieber. Können wir irgendwo unterwegs aufstellen? Ja, ich habe Tracking-Munition, wir können ihn jetzt tracken, Jungs. Sehr stark. Hier ist übrigens noch ein Gewehr, ne? Ich würde sagen, wir stellen hier am Camp nur noch eine Kamera auf, weil dann wissen wir auch direkt, dass wenn die Kamera bimmelt, dass er dann am Camp ist oder so, wisst ihr? So, ich werde mal die andere Scheiße hier einsammeln. Zack. Oh Gott, warum bin ich jetzt gerade der Einzige, der nachts draußen rumläuft, Bruder? Das kann ja nicht gut enden. Kann man den PC nochmal anmachen hier? Ey Jungs, ich höre was. Ich verstecke mich unter dem Tisch. Ich komme. Jungs, ich wollte jetzt hier ein Lagerfeuer. Ich habe nicht genug für ein Lagerfeuer. Ich hab Schiss, Digga. Ich kack mir in die Hose und bleib hier einfach drin. Nein, nein, kommt raus. Ich hab, Jungs, ihr müsst immer bei mir bleiben. Ich hab die Tracking-Munition. Ich muss den wegtracken. Wir müssen ihn einmal tracken und dann sehen wir doch, wo der hinrennt. Okay, okay. Eine Kamera. Er kommt, so. Jungs. Oh mein Gott. Ich glaube, gleich kommt was. Hört ihr die Musik? Jungs, hier ist ein Werwolf. Oh mein Gott. Wo? Sagt einfach auf, Bescheid. Sagt einfach Bescheid, wenn er kommt, ja? Jungs, hier bei der Falle ist das Fleischstück. Also achtet immer mal ein bisschen hier auf die Falle. Oh, Digga, wenn die Musik anfängt, Gott, die Musik. Ist ein gutes Zeichen. Die Musik anfängt, ist ein gutes Zeichen. Wenn er kommt, dann sagt, ich track ihn direkt. Ich mach hier auf sicheren Abstand. Glaubst du, der kann es. Der Große kann diesmal wirklich durchs Fenster gehen? So, wir checken mal kurz hier. Kann ich hier den Rucksack aufmachen? Nee, ne? Schade. So, Kamera 1. Lock den mal an, Brox. Kamera 5 existiert noch. Wuff! Sehr gut, sehr gut. Berg. Die ist eigentlich ein bisschen sinnlos. Miau! Und die Kamera 8 miau, ist hier miau. Ganz woanders, okay. Warte, ich lock ihn an, okay, pass auf. Uhuhu, ich bin heute schön in dem Nationalpark. Tu so, als wärst heute du ein Wanderer. Kann mir nichts passieren. Genau, ich nehme nichts in die Hand. Max, du musst bei Max hin, du musst bei Max hin. Ein schöner Baum. Das ist ja eine Rieseneiche. Und der Sternenhimmel. Ach, Prox, du machst jetzt hier gerade den Lockvogel, oder was? Ja, ja, aber du musst mit der Signalpistole in der Nähe sein. Ja, ja, bin ich. Ich stelle nur hier gerade eine Kamera neu auf. Och, ich setze mich hier mal auf den Zaun. Ich mache mal eine Pause. Oh. Er kommt. Ich glaube auch, er kommt. Er kommt. Jungs. Schreiben alle X? Sind auf X. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man X drückt. Hat man nichts ausgewählt. Das ist nicht gut, Leute. Die wollen, dass wir sterben, ne? Naja, hier bei mir in der Nähe bleiben, Jungs. Immer zu mir kommen. Hallo. Oder... Jungs, ich hab die Track-Munition, ich kann ihn nicht verscheuchen, wenn ihr nicht bei mir kommt. Ja, ja, okay, ich komm. Wir sind da. Oder ich nehme die Track-Munition. Gelegt, was wir noch nicht haben. Kann auch sein. Oder die pranken uns, weil sie wollen, dass wir sterben. Oder die pranken uns, das kann auch sein. Nicht so schnell. Nein, ihr lügt mit X. Bei X passiert gar nichts, dann nehmt gar nichts in die Hand. Was mit Y? Aber überleg mal, wie oft wir den schon angeschossen haben, wie wenig Leben der erst verloren hat. Ja, wir müssen ihn tracken. Wir müssen auch seine Höhle suchen. Hat er seine Höhle. Jungs, schreibt mal in den Chat rein, wo er seine Höhle hat. Ja, das ist wirklich eine gute Idee, Leute. Gib ihm Bombe, ja direkt. Was ist denn, wenn man X drückt? Schreibt mal in Live-Chat. Gar nichts. Alle schreiben, drückt nicht X, ja, keine Ahnung. Oh, was ist? Ich dachte, ich bin hier genug. Ich bin nur ins Wasser gefallen. Guck mal da vorne. Nach dem nächsten Angriff sehe ich aus wie Prox. Ich habe wirklich kein Leben mehr. Das ist minimal. 10%. Ja. No fishing. Also hier angeln ist hier nicht erlaubt. Das ist schon mal gut. Das ist Bigfoot. Vor uns. Jungs, direkt vor uns. Guck mal vor uns. Da geht Da ist er. Da hinten.
Warte, wir verfolgen mit Tracking. Nein. Schießen mit Tracking Munition an. Treffer. Stark. Boah, wir sehen ihn. Boah, wir sehen ihn. Hinterher, Jungs, jetzt abknallen. Sehr nice. Ihr seht jetzt den roten Punkt unten links, Leute. Wir wissen jetzt, wo er ist. Aber einer. Hier gibt's Krokodile. Der ist direkt vor uns, Jungs. Ja. Warum ist denn das da so grün? Der ist hier rechts. Der will uns umlaufen. Angriff von hinten will er machen. Der müsste so genau hier vor mir sein, irgendwo. Hat er da gerade einen Hirsch? Ist ein Hirsch? Jungs, das hin. Nee, ich glaube, er ist da gerade ein Hirsch oder so. Er macht Jungs, wir müssen hinterher. Der jagt gerade. Ja, komm. Ey, der geht zu unserem Camp. Der geht zu unserem Camp. Nein, jetzt will er mit dem Auto losfahren. Er darf nicht unser Camp auseinandernehmen. Leute, wollen wir mal durch den Sumpf gehen da vorne, wo wir noch nicht waren? Der hat doch gar keinen Führerschein. Hä? Guck mal, wo der hingeht. Der geht, glaube ich, in seine Höhle rein. Der geht in seine Höhle? Ach, das da hinten. Okay, nice. Gut. Nein. Das ist nicht. Nee, glaube ich nicht. Das ist zu nah an unserem Camp. Lass trotzdem mal dahin. Glaubst du, der geht jetzt in einen anderen Park kurz da, ein paar Kinder verschrecken? Das kann sein. Sobald er mit Auto losfährt, welche Wunden. Das ist weg. Oh mein Gott, er kommt wieder. Er ist jetzt wieder da. Nein, er kommt wieder. Jungs, kommt her zu mir. Ihr seid zu weit weg, Jungs. Ich bin bei Prox. Kommt her, hier. Ja, er kommt jetzt. Er kommt! Oh mein Gott. Es müsste genau vor uns irgendwo sein. Ich glaube, da ist eine Höhle oder so. Wo ist er? Vor uns sein. Er ist direkt vor uns. Straight vor uns. Da! Hab ihn nochmal getrackt! Schieß! Signal! Ey, Max, ich spiel mit Max nicht mehr, Digga. Real Talk, Digga. Digga, warum schießt meine Waffe denn nicht, Bruder? Ey, du musst nachladen! Ha, ja. Ey, du bist so schlecht, Digga. Ey. Ey, es macht mit dir echt keinen Spaß zu spielen. Ey, es tut mir leid, Bruder. Ey, ich hab die ganze Zeit draußen gehabt. Ja, lad doch nach! Ja, ey, sorry, man denkt, dass die Waffe schießen kann. Wenn schnell, da vorne ist er, hinterher! Ich hab die Signalfackel, aber sag mal, was mach ich damit? Ich hatte keine Angst davor, ich hab ihn damit geschlagen. Ja, ich hab jetzt nachgeladen, ich bin jetzt bereit. Ich hab nur 5 Schüsse. Ja, ich bin gleich tot, super! Bringt jetzt auch nichts mehr. Oh, ja, lass zu deiner Dreckshöhle gehen und Signalfackeln reinwerfen, dann soll er sich verpisst, ist mir jetzt egal. Zu deiner Dreckshöhle und dann soll er sich verpissen hier. Ey, denkt der hat eigentlich mal mittlerweile unsere Falle? Ist in unsere Falle mal reingelaufen? Juckt ihn irgendwie gar nicht, ne? Na, ich glaube auch nicht. Das komm, geh jetzt in der Dreckshöhle. Ich hab gar kein Leben mehr, Leute. Ein Angriff bin ich weg. Weil Max wieder nichts hinkriegt. Same hier, wir sind alle voll am Arsch. Ja. Du hättest direkt, wo ich getrackt habe, hättest du direkt zack. Der hätte direkt weglaufen müssen, dann hätte ich gewechselt, Munition, pam, mit der geschossen. Ja, ist ja okay. Er ist einfach zu unfähig, Leute. Nicht mal Bigfoot verschrecken kann er. Du bist kein Bigfoot-Schreck, Alter. Bigfoot-Schreck. Ey, Jungs. Oh mein Gott, er kommt. Nee, ist Jungs, mir, ja. der hat unsere Falle verarscht. Das Steak ist weg, aber die Falle ist nicht ausgelöst. Ja, ist richtig so, Digga. Weil er schlauer ist als ihr. Ey, Jungs, er kommt gerade. Er kommt straight auf uns zu. Ja, geil, Digga. Ich hoffe, der beißt dich weg. Ich bin im Wagen. Hier ist wieder ein Fuchs. Ey, Jungs, er kommt gerade straight zu uns. Ja, super. Kommt in unser Camp rein. Nein, ich komm nicht in Camp rein. Nee, wir sind viel weiter. Leute, wir brauchen Leben. Er fickt mich gleich. Er nimmt mich gleich hoch. Ja, geil. Er ist genau bei mir. Richtig so, Digga. Er rennt genau bei mir rum. Nein. Oh Gott, da draußen ist er. Kill es. Hab ihn. Hab den Fettsack, okay, Digga. Auf die Camps. Leute. Munition, Digga. Camp 1. Schlitz ihn auf. Diese Camp müsst ihr ihn irgendwo sehen gerade. Lungs. Er kommt, Brox, er kommt. Nimm. Signalfackel. Signalfackel bringt dir viel? Nein. Ich zünd sie an. Pass auf, ich hab Track. Nein. Ja, Signal! Wedel! Oh mein Gott! Sehr gut, Brox. Brox, mit dir kann man arbeiten. Oh mein Gott. Ich hab wichtige Treffer gelandet. Sehr gut. Wedelt, wenn er wedelt, haut er ab, oder was? Ja, wenn du so wedelst. Okay, pass auf, wir machen jetzt Lagerfeuer hier. Seine Höhle ist links unten auf der Map. Leute. Schon weit weg, ne? Er ist doch hier genau vor euch. Nein, er ist gerade weg, Digga. Leute, wie kann ich jetzt Lagerfeuer machen? Wir müssen Fleisch braten. Ich hab ne Idee.
Wir müssen Fleisch braten. Wie geht das? Was? Servier, wie machst du das? Oh mein Gott, das Max. Guck einfach auf den Stock hinzufügen mit dem weißen Punkt. Warte. Oh lol, da hinten ist ja ein erlegter Elch. Guck aufs Lagerfeuer und geh auf guck auf Stock hinzufügen. Können wir jetzt hier Fleisch braten drin, ne? Lul. Ja, will ich ja wohl hoffen, ne? Ne, wir können. Warte mal. Ich werde das Fleisch. Leute, wir brauchen Leben. Wie kriegen wir jetzt Leben wieder her? Wir können kein Fleisch braten, Digga. Ich habe mein Fleischstück gerade, glaube ich, gegessen. Rüllt hier die ganze Zeit rum, der Typ hier. Ich habe noch ein Fleischstück gegessen. Ich habe zwei Fleischstücke gegessen. Wie hast du die gegessen? Bringen die Leben? Ja, ess die nicht. Bringt kein Leben. Super, ich habe die jetzt gegessen. Die bringen wahrscheinlich nur Krankheiten, Alter. Jungs, Jungs, Bigfoot kommt. Der Tracker geht gleich zu. Wir müssen ihn wieder tracken. Der Tracker ist weg. Ja, oh Tracker ist Gott. Weg. Leute, wir müssen unbedingt Medikits suchen. Medkits. Ja, Mann. Hier oben vielleicht, hier jetzt waren wir noch nicht. So wenig Leben kommen wir nicht mehr voran. Brox, hast du wieder Signalfackel noch? Ich hab noch Signalfackeln, ja. Gut, ich hab auch jetzt noch einen Schuss. Ja, auf dich verlasse ich mich nicht. Digga, ich hab doch jetzt nachgeladen. Nein. Du kannst nix. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist kein echter Bigfoot. Guck mal, wie er direkt übertreibt. Du bist kein echter Bigfoot-Jäger. Leute, wir brauchen Medkits, aber ganz schnell, Leute, nix hier. Okay, Unwetter fängt. Bigfoot, ey, Brox hinter dir! Brox hinter dir! Er kommt! Ich will! Schieß doch auf ihn, Max! Schieß doch auf ihn! Ich will! Oh, ich will doch! Okay, ich will! Oh, schieß! Schieß doch! Oh, schieße! Ey, Freunde, ich spiel hier nur mit Idioten! Ess mit Bigfoot, ess mich bitte auf! Ich hab opfer ihn noch getroffen! Ich opfer mich, Digga! Ess mich bitte auf! Ich will mit den Bruder, Idioten nicht mehr! Ich hab ihn doch angeschossen, was ist dein Problem, Digga? Ich hatte, bitte, ich hatte eine Signalfackel! Bitte ess mich auf, Bigfoot, bitte! Oh mein Gott! Ess mich bitte auf, Digga! Bigfoot hier! Ich komm jetzt zu dir! Ich hab gleich keine Signalfackel mehr! Jungs, wir müssen hinterher! Übelst wenig Muni und alles, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ressourcen. Ja, und der ist nicht mal annähernd die Hälfte des Lebens. Ey, aber ich check auch nicht, warum wir das hier so wenig Stuff finden, Digga. Irgendwas machen wir falsch, ja? Ey, er ist hier straight vor uns. Er kommt, Jungs. Ich einer Signalfackel. Er kommt. Wer hat Signalfackel? Ich hab Signalfackel. Wer draußen? Ich zünd dich schon mal an. Er wartet, okay, er kommt. Okay, schießt. Oh, ist gegen den Baum gelaufen. Ich spiele rum. Oh mein Gott. Hinterher! Ich hab keine Muni mehr. Wo ist der Fettsack? Daneben! Nein! Ich auch. Das ist eine Hütte! Oh, okay. Jagdstand! Ich hab noch Muni. Besser ist es. Und ich hol mir das Medkit, Digga, ihr kleinen Pisser. Wir haben Signalfackel. Sehr gut. Zwar kein Medkit, aber Signalfackel. Ich hab noch eine Signalfackel, liegt noch eine. Also? Oha, Dorian, Digga. Ehrenmann. Vielen Dank für 48 Schweizer Franken. Ich küsse deine Augen, Diggi. Vielen Dank, ja. Jungs, er ist vor uns. Ich track ihn nochmal. Komm. Du hast Signalfackeln jetzt, ne? Rox? Ja. Ich track ihn nochmal. Komm her. Komm, wir müssen jetzt hinterher rennen. Zwei, ne? Bevor der Track weg ist. Boah, der ist aber ganz schön flix unterwegs. Oder er geht jetzt in seine Höhle rein. Naja, der rennt gerade irgendwo anders. Höhle finden kann ja wohl nicht sein, Digga. Wir brauchen noch irgendwie. Ich glaube, Höhle finden war wichtig, ne? Ja, Höhle finden war wichtig, glaube ich auch, ja. Ich glaube, das ist irgendwo am Rande der Map. Oh, ich hab Hunger, Digga. In Real Life oder jetzt in Bigfoot? In Real Life. Achso, okay. Ich dachte schon, wo kann man denn hier Hunger haben? Aber. Sehen das irgendwie was anderes? So. Hier ist wieder ein Schild, Jungs. Hier steht: No Hunting. Ey, Leute, schreibt mal in den Live-Chat. Jungs, er ist in der Höhle. Denkt ihr, da ist der? Ja, er ist in der Höhle. Safe, guck mal, er ruht sich da gerade aus. Ich wollte gerade und hier, guck mal, hier ist der Berg. Er ist safe in der Höhle. Okay. Er kommt jetzt wieder. Pass auf, hat jemand Fackel? Ja. Proxim, du Fackel, Stani, wir haben Gewehre. Ich track ihn gleich nochmal. Stark. Ich hab Fackel an. Da, er kommt. Ich wedel. Bitte funktionier. Okay, er rennt weg. Schießt auf ihn. Hat Track. Hat einen Track. Stark. Hinterher! Glaubst du, da oben war die Höhle? Ja. Kann sein. Der ist direkt vor uns. Der ist hier. Knallt ihn aber ab. Nochmal einen Hit. Sehr gut.
Jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Ja, jetzt guck mal, wie er Angst hat, der kleine Pisser. Eben macht er hier noch. Eben macht er hier noch auf Babu des Waldes, aber jetzt auf einmal Flötenheini, wir holen dich. Ja, haha. Kannst mal sehen dann. Der ist direkt vor uns, Jungs. Laut Philipp müsste ja hier irgendwo die Höhle sein. Ja, ja, eigentlich, ich glaube. Er war ja quasi hier drin. Hier war er, ne? Aber hier ist keine Höhle. Aber doch, guck mal. Doch, doch. Climbing. Hier kann man klettern. Okay. Hier ist eine Höhle. Hier. Ja. Alter, krasse Höhle. Oh. Oder da oben vielleicht. Warte, Jungs. Mal den Parcoursmeister. Ey, wie kommt ihr hoch? Aua. Ah, ich komm nicht hoch. Wir müssen einfach auf dem. Ne, Baum geht auch nicht. Leute, wir müssen ihn gleich nochmal tracken. Lass erstmal wirklich die Höhle von ihm suchen. Das ist wichtig. Ganz hier ist wichtig. Wie viel Track-Munition hast du noch? 13 Schuss noch. Okay, was sagt der Live-Chat? Weiß schon jemand? Leute, wir trennen uns gerade alle. Leon schreibt, ich weiß, wo Höhle ist. Ja, wo denn? Ja, rennt da hinten rum. Mal. Unten, oben. Links, irgendwie so. Okay, er ist genau bei Philipp, oder? Jungs, er kommt zu mir, er kommt zu mir. Ich komm, komm. Oh mein Gott, wir kommen. Fuck, fuck, Klaus. Prox. Wir kommen. Ja, warte, ich bin weit weg. Ich bin im Wasser. Fackel. Ich wedel mit Fackel. Oh, er ist bei mir. Nein. Ich wedel rum. Gott, ich bin fast tot. Komm her. Aber ich habe ihm einen guten Hit gegeben. Wo ist er? Ich habe keine Signalfackel. Ey, ich bin einfach noch mehr. Der ist vor uns, Jungs. Der ist hier vor uns. Wir weglaufen, ne? Der Bigfoot ist so ein kleiner Pisser. Er kommt einfach manchmal angerannt, gibt einem einen Hit und haut wieder ab, Digga. Ja, er gibt dir so eine kleine Ordnungsschelle. Naja, safe. So raus aus meinem Wald und dann haut er wieder ab. Oh mein Gott, ey. Aua! Wie viel Signalfackel hast du noch, Brooks? Nicht runterspringen. Oh, gar keine. Hast du noch Signalfackel, Max? Ich hab noch eine. Soll ich dann der Signalfackelboy sein? Musst ja, du ja, musst du. Okay. Aber wie killen wir den? Der hat ja voll viel Leben, Alter. Irgendwas muss man machen, dann hat er voll viel Leben verloren. Wir müssen seine Höhle finden. Ja, wo ich ist seine Höhle, Leute? Irgendwas war damals. Ja. Ich wette, in seiner Höhle sind Sachen von alten Leuten, die er mal umgenietet hat in seiner Höhle. Da finden wir locker Muni und so. Höhle ist am Ende, warte, einer hat mir geschrieben, Höhle ist am Ende der See von dem Berg. Aha. Ah ja. Ach so, einer schreibt bei mir unten links, ZH. Das ist unten links, aber er gibt auch Sinn unten links. Irgendwie. Leute, unten links hier oder was? Unten links auf der Karte. Pass mal auf Map schauen. Neben der Zuflucht, wo ist von der Zuflucht die Höhle? Unten links. Ja, hier bestimmt unten links. Da unten. Ja, lass mal da runterlaufen, Jungs. Ja, dann lass ja, okay, runter. Komm. Das oh, ich glaube, er kommt wieder, oder? Kommt ja. Er wieder? Ja, ja, er kommt wieder. Schießt alle auf ihn. Ich habe Signalfackel draußen. Ich glaube, wenn wir viele Hits gehen, haut er auch ab. Ich bin hier gut auf dem Berg. Ich bin auch gut auf dem Berg. Okay. Jungs, ich habe keine. Ich bin tot, ne? Ey, Jungs, wo seid ihr? Komm zu uns. Ich komme nicht hoch. Auf Berg. Er nimmt mich jetzt hoch, Digga. Nein, komm. Alles gut. Komm. Wir gehen jetzt zu der Höhle, Bruder. Komm. Ja, ist so, wir gehen jetzt dahin. Das ist Zuflucht. Also ich glaube auch, dass die links ist, weil rechts ist halt eh unser Camp. Also entweder. Er kommt hier eigentlich nicht hoch, scheiße. Die Bärenfallen machen viel Schaden. Ja, stimmt, Digga. Die Bärenfallen haben echt viel Schaden immer gemacht. Ich guck mal, wie viele Fallen. Ich hab noch eine Falle parat. Können wir in seiner Höhle aufstellen? Ich würde eine. In der Höhle haben wir die Fallen aufgestellt. Guck mal hier, ich baue hier noch eine Falle hin. Aber warum kann man hier. Ach, hier, Fleisch kann man reinlegen. Genau, stark, Philipp. Könnt ihr es tarnen, Digga? Könnt ihr es tarnen? Ja. Tarn mal? Sie haben diesen Eintrag nicht. Nee, komm Nein, ich hab Signalfackel angemacht. Oh. Fuck. Ich hab Signalwerfer noch. Nee, hab ich. Ich hab keine Muni mehr. Wir sind am Arsch. Okay, jetzt sind wir lost, Bruder. Nein. Max ist zu lost, Leute. Sorry. Warte mal, Jungs. Nee. Er kommt gleich. Schießt alle auf ihn. Wir werden es eh nicht schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Signalfackel ist aus. Ich mach Lagerfeuer, ja, Digga. Das war's schon wieder komplett, Digga. Warum? Wie kann man denn hier Büsche abmachen? Okay, alles gut, Jungs. Wie kann man die Büsche denn hier abmachen, dass ich das tarnen kann, Diggi? Mit Messer oder was? Nee.
Ich glaube, du warst Äste oder so. Ja, Jungs, 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 S hier, S hier, Stock. S hier. S hier. Sarah. Ich glaube, ich ist da unten, oder? Der ist da unten irgendwo. Hier muss er sein, irgendwo im Sumpf. Ich glaube, er trinkt. Mach grad Trinkpause. Ja, er muss irgendwo unten sein. Er ist irgendwo hier unten. Machen wir eure Lichter aus. Er ist weg. Nee, er steht da unten. Wo? Ja? Wo? Ein Busch? Nee, es ist ein Busch. Auf einmal roter Punkt hinter uns. Oh mein Gott. Ja, roter Gott. Punkt ist weg. Tracker ist weg. Jetzt sind sie sich rausgerissen. Okay, komm, lass weiter. Lass mal wirklich zur Höhle gehen. Ich glaube, ansonsten, ich glaube, die Höhle ist Game Changer, Bruder. Real Talk. Ja, warte, ich muss ja mal die Falle verstecken noch. Bruder, wo hast du denn diese Äste her, Brox? Von einem Baum oder was? Nee, die lagen da halt einfach irgendwie. Guck mal, vielleicht. Hier, so kleine Büsche. Hier bei mir ist Ast. Kannst du Ast aufnehmen? Oh ja, genau die. Ah, hier, ja, ich hab. Diese kleinen Büsche. Ja, aber wir müssen jetzt einmal die Falle tarnen, dass der vielleicht reinrennt. Ja, ja, ich hab jetzt ganz viele. Ich tarne jetzt mal. Okay, sehr gut. Das lassen wir so. Und okay, jetzt Jungs, unten links jetzt, lang. Wir gehen jetzt zur Höhle. Hier war was. Hölle. Tag 5, der wird immer böser jetzt. Na, langsam ist er richtig abgefuckt, weil wir. Warte, einer meint oben links, also Westen von dir auf dem Berg, ist seine Höhle. Auf dem Berg. Dankeschön, Leon, neuer VIP, was geht ab? Jungs, lass mal hier rüber schwimmen. Ja. Warte mal, damals war doch auch die Höhle oben rechts, oben links. Ja, glaube ich auch, ja, oben links war auch. Beim Sumpf oben da, ne? Links. Ja, hier, guck mal. Ich weiß wo. Jetzt ich weiß auch wo. Unten links gerade. Ja, ist egal, aber ja, vielleicht ist hier noch ein Medkit oder so irgendwo. Na gut. Ich weiß, glaube ich, wo die Höhle ist. Dann gehen wir oben links. Ja, da ist ein Boot. Ach du Scheiße, was denn hier? Hier war ein Boot, ja. Hier sind die Vermissten, Leute. Hier hat er zugeschlagen, Bigfoot. Ja, hier waren die Vermissten. Hier werden irgendwo, denke ich mal, die anderen Leichen liegen von denen. Ah. Die hier gecampt haben. Sucht mal hier das Dings ab. Die werden hier irgendwo sein. Der hat die irgendwie auseinandergenommen. Naja, aber so richtig. Kein Fischen. Ich sehe nichts. Ich glaube, es ist echt oben links. Ja, ich glaube auch oben links. Ich weiß auch wo, glaube ich. Aber sollen wir jetzt trotzdem erstmal unten links gehen oder direkt oben? Nee, ich würde oben links gehen. Warte mal, einer schreibt jetzt, die Höhle ist im unteren Teil der Map. Da liegt eine Drohne mit wenig Batterie, aber da ist ein Ersatz Fleisch und zwei Medkits. Hä? Aber es kann auch sein, es ist doch ein neues Update. Vielleicht haben die auch was neu gemacht hier. Kann auch wirklich. Oh, hier sind Zelte. Wo? Oh mein Gott. Touristencamp. Falle. Oh, nice. Platzier die Falle direkt. Nachtsichtkamera. Ich hab eine Nachtsichtkamera. Oh, nice. Nachtsichtkamera ist stark vielleicht. Mit Batterie und so. Platzier mal eine Falle, Brox. Noch eine Nachtsichtkamera liegt hier, Jungs. Nice, Jungs. Das Medkit. Oh mein Gott. Ah, ich hab mir das Medkit gegönnt. Ah. Oh mein Gott, was für ein geiles Lager. Leute, das Medkit. Sind hier noch mehr Medkits? Ich hör was. Ich hör auch was. Was ist das? Radio. Radio angemacht. Ach, Radio. Habt ihr noch mehr Medkits? Ich hab Leute, noch eins, kann ich dir das irgendwie droppen? Boah, guck mal, den hat er auch ja, hochgenommen. Ja, kannst du mich, guck mich an und gib dann ihn das mal, ja. Heilen. Heilen. Oder Eintrag geben. Mit E dann. Vielleicht war das, wie viele Medkits waren jetzt hier? Ich hab ein Medkit gefunden. Warte. Anzahl 1 übergeben, jetzt. Und du hast ein Medkit gefunden, Max? Oh, hey, ich hab jetzt 2, Digga. Hat's geklappt? Hast du noch eins, Max? Ich hab immer noch eins, ja. Dann gib mal heil mich mal. Ich hab jetzt 2. Digga, wir haben Duplizierglitch gemacht. Okay, warte. Hier, übergeben, Auswahl. Heil einfach. 1. Achso, ja, ich hab's jetzt übergeben. Ich heil mich jetzt auch. Haben wir auch wieder Full Leben. Wir werden jetzt mal das Nachtsichtgerät ausprobieren, Leute. Aber das war. Hier ist noch eine Nachtsichtkamera, ne? Wo denn? Hier, direkt vor mir. Hier. Mit Batterien. Nachtsichtkamera. Oha! LOL! Oha, das ist diese andersgruselige. Hier ist auch noch eine Lampe, die ich aktivieren kann. Krass, okay. Nice. Ey, du musst noch die Batterien nehmen, ne, Philipp? Kamera-Akku? Hab ich doch die Batterien. Hab ich. Na gut. So, let's go.
Aber wo sind die Leute hin? Wir müssen die Leute finden, die aus dem Camp sind. Jungs, ich werde hier bei dem Camp auch mal eine Kamera aufstellen. Kann ich mich hier reinlegen? Hier kann man die ganzen Lichter aktivieren, Jungs. Ja, lass aber jetzt erstmal bei Bigfoot in die Höhle gehen, würde ich sagen. Ja, klingt gut. Weil hier haben wir jetzt das Camp hochgenommen, wir haben jetzt True Life. Und ich habe jetzt nochmal Tracker, Muni, wenn er kommt, wir müssen auch auf den schießen. Ich glaube, wenn wir ein paar Schüsse auf den geben, dann haut der auch ab. Okay, das Camp war ganz wichtig. Warte. Ganz wichtiges Camp. Ja, das Camp war echt nochmal wichtig. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Ich glaube, Leute, es dauert nicht mehr lang, dann nehmen wir den hoch. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Fallen haben echt viel gebracht damals. Ja, die Fallen haben richtig viel gebracht, aber warum... Deine Höhle ist oben links Nordwesten. Es waren die Fallen, ja, ich weiß, es waren die Fallen, aber warum rennt er nicht in die Falle rein? Das ist die Frage, Bruder. Links vom Sumpfhaus, okay. Ja, der ist zu schlau, Digga. Ihr denkt, Bigfoot ist dumm. Ja. Ja, Bigfoot, wenn man an seiner Höhle sind, platziert Digga, auf jeden Bigfoot Fall... Bigfoot ist einfach dein Bruder, Junge. Das Ding ist einfach nur, Leute mit einem 3er-IQ laufen in die Fallen rein. Standard-Skill. Aber Bigfoot ist nicht so schlau. LOL! Ich bin gerade. Ey, wie viel Schaden hat das gerade gemacht? Oh mein Gott. LOL. Ey! Er kommt hier. Nee, kommt nicht. Kommt er? Nee, kommt nicht. Leute, ich hab Track-Munition, ne? Macht ja so viel Schaden. Also einer muss entweder Signalfackel draußen haben oder. Ich hab Signalfackel draußen. Okay, sehr gut. Ich hab normale Gewehrmunition. Okay. Also einer schreibt die ganze Zeit, ist oben links. Ja, ich weiß, wo es ist. Wir gehen jetzt oben links hin. Zur Bigfoot-Höhle. Ja. Wir pimmeln nämlich hier die ganze Zeit rum. Dann werden wir den Paulberger schnappen, Junge. Den werden wir jetzt richtig hochnehmen. Wir werden seine Höhle abfackeln, Leute. Er hat da kein Zuhause mehr und dann wird er noch mehr saurer. Und dann soll er herkommen. Oh, einer schreibt sogar, jetzt ist legit, Digga. Also, hier, wie heißt es? Mitglied schreibt, Höhle ist oben links, hab grad nachgeschaut. Okay, wenn es ein Mitglied schreibt, dann... Bruder, ich vertraue auch auf ihn. Ja, doch, es war damals schon oben links gewesen, glaube ich. Ja, auf jeden, das weiß ich auch noch. Und vor allem beim Sumpf. Ich weiß nicht mehr. Aber wir haben noch nicht alle Leichen gefunden. Aber ist egal. Wir müssen erstmal in die Höhle, weil in der Höhle wird bestimmt auch noch der ein oder andere Paulberg. Die Leichen sind doch eh los, scheiß drauf. Nein, ich will meine Kumpels wiederfinden. Den Leichen kannst du aber auch nicht mehr helfen. Onkel Berndi und alle, wie sie heißen, die Jungs. Wir können nur verhindern, dass nur noch mehr Tote gibt. Ja. Und dafür müssen wir Bigfoot ausschalten. Ey, ich will durchgehen sprinten können. Ja, safe. Aber die Karte ist echt groß geworden. Es soll irgendwie noch das so eine Ding Schneekarte einfach geben, ne? Die soll ein bisschen schneller sein. Genau. Freunde, wenn wir hier Bigfoot killen, sollen wir dann die Schneekarte ausprobieren? Wenn es Hype Energy im Spiel geben würde, könnte man auch über die ganze Map rennen. Das stimmt. Also wenn wir heute holen, können wir nächstes Mal einfach die Schneekarte nehmen. Wahrscheinlich noch viel schwerer. Ja, die Schneekarte soll schwieriger sein, ne, Freunde? Ist mir egal, jetzt ich hier. Glaub, links, glaub ich. Ich habe auch mittlerweile gar keine Angst mehr vor Bigfoot. Nee, Digga, Bigfoot ist einfach ein... Bigfoot ist irgendwie so ein Random geworden. Jungs, rechts ist ein Steg. Digga, ich sag euch ganz ehrlich. Der auch nicht mehr, der traut sich auch gar nicht mehr. Bigfoot ist einfach... Digga, Bigfoot stinkt eigentlich. Er stinkt einfach eigentlich. Digga, er stinkt wie ein Fußnagel, stinkt der, Digga. Er stinkt einfach bestimmt. Hier vorne, Digga. Der nächste. Gordon Cooper. Cooper. Was hat der Digga mit seinem Kopf gemacht, Digga? Ey, der hat ihn voll aufgegessen, der Arme. Krank. Okay, wir sind auf der richtigen Spur, Leute. Ich riech das. Ich riech das auch. Scheiße. Hier oben links. Das riecht nach Gewinnen. Kamera hat getrackt. Bigfoot ist wieder auf der Jagd, Jungs. Kann sein, dass er hinter uns ist bei Kamera. Oh, 6, guck mal hier, ne? Guck dir mal hier den Wald an. Oha, das sieht ein bisschen verdächtig aus. Das sieht mir gar nicht geheuer aus. Das sieht nicht normal aus, ja. Ich glaube, hier war er ein bisschen wütend. Oha, er hat einfach die Bäume rausgerissen. Ja, Leute, ich weiß ja, dass ich 2 Millionen Abos geknackt habe. Danke. Ach, hast du, Digga? Ja, Digga. Ich hab dich schon gratuliert, da merkt man, wie schmutzig der auf die WhatsApp-Nachrichten von einem reagiert. Du bist einfach so... Ja, nee, du hast gedacht, ich hab den... Ah, sagt der, okay, der mich vorhin 30 Mal nicht zurückgerufen hat, als... Ich hab mit Brox telefoniert, weil er sein Mikrofon eingestellt hat. Ja, und nicht mal schreiben kannst du mir dann. Hä?
Ja, so ein Freund bist du, alles gut. Ja, über, haben wir ja gesehen bei beim Freundschaftstest, wer ein guter Freund ist, ne? Naja, gut, ja, aber mehr zu sagen. Prank-Sachen stellst, nee, Digga. Mehr zu sag ich da nichts, Digga, aber okay. Jeder hat's Frage, was würdest du als erst gemacht? Ja, jeder hat es mit dem Freundschaftstest gesehen. Ja, aber welche meinen, nur Headshots sollen wir probieren? Ja. Das sieht aber echt nach Höhlengebiet. Oh, guck mal hier. Nochmal Menschen. Ah ne, okay, das sind, ich dachte, das wären so Menschen. Hier, ne? Hier oben links. Ja, das, hier waren wir doch gerade schon gewesen. Hier habe ich auch gedacht. Hier, hier. Glaubst du safe? Ja, hier ist die Höhle irgendwo. Hier ist er, hier ist er! Hilfe! Oh mein Gott. Signalfackel. Ich höre. Machen. Wo ist er? Ja. Er kommt, glaube ich, hochgelaufen jetzt. Hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle. Er kommt, kommt hoch. Ja, er kommt von unten. Signalfackel ist an. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Warum tötet er mich denn? Schieß auf ihn! Ey, nein! Ey, Mann, ich bin schon wieder tot! Ich bin auch tot. Digga, er rastet jetzt komplett aus, ne? Er ist richtig sauer, weil wir bei ihm vor der Höhle sind. Ja, ich bin tot. Ich hab noch ein Medikit. Ich kann's aber nicht nehmen. Ich bin auch tot. Bruder, was? Ey, ich hatte Full Life, Digga. Ich auch, ich auch. Er hat mir einfach einen One-Shot gegeben. Jungs. Hast du noch ein Medikit? Ich hab nämlich noch eins. Wenn du, ein, nee, wenn, du noch eins hast, wenn du noch eins hast, können wir uns alle hochziehen. Weil dann nee, ich hab meins geteilt, Digga. Ah, scheiße. Kann ich nicht heilen. Bruder. Was halt, wann gibt er denn One-Hits, Digga? Ja, aber jetzt schlecht seid, Digga. Er hat mir wirklich die Nackenschelle auf Doom gegeben. Digga, ich bin einfach schon mit Bigfoot per Du, Digga. Also Alter, Philipp, da sind so zwei Tische. Ist da ja, ich irgendwas? Guck. Was war das denn? Vor allem, ich hatte irgendwas drauf. Ich hatte noch Signalfackel vor ihm aufgemacht und er gibt mir einfach BAM! Hast du gewedelt? Ja, Digga. Nein, er hat nicht gewedelt. Ich hab's gesehen, er war wieder lost. Real Talk. Real Talk, Digga, ich hab gesehen, dass er nicht gewedelt hat. Ist da was auf dem Tisch? Ist da was auf dem Tisch? Doch egal, ob ich gewedelt hab oder nicht. Aber nein, du musst wedeln! Du musst reden. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, Max, brauchst du sowas nicht spielen, wenn er nichts kann. Digga, gib mir eure Ausrüstung. Gib mir eure Ausrüstung, ich kann nicht geben. Wieder, ich bin tot. Digga, ich Bruder, du musst uns retten. Ich lass euch einfach wie Schmutz retten, liegen, Digga. Wo ist die Höhle hier? Vielleicht ja, in Bigfoots Höhle kannst du was finden, ja. Ja, wo ist Bigfoots Höhle hier, Leute? Leute, jetzt müsst ihr uns helfen. Wo ist die Höhle hier? So Leute, nimmt's mir nicht übel, aber so viel Eigenwerbung im Chat, ich mache jetzt only Member Chat an, ist mir jetzt egal. Wo ist die Höhle hier? Bruder, was war das bitte gerade für ein Punch, den er mir gegeben hat? Er hat mir einfach die Ehre genommen. Weiter links, oder? Ja, mein Blizzard-Account wurde gerade gehackt, Bruder. Ich hab gar doch gar nicht. Ja moin. Nach und nach, nach links, okay. Er hat anscheinend sogar irgendwie den Code bekommen, Digga, der geschickt wurde. Mensch, hat die ganze Zeit jemand versucht, mein Instagram zu erklären. Er hat einfach den Code, den ich per E-Mail bekommen habe. Oh, okay, dann würde ich mir Gedanken machen. Jurix, grüß dich, Digga, wir sind hier gerade auf Bigfoot-Jagd. Ich hab seine Höhle. Ja? Ich hab seine Höhle. Ja? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott, hier sind ganz viele tote Menschen. Hier ist ein Medkit. Oh Gott, okay, Bigfoot ist richtig weit weg, easy. Hier ist ein Medkit, Jungs. Sind da zwei? Oh, geil. Zwei? Leute, sind hier zwei Medkits. Komm, Digga. Hier ist nur ein Medkit. Ach du Scheiße, Digga, hier sind richtig Malereien. Oh Mann. Er puncht. Ich verstehe nicht, warum er mich mit Full Life weggepuncht hat. Das geht nicht in meinen Kopf. Ich check das auch nicht. Das Leute. Geht wirklich nicht in meinen Kopf rein. Ich hole jetzt einen von euch. Wer hat noch Signalfackel? Ich hole denjenigen mit Signalfackel. Ich hab drei Stück. Ich hab keine. Ich weiß nicht, ob ich Max überhaupt hole, weil der macht mir eine Scheiße. Er hat nicht einer von euch noch Medkit? Bro, hast du keinen Fehler? Ich hab meinen Spock gegeben, was hab ich? Korrekt, Ehre. Warte mal, ich guck mal.
Na, scheiße, null. Okay, wir haben die Höhle gefunden. Lass erstmal, wir carryen erstmal Brock so. Was jetzt mit mir? Ja, wir holen dich jetzt. Wir retten dich gleich. Dann schauen wir weiter. Ach, Kinders, ey. Aber eine Falle hast du nicht gelegt in der Höhle, oder? Nein, ich habe ja keine. Habe ich eine Falle noch? Ich habe keine Falle. Egal, machen wir gleich. Wir gehen gleich. Wer hat denn die ganzen Fallen von uns? Ich hatte drei Fallen oder so gerade mal gehabt. Ich hab noch eine. Der ist auch bisher in keine Falle reingerannt, Leute. Warum rennt der nicht in die Falle rein? Er ist zu schlau. Aber, Philipp. Hm? Damit ich es nicht gleich wieder falsch mache, wenn ich die Signalfackel anmache, auf welcher Taste wedel ich damit hin und her? Linksklick, ne? Brock? Ja, auf Linksklick macht man die Linksklick, an. Linksklick, ja. Und dann einfach nochmal Linksklick, wenn die anderen. Linksklick die ganze drücken. Okay. Hey, hier sind voll komische Geräusche. Ja, wir suchen jetzt nicht. Oh, Leute. Alien-Geräusche oder so. Ja, Fallschaden musst du aufpassen, Bruder. Ja, ja, oh mein Gott, der hat Kamera 3 und 4 weggenockt. Und 6 auch und 7 auch. Ja, nee, die hab ich nicht. Ich hab auch viele weggemacht. Ach so. Ja, wir suchen gerade noch Medkit, Leute, für Brocks. Es gibt auf der Map eine Armbrust. Das neueste Update. Okay. Die kann man nicht wiederbeleben. Ja, wir brauchen Medkit leider. Aber wir werden kein Medkit mehr finden, schätze ich. Ja, doch, ich glaube, irgendeine Station. Aber der hat voll wenig Schaden bekommen. Das ist halt nicht, was ich verstehe, Alter. Irgendwas werden wir hier noch finden, Bruder. Ich fliege jetzt mit der Drohne, Digga. Ey, lass mal hier hinten diesen Weg rausgehen. Ich glaube, da ist bestimmt noch ein Medkit. Ey, Elias hier ist ein VIP von mir, der hat mir einen übelst guten Tipp gerade gegeben. Er hat geschrieben, nachdem er 2 Spieler getötet hat, geht Bigfoot immer zum Lager und zerstört es. Leute. Zerstört. Ja, was ist das für ein guter Tipp? Hier ist, Dings hier. Hier könnte ein Medkit sein. Hier ist ein Aussichtsturm. Oh, nice. Oh, bitte. Bitte, bitte. Aber pass auf. Max, hier könnte Bigfoot gleich kommen, ne? Ja, ich stehe hier mit Signalfackel parat. Gewehrmunition. Leute. Passiert nichts. Oder ist hier noch irgendwas? Ne, ist nur Gewehrmunition. Scheiße, Diggi. Oh. Ey, Max, lass mal hier hinten links den Weg gleich hochgehen, ja? Ja, safe. Ich glaube, da könnte noch was sein. Das Fleisch hinter die Falle legen? Was? Geht auch nicht. Ich drücke schon die ganze Zeit. Aber der ist auch sonst viel öfters in die Falle reingerannt. Knacks, ja. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Party. Vielleicht müssen wir die Falle auch irgendwie, keine Ahnung, im Lager mehr platzieren oder so. Dass der da reinrennt. Warte mal, ich laufe gerade so ein bisschen Offroad. Guck mal. Weil in der Hoffnung, dass hier irgendwas ist. Nein, wir müssen hier hoch, Digga. Bei mir hier links den Weg, guck mal den Weg hier hoch. Okay, schon. Die Mission ist einfach, wir haben gerade mal 2 von 4 von den Menschen gefunden, ne? Ja, deswegen, wir laufen immer nur die Wege entlang, wir müssen auch ein bisschen Offroad mal schauen. Nein, aber hier hinten ist so ein Außenweg. Also hier sind echt komische Geräusche, Mann. Ja, ich sag dir, noch einen Angriff. Noch einen Angriff werden wir auch, glaube ich, gar nicht überleben. Vor allem, weil er bei Full Life einen weghaut. Das habe ich auch nicht verstanden gerade. Okay, einer meint, man kann das Fleisch hinter die Falle legen. Bitte, wo bist du? Haben wir auch schon gemacht. Ja, hier ist nichts. Nee, ich habe kein Medikit, Leute. Ey, das ist scheiße, Brox. Wir können hier, guck mal, lass mal hier noch den. Warte mal, hier ist was. Da ist doch was, ja. Ja, hier könnte Medikit sein. Oh, hier ist auf jeden Fall noch eine Falle. Oh, stark. Hier ist einfach so ein Tisch, aber. Ey, ich werde die Falle hier auch gleich platzieren, ja? Und ich werde jetzt auch direkt probieren. Guck mal, ich werde jetzt hier die Falle hinlegen. Sollen wir uns die Falle nicht lieber aufspannen? Nein. Okay. Vertanen, Digga. Ich sterbe. Er klaut auch Kameras, lol. Er ist ja richtiger Kleptomane, wenn er auch Kameras klaut. Habt ihr eine Cam in die Höhle gestellt? Nee, ne? Naja, das wollten wir jetzt eigentlich alles machen. Wir versuchen dich gerade erstmal zu carryen. Okay. Ich habe jetzt hier eine Falle und daneben Fleisch gelegt. Vielleicht rennt er rein, keine Ahnung. Ja, aber dann musst du die noch tarnen. Ja, die Falle habe ich getarnt oder das Fleisch tarnen. Das soll funktionieren. Ja, die Falle habe ich getarnt, aber das Fleisch habe ich einfach daneben gelegt.
Das wäre nice, wenn er jetzt einfach reinrennt, zack, die Falle zuschnappt und ja, vier Leben verliert. Weil ich weiß auch noch damals, Alter, die Falle hat richtig Damage gemacht bei ihm. Freunde, die Schüsse, die... Die Fallen haben wirklich alles, die Fallen haben wirklich alles gebracht. Ja, ja, die haben mich carried. Wenn ihr bei euch im Lager guckt, gibt es ein Käfig. Ja, das gibt ein Käfig. Beim Käfig Auto gibt's Medkits. Wirklich beim Autokäfig. Jetzt? Ja, hat mir jemand geschrieben. Ja, aber lass mal hier, hier haben wir noch alles abgesucht. Aber mal. Ja, wenn nicht, gehen wir gleich mal zurück zur Base. Ja, wie geht's? Ich hab mich eh gewundert, warum da nur so wenig Medkits am Anfang waren. Okay, dann lass mal zum... Leer, wir gehen ja hier jetzt eh gerade zum Auto zurück. Ja, wir schauen sofort, aber wenn... Check, wenn ein guter Tipp, Leute. Kann ich... das Ding ist, hier ist kein Käfig. Ja, stimmt, das ist, diesmal ist eben kein Käfig mehr. Doch, den kann man doch abdecken. Oder? Ich gucke hier mit der Kamera, hier ist kein Käfig. Hm. Vielleicht gab's auf jeden Fall einen, oder so? Hab ich mich versteckt. Hm. Das weiß ich noch. Wo ist denn so ein Lager? Leichen. Wo sind die Leichen, Leute? Wo sind die Leichen, Leute? Ja, Elias, wie gesagt, irgendwie bei unserem, bei dem neuesten Update-Gefühl gibt es irgendwie gar keinen Käfig mehr, deswegen, Doch, doch, ist, jetzt, eigentlich müsste es noch einen Käfig geben. Jetzt kommt halt bloß, wenn ich wenigstens sterbe, Digga. Kannst du eigentlich verbluten? Ja, das weiß ich nicht. Das wollen wir mal nicht hoffen, ne? Stell dir mal vor, Bigfoot kommt jetzt angelaufen und pisst dir einfach ins Gesicht. Das würde ich ihm zutrauen. Er pisst sich einfach an. Oh, Tag 6. Also meine Kamera gesichtet worden? Nee, Tag 6. Achso, oh, schade, ich dachte, ich habe jetzt mal wenigstens. Aber hier ist die Falle auch noch, oder ist das die Falle, wo ich reingerannt bin? Das war die, wo du am Anfang reingerannt bist. Man hätte mal, weißt du, was der Pro-Tipp ist? Falle und dann eine Kamera. Es gibt wirklich keinen Käfig mehr, Digga. Ja. Es gibt wirklich keinen Käfig mehr. Falle und Kamera, ja. Ja, ich sehe euch. Leute, es gibt gar keinen Käfig mehr. Vielleicht hier im Auto hinten oder so. Und das Problem ist, wir haben kein Medkit mehr. Mhm. Oh, wir sind so am Arsch, Digga. Was wir halt jetzt versuchen könnten. Hast du wirklich in der gesamten Höhle von Bigfoot geschaut und da war nichts mehr? Da war nichts mehr. Ich spiel ein bisschen zur Beruhigung Gitarre, dass Bigfoot sich beruhigt. Ich gucke jetzt in der Zeit nach Tipps. Bigfoot. Game. Tipps. Bruder, ich sag die Real Talk, wir sind eher am Arsch. Wir sind am Arsch wirklich jetzt. Ich laufe hier einfach gerade ein bisschen nachts allein durch den dunklen Wald. Sehr vertrauenswürdig. Aber für Prox suche ich hier Medkits. Hinten am Wohnwagen ist eine Tür. Ja, das stimmt, da war eine Tür. Da ist doch keine Tür hier, Bruder, hä? Hey? Jetzt hab ich Angst, alleine hier rumzulaufen. So, ist 3 bis 5 Kameras in ich der Nähe. Ich fahr einfach mit Auto weg jetzt. Nee, hier ist noch nichts mehr. Oh, das ist auch eine gute Idee, auf diese toten Hirschen und so, auf so tote Tiere die Kameras zu platzieren. Man soll auch noch Medizin finden können. Okay. Das füllt Hälfte des Lebens auf. Obwohl, nee, steht ja gar nicht mehr. Das wurde, glaube ich, ersetzt mit Medizin. Max, ich glaube, der greift dich wieder an. Lass mal hier, guck mal, da in der Mitte haben wir noch nicht alles abgesucht, beim Haussumpf, beim Sumpf vielleicht noch. Ja, kann sein. Da könnte eventuell noch was sein. Noch sehr wenig entdecktes Gebiet hier. Vielleicht beim Haussumpf. Ah. Je weniger Leben Bigfoot hat, desto aggressiver wird er. Ja, sehr schön. Und ja, allein jetzt macht er uns schon so fertig. Der haut uns komplett weg, Digga. Du hast die Fackel, ne? Da hau ich jetzt erstmal Signal, Munition wieder rein. Dass wir den einmal tracken nochmal. Immer drauf. Ne, in der Bigfoot-Höhle war nichts mehr gewesen, aber nur so ein paar Leichen gewesen, aber ansonsten. Hm. Das war doch der Käfig. Das ist der kleine Käfig da hinten drauf, oder was?
Nein, der Käfig war größer immer. Ja, damals war der Käfig echt größer. Da bin ich doch damals da bin ich doch reingegangen, hab Weißstudio ausgesperrt. Ja, genau. Weißt du noch, genau. Also hier waren wir schon mal. Ja, ich glaube, wir waren so gut wie überall schon mal. Ja, wir haben noch nicht alle Leichnam gefunden. Hm. Ich glaube, das ist ganz gut hier. Die Seite. Oh, es raschelt hier. Kann doch nicht angehen. Ey, wir sind hier gerade so lost unterwegs, wir finden einfach Bigfoot nichts. Bigfoot ist einfach Endgegner, ich sag's dir Real Talk. Ich dachte eigentlich, mit euch schaffe ich das. Oh! Ey, ich hab mich gerade wegen einem Baumstumpf erschrocken, Alter. Was da? Also, welche meinen hinten am Wohnwagen ist der Käfig? Ja, früher, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Hinten am Wohnwagen? Hey, ich war doch gerade beim Wohnwagen, Leute, da war kein Käfig. Das war hinten dran ist das auch so ein Bigfoot-Zeichen. Keine Ahnung. War früher ein richtig großes Teil, Digga. Hier, guck mal, hier so ein bisschen am Sumpf. Aber ich glaube, wir haben eigentlich noch nicht alle Häuser gefunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir schon alles gefunden haben. Aber ich frage mich auch, wo Bigfoot gerade sich rumtreibt. Real Talk jetzt. Ja, der hat gerade auch gar keinen Bock mehr, ne? Guck mal, wie lange wir ihn schon nicht gesehen haben. Guck mal, da vor uns ist irgendwie... Ist da irgendwas? Jetzt sind wir schon fast wieder bei Prox. Hinter, Leute. In der Tür ist der Käfig. Okay. Ach so, vielleicht können wir den Käfig erst später auspacken, wenn er weniger Leben hat oder so, weißt du? Oder wenn wir ihn gekillt haben, packen sie den dann aus oder bauen den auf oder so. Nur noch 5 Minuten, dann stirbst du. Wahrscheinlich, oder? Ja, wir werden wahrscheinlich auch nicht sterben, Leute. Ja, wo ist denn der Typ? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gar keine Action hier. Leute, wo treibt sich dieser Idiot rum, Alter? Jetzt auf einmal eben macht er hier richtig Hackmack auf Welle und jetzt auf einmal hat er Champ-Champ-Schelle, Digga. Man hat ja aber auch echt keine Tipps, ne? Die Tipps sind echt alles scheiße. Ich dachte, hier kommt so ein Guide wie The Forest oder so. Nee. Philipp, wo waren die Höhle von dem? Ist doch markiert auf der Karte. Ah ja, stimmt. Falle macht seit Update wenig Schaden. Ah, nice. Ja, ihr habt aber auch schlecht gespielt, Digga. Ihr habt ein paar Mal reingefehlt, besonders einige Leute hier. Oh. Ich hör ihn, Bruder. Warte, ich komm zu dir. Oh Gott, er ist da oben. Aus seiner Höhle kommen die Geräusche. Okay, warte, ich komm zu dir. Vielleicht ist er gerade in der Höhle. Ja, hier in der Nähe höre ich ihn schon. Ja, komm mal. Oh, er ist direkt vor mir! Max, renn zu mir! Oh, er guckt mich an! Er will deinen Leichnam fressen. Ja, Bruder, Bigfoot, ich hab, du bist hier unten, oder? Komm, wir werden ihn bei seiner Höhle jetzt überraschen. Oh, der ist direkt vor mir, er bewegt sich nicht. Ich glaube, er kackt oder so. Warte, gib ihm Headshot gleich. Lack, ist er immer noch bei dir, Brox? Er steht aber, er guckt einfach nur. Nice, okay. Komm. Direkt vor mir. Nimm Waffe. Soll ich Waffe nehmen? Nee. Er schnauft. Warte. Waffe oder Signalfackel? Nimm Waffe und dann schnell einen Schuss auf den Kopf und dann Signalwaffe. Okay. Mach Licht aus, Licht aus. Oh mein Gott, Digga. Was macht er denn? Licht aus. Ah, okay. Da hinten ist Brox. 100 Meter, langsam laufen. Er macht nichts. Ja, ich glaub, okay. Er pinkelt. Ja, er pisst gerade auf. Ich sehe es. Ich guck dich an. Hast du den Visier? Warte, ich mach Track-Munition. Ich hab ihm im Visier, ja. Ich kann ihm Headshot geben. Okay, gib mir Headshot und dann direkt zu Dings wechseln. Okay. Bei 3 schießen. 1, 2, 3. Juckt ihn nicht. Fackel draußen. Hä, er steht einfach da. Ich hab ihn. Jungs, ich verwirre ihn. Schnell, ich verwirre ihn. Okay, dann schieß schon mal drauf. Schieß ihn. Ich verwirre ihn, Digga. Bigfoot. Steht er jetzt so da? Schieß ihn in den Kopf. Ich hallo. Ja, hier. Oh nein, er rennt. Signalfackel getroffen. Mach an. Ist an. Digga, du musst wedeln. Ich wedel damit. Er haut doch ab. Oh mein Gott, Digga.
Hätte das ausnutzen müssen. Ey, Digga, ey, ich hab ihn so viel Headshot. Digga, wir schaffen das gar nicht. Ich hab 5 Schuss. Ich hab 8 Schuss noch. Wie viel Schuss hast du noch, Max? 2. Digga, wie. Nee, warte. Ich hab 6. 3. Und ich nicke wie so ein. Leute, wie, so eine Banane. Wie geht das? Es ist, ich sag dir jetzt echt, wir kriegen ihn nicht tot. Weißt aber du warum? Wenigstens schon gut Schaden gemacht. So viel Munition gibt's gar nicht. Wie viel Schuss man braucht. Ja. Das ist aber wirklich krank. Digga. Max, der kommt jetzt wieder. Ja, okay, ich komm. Ich pack direkt. Bruder, ich hab den Headshot raus. Gegeben, Leute, wir haben ihm Headshot gegeben. Wir haben ihm 10-mal auf Kopf geschossen, weil der da stand. Ey, er ist da unten. Ja, ne? Die Klippen runter. Nicht runterfallen, Bruder. Nein. Eigentlich können wir versuchen, auf seinen Kopf von hier zu schießen. Er kommt hoch. Okay. Okay, wie kommen wir jetzt aber hier weg? Er wird uns hochnehmen. Auf der Karte? Was ist da auf der Karte? Okay. Oh mein Gott, der ist wieder oben. Er kann hier nicht entkommen! Er ist neben mir. Oh. Er rennt runter, glaube ich. Der kommt hier nicht hin, Digga. Ich bin tot. Ich komme ja auch nicht mehr. Aber er sieht mich nicht, weil ich eine Tarnhose anhab. Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Ich glaube, er kommt zu euch, Digga. Philipp? Nee, haut ab. Ah, Philipp ist da runtergefallen, ja moin. Beim Lager ist eine Kiste, beim Zelt, wo die Bank ist. Ja, da haben wir ja schon geguckt, die haben wir schon genommen. Ja, Philipp ist da irgendwie gerade runtergestürzt, Digga. Philipp ist auch tot. Ich bin tot, Digga. Oder was ist das? Philipp ist auch tot? Oh. Leute, jetzt hängt alles an mir. Ich werde jetzt eine Falle platzieren. In der Höhle. Okay. Ey, aber ich sag euch ehrlich, Freunde, ich weiß nicht, wie man das schaffen will gegen den. Wir haben nicht mal Hälfte Leben. Oh mein Gott, Bruder, wie sieht denn seine Höhle aus? Und wir haben uns jetzt nicht wirklich dumm angestellt, ne? Überall Tote. Ein-, zweimal dumme Aktion gebracht, aber sonst... Oha, Bruder. Das ist eine Idee, Digga. Wenn er auf uns zurennt, schnell die Falle platzieren. Das ist wirklich eine Idee. Oh. Dorian, Digga, 100 Schweizer Franken. Ich küsse deine Augen, Alter, Bruder. Danke für den krassen Support. Holy moly, Diggi. Ehrenmann. Ich küsse wirklich deine Augen. Danke. Und vielen, vielen Dank auch an... Erei, Bruder. 10 Schweizer Franken hier. Dankeschön, Bruder. Und danke an Nuggets TV. Für den Sub hier. Danke, Jungs, für den krassen Support. Wollen wir neu starten oder was? Würde ich sagen, oder? Ja. Ich bin jetzt. Okay, Neustart. Hat eh keinen Sinn. Schade, Leute. Einfach schlechtes Team. Leute, ihr könnt. Guck mal, das Ding ist, ihr dürft nicht einfach immer alles. Ihr dürft nicht einfach immer alles aufsammeln. Das ist das Ding. Lobbyname ist Standard. Noob und Passwort ist das gleiche. Okay? Wie, du meinst, wir dürfen nicht einfach alles aufsammeln? Ihr dürft nicht alles aufsammeln. Wir müssen das genau abdingsen. Unten rechts ist eine Armbrust, haben die gerade geschrieben. Kommt mal rein. Passwort ist gleich und Name ist Standard Noob. Okay, stimmt gerade an. Nee, Leute, nicht Schneemap. Ich will jetzt unbedingt hier auf der Map den finden. Also, wir müssen erstmal das schaffen und wenn das dann gut ankommt bei euch, Leute, dann können wir nächstes Mal Schneemap machen. Bin ich jetzt? So, Jessica. Oh, Sachsen. Digga, Paul, Digga, warum muss ich dich timeouten, weil du nur die ganze Zeit die gleiche Scheiße reinschreibst? Verpiss dich, wir sind Alter. Bereit, Leute. Auch wenn du Mitglied bist, sorry, aber... Also, ich komme bei mir nicht rein. Es gibt ein Sturmgewehr in der Sumpfhütte. Bruder, wir waren doch in der Sumpfhütte, da war kein Sturmgewehr. Warum? Standard Noob, Digga. Warum kommst du nicht rein, Digga? Da war auf jeden Fall kein Sturmgewehr, Bruder. Nee, der Dings, wir müssen vielleicht die Armbrust finden oder so. Mit Giftpfeilen oder so, dass wir ihn vergiften. Das könnte vielleicht bin sein. Drin. Okay. Na, das mit Vergiften haben wir doch auch damals. Freunde, Digga, ich mach, tut mir leid, Digga, ich mach einmal only Mitglieder-Chat rein, Digga. Chat ist einfach unlesbar. Wenn wir Mitglieder-Chat rein machen, kann ich wenigstens ein bisschen was lesen.
Ehre, Remi, Demi, Digga, was geht? Oh, sorry. Okay, diesmal haben wir aber keine Angst vor. Diesmal haben wir keine Angst vor Bigfoot. So, Leute. Alles weg, Leute. Eine Signalfackel. Warum sammelt ihr jetzt alles auf schon? Ich sammle von jedem nur so ein paar Sachen. Ich nehme von jedem ein, zwei Sachen, damit jeder gleich viel hat. Verstehst du? Eine Nachtsichtkamera. Zwei Fleisch. Leute, hier liegt einfach eine Nachtsichtkamera. Zelt. So, kurzer Dings-Check. Ja. Wie viel Tracking-Kugel habt ihr? Ich hab 10. Ich hab ein Paket aufgenommen. Ich hab keine Tracking-Kugel aufgenommen. Ich hab auch 10 Tracking-Kugeln. Oh, ich hab kein Erste-Hilfe-Set. Ich hab auch kein Erste-Hilfe-Set. Ich hab nur eins. Ich hab mir nur eins genommen. Hier sind noch Signalfackeln. Hier soll das sein, Digga. Hier soll der Käfig sein. Hier soll der Käfig sein? Nee, das passt aber nicht. Das oder? Passt nicht, nee. Früher war echt nicht. Immer so ein richtiger Käfig-Anhänger, das weiß ich noch. Naja, das war so. Ja, auf jeden Fall. Ey, wer hat denn jetzt die Falle, Digga? Ich hab nicht eine Falle. Warte, ich kann Falle geben. Ich hab von allem eins genommen. Hier, warte. Bleib stehen. So, Falle. Ich hab 3, ich geb dir mal eine. Unter der Hütte gibt's eine. Ach, unter der Hütte ist das versteckt? Okay, Leute. Müssen wir diesmal genau hinschauen. Unter was für eine Hütte? Unter dieser Sumpfhütte, da soll irgendwas krasses versteckt sein. Ja, okay, Leute, wir gehen jetzt zur Sumpfhütte und gucken, was da krasses versteckt ist jetzt hier. Okay, ab geht's. Ey, pass auf, Jungs, ich hab die Track nachladen. Einer Signalfackel, also diese Schussdings. Ja. Wer nimmt den Signalwerfer? Ich kann machen. Gut. Start direkt nach. Max nimmt den Signalwerfer, ich hab Tracking und Brox, du nimmst Waffe. Ich schieß. Genau. Ich schieß, Digga. Diesmal sind wir richtig professionell unterwegs. Ja, hier. Diesmal sind wir richtig Bigfoot-Auseinandernehmer. Ey, danke schön für die ganzen Subs, die hier reinkommen, Jungs, ich küsse eure Augen. Vielen, vielen Dank. Shark Tank, ich muss gleich mal vorlesen, wer das alles dazugekommen ist. Danke, Jungs. Okay, Philipp, die sollen dir die Drohne geben. Ja, eigentlich, ich wäre der beste Drohnenpilot, würde ich auch sagen, sag ich dir ganz ehrlich. Was kostet das Game? Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Koop-Modus macht das Game echt Bock. Ah ja, danke schön hier für den Sub, Alter. Danke für den Support. Hier mal Streamteam wieder am Start mit Finding Bigfoot. Finde ich eigentlich mal auch eine ganz geile Sache, mal wieder so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das Game haben wir ja schon damals gezockt und ich muss wirklich sagen, die haben es krass geupdatet, ne? Also wirklich geisteskrank, was die hier auch an Grafik-Updates rausgehauen haben. Kann man nur sagen, schmeckt ganz lecker. Boris, Bruder, was geht ab? Oh, 200 IQ-Stani wird jetzt auch kommen hier. Leute, hier war irgendwo die Sumpfhütte gewesen. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, Jurik, zum Glück bist du hier da. Jurik, du bist unser Bigfoot-Gehilfe. Da hinten ist die Hütte. Jungs, da hinten ist die Hütte, ne? Geradezu von mir. Ah ja, da. Brox, du hast jetzt einen Schuss geladen, ne? Ich hab 5 Schüsse, ja. Ja, gut, okay, du hast Munition geladen. Links, Bigfoot, ja, links, Bigfoot. Links. Hab ich nicht getrackt? Doch, hab ihn getrackt. Hab ihn nochmal getroffen. Sehr gut. Wir haben ihn getrackt, jetzt erstmal hier in die Hütte. Haus am auf Sumpf. Digga, hier ist gar nichts. Kamera-Akku, wow. Wo ist denn hier? Ist hier gar nichts drin, Digga. Die meinten zu mir. Lol, hier ist ein Mensch, hier ist ein Toter. Check Martin found. Wie kann man sich schon mal ducken, Jungs? Ducken mit Alt. Aber Jungs, hier unter der Hütte ist nix. Nee, ist nix. Mit Alt? Ja, unter der Hütte ist gar nichts, sie haben uns verarscht. Bigfoot, komm, Bigfoot. Oh ja. Komm hin. Ich track ihn nochmal. Stark, sehr stark. Warte, Jungs, der ist direkt vor mir hier. Wollen wir das mal mit der Falle mal probieren? Nimm mal Licht aus, ich seh nix. Wo ist der hier vorne? Ja, wo ist der, Digga? Licht an.
Der war. Hä? Ah, hier, hier, hier! Links, ja, links, 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 links! Wo ist er da? Oh! Wo ist er? Er müsste genau hier vor uns sein. Ich track ihn. Er ist auf dem Berg hier oben. Wie ist er denn da hochgekommen? Ja, der ist abgehauen. Kopfschuss ist so für dieses Leben, ja, gut. Wie gesagt, probieren wir es nicht so leicht, auf seinen Kopf zu ziehen die ganze Zeit. Bruder, aber wir haben vorhin auf seinen Kopf gezielt, das hat gar nichts gebracht. Der Falle in ein totes Tier legen. Ja, das haben wir auch gesagt. Ja, guck mal, wie er abhaut, Digga, wie Schiss er hat. Aber wir brauchen also wieder ein bisschen mehr Munition, ich habe nur 3 Schuss. Hallo, der ist ja noch getrackt, Jungs. Hier ist ein Reh! Okay, lass das Reh erlegen. Hast du's? Wo ist das Reh? Boah, das war so schnell gewesen. Ja, lass auf jeden Fall. Warte, ich hab das Reh! Unter der war doch nichts. Wir haben doch geschaut. Hm. Hast du erlegt? Er hat ein Laufmuster. Als erstes Höhle, dann Wagen, dann See. Draußen im Wohnwagen ist in der Kiste eine Nachtsichtkamera. Die habe ich jetzt auch. Jungs, lass mal schon hin, der Track geht gleich vorbei. Ja, ich teste mal kurz die Nachtsichtkamera aus. Wie geht die denn? Oh, wir so. Wir bräuchten eine Wärmebildkamera. Die gab's auch mal eigentlich, die Wärmebildkamera. Jungs, er ist direkt vor uns. Die Nachtsichtkamera ist aber ja voll scheiße. Habt ihr mal ausprobiert? Ja, die ist Müll, Digga. Ja. Die ist richtig Müll. Jungs, er ist direkt vor uns. Okay. Wo ist er? Hä? Er ist nur am Abhauen. Richtiger Pisser. Uiuiuiui. Er ist irgendwo hier. Genau vor uns eigentlich. Ja? Bigfoot. Ja, hinterher, von hinten, da, rechts, rechts, rechts. Ja, hier. Hinterher. Wir müssen ihn tracken, wo ist er? Ich bin 2-mal angeschossen. Wo? Hast du. Digga, du hast Track-Munition geladen. Nein, hab ich nicht. Jetzt hab ich Track-Munition geladen. Okay, ich hab jetzt Track. Wo ist der jetzt? Er ist auf den Berg hochgegangen. Hat denn der so Schiss? Hey, der ist richtig schnell. Lass mal direkt in seine Höhle gehen, Jungs. Jetzt ist abgehauen. Lass du normale Munition drops wieder, ich hab Tracking. Ich hab nur noch 1 Schuss, Bruder. Bruder, welcher Eimer ist kaputt? Wer sagte, Bre? Oh, Digga, bann ihn direkt bitte raus, Jurix, wenn er die Scheiße 20 Mal reinschreibt. Direkt bann, Digga. Kannst du direkt rausbannen für immer. Nicht mal Timeout für immer. Muss nicht sein, Digga. Nee, kriegst direkt Timeout für immer. Er ist hier. Ich höre ihn. Mach mal, schau gleich mal, Jungs. Lass erstmal, wir sind jetzt fast unten schon. Lass mal erstmal hier unten hingehen und die Armbrust holen. Ja. Oh. Ja, der Typ hat erstmal Schiss vor uns. So, was macht jetzt hier? Ach, das war, weil Bildschirmaufnahme an war. Deswegen, Leute. Was denn? Bei mir, Bigfoot hat gerade geleckt, weil ich aber über Bildschirmaufnahme, nicht über Spielaufnahme gerade gemacht habe. Sorry, Leute. Ah, das hatte ich am Anfang auch, ja. Ich habe gerade falsch Ding ausgewählt. Jetzt soll es besser sein. Dauert noch ewig, bis wir den killen. Nein, wir müssen auch Tiere killen. Schwimmt hier rüber, Jungs, schwimmt hier rüber. Wir gehen jetzt da hinten erstmal zu dieser, Ich tauche. Ja, Marius, Eingewehr muss direkt raus. Unten links ist die Armbrust. Okay, wir gehen erstmal unten links hin und gucken, ob die Armbrust da ist. Das wäre ganz nice. Samo, keine Ahnung, ich glaube, wir spielen normal. Also wir haben jetzt hier nichts eingestellt oder so. Keine Ahnung. Nee, Digga, dieses Emily Want to Play spiele ich bestimmt nicht mehr. Da krieg ich ja einen Herzkasper, da muss ich aber ganz schnell los. Die kommen da nicht aus, guck mal, die kommen hier nicht aus dem Sumpf raus, aus dem Bach raus. Okay, unten links soll die Armbrust sein.
Bigfoot. Also ich habe keine Ahnung, ob die Amus jetzt so stark. Oh mein Gott, Digga! Was denn? Oh. Irgendwer hat mich geprankt im Chat. Warte mal, geht mal auf Dingend. Drückt mal Tab und dann gibt mal ein Bigfoot. Bei Suchen oben links. Oh, Digga, ey! Ey, Junge. Die kleinen Paulberger, Alter. Ey, ihr seid richtige Paulberger. Ey, es geht aber nicht ein zweites Mal. Ich gebe jetzt iCrimex ein. Ja, dann komm ich. Was ist das denn? Ja, gut. Ey, kleinen Paulberger, Digga. Reacts. Deine Schuld, geprankt, ja. 1-0 an dich. Bruder, der hat sich aber ganz schön hochgenommen, dann, ne? Also es war so surreal. Gib mal Bigfoot ein bei Suchen. Dachte so, dass ich den dann finde. Ja, Leute. Ey, da unten ist ein Ding. Ey, wir müssen das Tier da unten töten. Hä? Hier ist ein Dackel, Digga. Nice. Ich hier, Falle. Eine Kamera rein. Nein, nicht Kamera. Doch, eine Falle rein. Nein, nicht Kamera. Was willst du denn eine Kamera rein, ein Ding reinstellen? Die sagen im Live-Schütze mir, man soll in tote Dinger eine Kamera reinstellen. Nein, eine Falle. Okay, dann mach eine Falle rein. Wo ist der Waschbär hin, Mann? Aber dann mach ich trotzdem hier in die Nähe eine Kamera. Dann sind wir, wenn er hier ist. Der Waschbär ist nicht mehr da. Das war schon platziert. Oh, warte, ich komm mal lieber wieder zu euch. Ja, komm mal besser. Da wurde ich aber gut geprankt, Digga. So, jetzt bin ich hier links unten. Hast du deinen Hunger Games Timer an, Philipp? Oh ja, haben wir an, Leute. Danke, dass der Chat mir das auch gesagt hat. Ehrenmänner. Der hat mir das geschrieben. Mir auch. Danke, Nico, Bruder, für den Sub hier. Ich küsse deine Augen, Alter. Proschel, was geht ab? Ist auch mal wieder am Start. Und Jonas MK auch danke hier für die Mitgliedschaft. Kuss geht raus. Heute bei Finding Bigfoot, man kennt's. So. Diesmal schaffen wir das, Bruder. Wo soll jetzt hier unten. Munition gibt's doch gar nicht. Doch. Die Frage, es soll Explosivmunition auch gehen, aber die Frage ist, wo soll hier unten links jetzt die Armbrust sein? Bigfoot wurde gesehen! Bigfoot! Wo? Bei der Kamera. Oh. Aber er ist nicht in die Falle gelaufen, glaube ich. Ich switch mal auf die Kamera kurz. Lol, doch, bei Kamera 2 ist er. Bei dem toschten Hirschen. Ey, ist ja. Er den Hirsch? Ist er den Hirsch oder was? Jetzt ist er wieder weg. Oh mein Gott, Digga. Hat er den Hirsch gegessen? Nee. Der Hirsch krölt hier noch so irgendwie unnötig rum. Der ist doch tot. Ich seh ihn gerade nicht. Ja, aber der krölt noch so rum. Ich seh ihn aber irgendwie nicht. Bei noch einer Kamera wurde gesichtet. Auf Kamera 2. Alter! Bei unserem Camp. Ich guck gerade Kamera 1, geht auf einmal die Kiste auf. Oha. Bedient sich hier ein Waschbär oder was? Das ist creepy, Digga. Das war gerade echt creepy. Lol, die Tür geht auf! Was für eine Tür, hä? Einfach die Tür von unserem Wohnwagen und eine Kiste ging auf einmal auf bei unserem. Das ist verbuggt oder so. Das ist verbuggt. Ja, der Hirsch macht echt noch Geräusche. Der Hirsch macht noch Geräusche, okay. Ja, die Tür ist auch gerade wieder aufgegangen auf jeden. Ah, das ist verbuggt, die geht einfach so auf. Na gut. Ja, ich habe keine Munition mehr, ne? Oh, nice. Richtig nice. Ey Jungs, wir tracken ihn jetzt und wenn er das nächste Mal auf mich zurennt, dann werde ich direkt vor ihm eine Falle platzieren. Vor mir. Probier deinen Clip. Geht in den Wohnwagen, macht an dem Fenster und an der Tür eine Falle hin und bleibt im Wohnwagen, bis er kommt. Das ist eine gute Idee. Das wirklich eine Idee. Lass das mal direkt machen. Warte mal, hier ist er irgendwo. Ja. Wir tracken ihn jetzt erstmal nochmal. Na, ich lade auch mal tracking Munition, ich habe eh keine. Achso, nein, track du ihn, Digga. Schließlich, ich habe normale. Na gut. Wir müssen mal hier auch wieder so einen Jägerstand finden, ne? Für ein bisschen Muni. Soll ich mit Signalfackel drauf schießen? Ja, du hast Signalfackel. Signalwerfer? Okay. Ist diesmal auch nachgeladen, tatsächlich. Oh, das ist ja super. Danke, dass du mal mitdenkst. Das ist echt toll. Guck mal hier ist das Lager, Jungs. Oh ja. Hier schon das Licht an. Zufluch 1. Hier sind noch Raketen, glaube ich, für deine Signalwerfer. Ja, nimm du das, Max. Nimm du die Raketen hier. Munition auf dem Boden? Warte, ich hab das gerade weggeschnappt. Kann ich dir das droppen? Max, hier sind so die Rakete denn hier.
Ja, ich nehme die mit, bevor du liegen lässt. Ey! Sehr gut. Eieiei. Das Ding ist, wo ist denn jetzt Bigfoot aber? Das ist richtig ein kleiner Angsthase. Hier ist einfach der größte Pisser, den ich kenne, Alter. Okay, jetzt lass einfach einmal zu seiner Dreckshöhle gehen. Leute, jetzt werden wir erstmal seine Dreckshöhle aufräumen. Platziert in der Mitte der Map eine Kamera. Ja, Freitag der 13. kenne ich doch, Leute. Das haben wir damals immer gespielt. Aber ich glaube nicht, dass man das überhaupt noch zocken kann auf YouTube. Weil Freitag der 13. einfach wirklich zu brutal ist. Und das war schon immer ziemlich doll gewesen, das Spiel. Also von daher glaube ich nicht, dass das unbedingt auf YouTube noch geht. Haust du rein, Marco, oder was? Gehst du pennen? Ja, gute Nacht, Marco. Oh, Ehre, Puschel. Freut mich zu hören, dass du den Song pupst. Oh, irgendwo war gerade der Typ auf der Kamera zu sehen. Oh, hier ist eine Hütte. Wir haben eine Hütte. Alter, hier ist ja eine Hütte. Ein Friedhof ist ja auch. Das kennt man hier noch gar nicht. Eine richtig dicke Hütte, Gewehrmunition. Boah, Medkit. Ofen. Gewehrmunition. Erste Hilfe-Set. Sehr stark. Das Radio. Leute, man kann das anzünden. Zünden wir an. Ja, wir müssen den Stöcker hinzufügen. Krass, Digga. Hier liegen noch ganz viele. Oh, hier ist auch eine Nachtsichtkamera. Da braucht wahrscheinlich kein Mensch, ne? Bestes Item im Game, Kappa. Ja, Mann. Nee, das war's. Unter der Hütte liegt ja auch wieder nichts. Nee. So, wir sind jetzt hier links unten quasi. Warte, hier ist noch was. Brock, du hast Track-Munition, ne? Ja, ja. Ja, sehr gut. Ich hab auch noch Track-Muni, ja. Aber ja, aber Brock verwendet die erstmal. Lass mal hier lang, Jungs. Erstmal weiter Signal. Dings. Ja, aber du musst ja auch wechseln, ne? XX Gaming, Niklas und Fußballgang, dankeschön für die. Track! Da! Er verfolgt mich, Bruder. Er hat warte, was gegen mich. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Tracking. Warum wirft er mich denn rum? Was hat er gegen mich? Komm, 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 lad nach, lad doch nach. Ich hab ihn gegen den Kopf geschossen. Oh mein Gott. Ey, warum ist er so aggro, Digga? Hau mich um, Digga. Aua, er haut auf mich rauf. Direkt halbes Leben abgezogen, der Assi. Bei mir auch. Renn ihn daher! Habt ihr mit Track-Money? Ja. Ja, Track-Money hab ich ihn gedrückt. Sehr stark, sehr stark. Hinterher! Alter. Alter, hat gut gesagt. Das war jetzt dieser andere Angriff gerade. Der hat uns alle weggeballert, Alter. Aber der hat gute Bomben bekommen. Nahfackel. Ich hab das Gefühl, jedes Mal, wenn man wegrennt, kriegt man ihn nicht mehr. Er ist zu schnell. Ich hab ihn direkt abgeschossen mit Dings. Signalwerfer. So. Hat ihn aber gar nicht gejuckt. Er ist ja zuerst auf mich gerannt. Ich hab ihn direkt angeschossen, aber er ist weiter auf mich zugerannt. Ich glaube, es bringt gar nicht so viel, die Scheiße. Aber der ist auch ultra schnell, ne? Mhm. Ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, lass zu seiner Höhle gehen. Real Talk. Warte mal, ich will noch mal kurz gucken. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Ich hab 8 Schüsse reingebracht. Ja, Mann. Das ist echt kaum runterzukriegen. Leute, platziert mal, wenn er das nächste Mal kommt, alle eine Falle, ja? Ja, auf jeden. Okay. Und dann rennt um die Falle rum, so, weißt du? Der muss das ja zwang. Er rennt, glaube ich, gerade zu unserer Hütte, Bruder. Lass mal zu unserer Hütte gehen. Lass die mal jagen jetzt. Mit der Falle? Wir können ihn aufnehmen. Gut, lass es mal ausprobieren. Jetzt, oder was? Naja, gleich, wenn er uns angreift, nochmal Falle, dingsen. Falle ja, lass uns doch einfach in den Wohnwagen chillen. Und dann ja, mit Falle, Wohnwagen, okay, Fenster, das ist eine gute Fenster. Idee. Und dann ans Fenster, ja, safe. Kann dann nicht schaden, das mal auszuprobieren. Ja, Jungs, seid ihr darüber? Renn doch. Oh, komische Musik hier und Donner. Das ist ein Typ. Das macht ihn noch aggressiver. Ja, ich renne ihn aber jetzt hinterher hier. Komm, ich hol ihn jetzt. Leute, er ist direkt vor uns. Eieieiei. Komm. Keine Zeit. Aber wenigstens ist er nicht zu unserem Lager gerannt.
Lass mal am Bigfoot in Ruhe. Wir sind hier die Opfer, nicht Bigfoot. Bigfoot hat unsere Familie angegriffen. Philipp, wo rennst du denn hin, Digga? Wollen wir wirklich zum Lager, ja? Okay. Lass mal zum Lager, ja. Lass das mal versuchen. Ja, die Frage ist wirklich halt auch, wie viel Damage die Fallen machen. Das interessiert mich mal. Ey, er ist unten bei Kamera 2. Ja, ja, das bringt. Ja, kannst du die gerne per Kamera angucken, aber das bringt uns ja nichts. Gibt's schon Emily Wants to Play 2 oder was? Boah, aber das Spiel war auch ganz schön dolle gewesen. Ich hab eigentlich. Vielleicht machen wir mal wieder einen Horror-Stream, ich hab keine Ahnung. Vielleicht machen wir mal wieder einen Horror-Stream. Boah, nee, da will ich nicht runtergehen jetzt. Dann werde ich da runterfalle. Dann sterbe ich. Wir laufen hier lieber den Berg runter. So, wir werden jetzt wir gehen jetzt in den Wohnwagen rein und werden vor alle Wohnwagenfenster eine Falle platzieren. Vielleicht klappt das ja. Freut mich, Diamond Player, dass dir der Song gefallen hat. Boah, Shark Tank, schaust du wirklich schon seit 11 Monaten? Ehre. Danke, Nico. Links von der Kamera, wo die Wege sich kreuzen lassen, Camp noch. Ja, ich weiß, bei das Camp waren wir, glaube ich, schon vorhin gewesen. Aber wir wollen jetzt erstmal die Taktik hier mit dem... Zack, Digga. Jungs, hier vorne liegt jetzt eine Falle. Ja, wir müssen am Ende gleich die letzte Falle mit der Tür, da müssen wir alle reingehen. Und dann so. Ja, hier, place mir hier eine Falle, Digga. Ich place hier an dem Fenster noch eine Falle. Hier vor der Tür braucht ihr noch eine. Hier. Achso, vor der Tür. Wie viele Fallen habt ihr denn jetzt noch? Der kommt rein, der kommt rein. Warte, ich hab ja noch eine. Soll ich jetzt hier vor der Tür machen? Ja, direkt hier vor der Tür. Aber Brox muss noch reinkommen. Ja, ich bin gerade dabei. Ich lege hier gerade eine Falle, aber will nicht. Ja, du musst ein bisschen weiter weggehen. Wo so, legst du denn die Falle? Läuft alles. Wo hast du denn die Falle gelegt, Brox? Ach, da. Er hat auch Bigfoot zu supporten hier, Leute. Ihr müsst auf unsere Seite. Okay, jetzt rein in den Wohnwagen. Max, komm rein. Ja, okay. Ist Brox drin? Ja, Brox ist drin. Ja. Und jetzt hier eine Falle in droppen. Oh, sorry. Ja, alles easy. Geht nicht, kann ich hingesetzt werden. Ja, genau, das ist gut, das ist gut. Hier geht's. Genau. Okay. Und jetzt Tür zu und Fenster auf, Digga. Wenn er jetzt kommt, soll er kommen. Wenn er Eier hat, dann kommt er jetzt. Oh Gott. Komm, Bigfoot, wenn du dich traust. Komm, wenn du Eier hast, Digga. Ich glaube, die Taktik ist gut. Leute, warte. Verdeck hier noch, tarn. Tarne noch. Warte, ich tarn die noch, Leute. Ich tarn auch noch alle Fallen hier. Ich tarn seine Owner-Blocks. Ja, hast getan, nice. Oh nein, ich hab nicht rein. Vertan. Okay, ich hab vertan. Ja, leg auf Fleisch rein, Digga. Warum nicht? Okay. Oh, er ruft. Er ruft nach uns. Oh, er ruft nach uns. Oh, ich komm nicht rein. Oh, Bratan. Oh, okay. Jetzt gleich geht's ab. Ich sag euch. Das geht richtig ab gleich. So, wir gucken auf die Zeit. Es ist 17 Uhr, es wird auch gleich dunkel. Ja, wir müssen ihn auch gleich dicke Hits geben. Wenn er jetzt kommt, jetzt klappt das, Leute. Gleich wird's richtig wild. Hä, lol, warum so wenig Zuschauer? Hä? Bruder, wir haben gerade 9500 Zuschauer, Emre. Ich will ja mal sehen, wenn du streamst, wie viele Zuschauer du hast. Oh mein Gott, Bruder, die Leute sind manchmal echt strange drauf. So, Leute, jetzt haben wir hier, glaube ich, einen richtig guten Plan. Aber ich bin gespannt, hier vorne liegen die Fallen und er müsste jetzt ja theoretisch kommen, ne? Wenn er jetzt kommt. Ah, Bela würde den zerwürgen, zerknürben. Nur Werbung drin steht. So, ich glaube, der kommt, ne? Wenn ihr euch gleich benimmt, dann bleibt es so. Wenn nicht, mach ich wieder Mitgliederchat. Das Fenster kann man hier nicht aufmachen, warum auch immer. Natürlich, Ehre genommen, Remy Demi. This Track gegen Avive kommt, Leute. Kommt. Der kommt, Safe Goal. Ich weiß, wir wissen, wo Bigfoot seine Höhle ist. Wir gehen leicht auch hin.
Aber wir warten jetzt, bis der uns hier angreift. Ja, natürlich, zu Fortnite-Events hat man immer mehr Zuschauer. Wisst ihr doch. Oh, aber hier fehlt die Falle. Nee, hier liegt auch eine Falle. Überall liegt eine Falle. Also wenn Bigfoot kommt, dann rennt er in die Falle rein. Ehre Chicken. Chicken. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, Leute, Bigfoot ist auch ein geiles Spiel. Ich feiere das Spiel auch unnormal. Sag ich Real Talk, ne? Bigfoot. Oh, das sieht geil. Oh, guck mal, wie die Cam aussieht. Oh, das sieht krass aus, Leute, im Background, oder? Mit dem Aquarium? Tschüss, wie krass sieht das bitte aus gerade. Das geht gerade so in die Dämmungsphase. Wie nennt man das? In diese Schlafphase. Also das wird gerade quasi der Sonnenuntergang simuliert. Alter, sieht das nice aus. Tschüss. Da muss ich aber los. Ich quetsche das die ganze Zeit so an, deswegen bin ein bisschen verwirrt, Leute. So, Leute. Jetzt. Wann kommt denn jetzt hier Bigfoot? Ah, sehr schön. Der läuft jetzt wieder. Der ist bei Kamera 2. Ist der wirklich gerade bei Kamera 2? Hör rein. Also man hört es, aber man hört den da schon seit 10 Minuten. Deswegen, ich weiß nicht, ob das real ist. Kann man die Drohne eigentlich von hier fliegen lassen? Nee. Lol. Leute, hier doch, ist. Guck mal, hier ist doch wirklich der Käfig, Digga. Lol. Das ist der Käfig. Das ist der Käfig. Ach, das ist der Käfig. Das ist ja, der Käfig, der wo wir Bigfoot. Damals war er cooler gewesen. Damals war der echt cooler gewesen. Ja, Puschel, Digga, wenn ich ihn 30.000 Mal die Antwort gebe, kannst du ihn timeouten, sag ich dir ganz ehrlich, Alter. Ich weiß auch nicht, ob manche Leute, wenn die Stream gucken, am Pennen sind oder sonst was machen. Ich weiß nicht. Damit Bigfoot die Falle nicht bemerkt, muss sie getarnt werden. Okay. Bigfoot reagiert sowohl... Ah, lol, okay. Leute, ich hab eine Idee. Warte. Ja? Bigfoot reagiert auf Fleisch, Digga. Er reagiert auf Fleisch. Deswegen, schneid dir den Arm oder so. Zack, lege ich hier das Fleisch hin, Digga. Manche schreiben, er reagiert auf Gitarre. Oh, hier ist auch Gewehrmunition. Ich lock ihn an mit der Gitarre. So, da vorne liegt Fleisch, Leute. Wir locken jetzt an so ein bisschen. Warum kommt der denn nicht? Es ist 22 Uhr, das ist die Lieblingszeit von Bigfoot. Ja, ich habe doch gerade da Fleisch platziert. Der wird sich das gleich holen. Also, pass auf, ihr müsst mal gucken. Mach mal kurz Tab und da steht die Notizen. Da steht zum Beispiel drinne, Catch Bigfoot. Das wäre auch eine Idee, wenn wir uns in einen Kreis stellen und darum... Damit Bigfoot die Falle nicht bemerkt, muss sie getarnt sein, um Einträge von... Okay. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt mal einen Drohnenflug, Digga. Ja, mach mal einen Drohnenflug, das ist eine gute Idee. Das ist eine Nachtsichtdrohne? Das weiß ich nicht, ob die das kann. Merkan, Bruder, dankeschön für den 10er hier. Luca, dankeschön für die 2,30, Dead Monkey. Und Dennis, danke für den Sub hier. Meint ihr, man muss schießen? Wird Vive zerstört auf den Diss-Track? Was ist das für eine Frage? Natürlich wird der auseinandergenommen, Bruder. Ei. Bruder, mach nicht diesen. Mist. Okay, die Drohne ist auf dem Weg. Man sieht eigentlich, ja, man kann schon ein bisschen was erkennen. Es gibt Wölfe und Bären. Also Wölfe haben wir gesehen, aber Bären? Bären ist mir neu. Nee, es gibt pass auf, Jungs. Wo soll ich mal hinfliegen? Du sollst Bigfoot suchen. Ja, ich stecke hier bei die Karte. Digga, ich glaube, wir haben hier einfach wie so eine schlaue Falle ihm gestellt. Ich gucke jetzt mal, Digga. Bigfoot. Es war ein bisschen dunkel, aber sollte, glaube ich, gehen. Aber ich verstehe nicht, warum der hier nicht zu unserem Lager kommt. Oh, Tag 3. Irgendwann muss er angreifen, den Wohnwagen. Ey, schön! Er kommt, ich er kommt! Mir. Er ist nicht weit weg. Er kommt. Ich höre ihn hier schon. Okay, ich höre ihn hier kommt. Schon. Soll er kommen? Er ist nicht weit weg, Bruder. Ich habe ihn gehört. Er kommt aus Richtung links von unserem Camp. Ja, links von unserem Camp. Such ihn mal ab. Ja, oh ich filme gerade die Street.
bin ein bisschen zurück zum Camp geflogen, damit ich ihn genau sehen kann. Mehr Spieler in der Lobby, so höher die HP von Bigfoot. Na gut. Macht okay, ja auch Sinn irgendwo. Hier habe ich ihn gerade gehört, wo ist er? Im Eisbiom gibt es eine Höhle mit Captain America Schild. Jungs, ja? Warte mal. Ey, ich habe ihn doch hier gerade gehört, wo ist er schon wieder hin? Leute, hier liegen ja zwei Fleischstücke, damit müssen wir ihn anlocken. Safe Call. Und rechts vor dem Camp ist noch etwas mit einer Säge. Hört ihr auch die Musik, Jungs? Ja, 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 er kommt gleich. Ja. Okay, ich habe jetzt hier auch zweimal auch Fleisch platziert. Der muss ja das Fleisch irgendwann essen, er muss ja Hunger kriegen. Ja, er muss hier irgendwo in der Nähe von uns sein. Er muss ja irgendwann das. Er muss ja aber irgendwann wieder essen. Er geht gerade vorbei, ne? Ja, er kommt doch tagsüber, es juckt ihn noch nicht. Bigfoot! Komm her! Nee, nee, ist eigentlich egal, ob wir hier im Wohnwagen stehen. Weil der läuft ja immer Patrouillen in seinen Wald. Hab ich. Hm? Naja. Ja, ich bin gespannt, wenn wir Bigfoot töten, was passiert. Was geht ab, SU? Lange nichts gehört von dir. Noch am Fortnite daddeln oder was? Mach GTA 6, dann komm. Das Licht ausschalten? Warum? Warum das Licht ausschalten? Das macht doch gar keinen Sinn. Hat der Angst vor Licht oder was? Ey, Leute, das ist Bigfoot. Der hat doch keine Angst vor Licht. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir landen die Drohne auf unserem Dach hier wie so ein Helikopter. Oh. Wie wär's, wenn wir die Lichter draußen ausmachen aus dem Camp? Ja, meinten die auch schon. Wir können ja mal machen, aber das macht gar keinen Sinn, Leute. Hier, das ist auch noch. Oh, Digga, welcher Idiot. Digga, ey, Brox, du bist so dumm, Digga. Ey, Brox ist wirklich dumm, Digga. Er macht einfach die beste Falle kaputt. Er kommt! Nein! Er kommt! Jetzt rein! Nein, ich lauf in die Arme! Ey, ihr seid so dumm, Digga! Ihr seid wirklich so dumm, Digga! Oh mein Gott! Er steckt fest! Ich mach die Tür zu! Warum kann ich mich nicht bewegen? Ey, ihr seid so schlecht, Digga! Ey, wir platzieren 10 Fallen und die rennt alle selber rein, Alter! Oh! Er ist immer noch vom Wohnwagen! Er ist am Fenster! Er rennt rein, Junge! Ey, geht in den Wohnwagen! Er ist bei mir drin! Ah. Ich hab halt keine Ahnung, warum ich gerade nicht bewegen kann. Er boxt mich! Er boxt mich! Ich hab ihn eingesperrt! Er boxt mich! Ja, jetzt puncht er mich weg, korrekt, Ehre? Genau. Also das war gerade der größte Fail meines Lebens, Digga. Nee, Digga, ihr seid echt so schlecht, Digga. Ey, ich kapier's einfach nicht, Digga. Die platzieren hier 10 Fallen und ihr Idioten rennt da selber rein. Ich hoffe, ihr seid beide tot, Digga. Ich hoffe, ihr seid wirklich beide tot, Digga. Seid ihr beide tot? Nice, Digga. Geil, Digga. Ey. Scheiße. Ey, Leute, mit den Leuten. Ich hab da noch ein Medikit, kann ich das nicht nehmen? Ja, ich hab auch ein Medikit, aber das bringt nichts. Ich hab mich erschrocken, wollte dann schnell reinlaufen, dann lauf ich den Brock seine in die andere Falle auch noch rein, Digga. Oh. Geil, Digga. Oh mein Gott, ich wollte nur das Licht auf, Bruder. Ich wollte nur das Licht ausmachen und dann kam er. Ey, er kam weg, wie ich ihm so. Warum rennt ihr denn auch in die Fallen rein? Ich war so gut getarnt. Die hab ich nicht gesehen. Ey, Leute, ich kann mit denen nicht zocken. Ja, okay, Digga. Ja, belebst du mich oder was machst du? Digga, wie soll ich dich beleben, wenn ich kein Medkit habe, du Idiot? Oh, ja, Digga, wir haben beide Medkit. Ich hab eins, aber es bringt nichts, ja. Ich hab auch einen. Ja, weil ihr wieder euch alles unter den Nagel gerissen habt. So, ich geh jetzt hier zu einer Hütte, Digga, und tue ein Medkit, Digga. Ey. Er ist in den Wohnwagen gekommen. Das war so ein Bild, Bruder. Er hat sich gebückt, ist in den Wohnwagen, hat mich angeguckt, hat auch mich eingeguckt. Weißt du, was das Nervige ist? Ich bin in diese Falle reingelaufen, ich konnte mich nicht mehr bewegen danach. Ich stehe da die ganze Zeit und ich sehe nur, wie Bigfoot genau vor mir ist. Ich konnte nicht weglaufen. Oh. Das ging gar nichts mehr, Bruder. Ey. Oh, mein Mund. Alter. Ey, Leute, es tut einfach so weh, Digga. Ey, ich kann auch ganz ehrlich, Leute, ich sag euch ehrlich, da kann ich auch alleine spielen bei den beiden Idioten, Digga. Die beide rennen sie in eine Falle rein. Oh, ja, ey, Jungs, wir haben einen richtig Top-Plan. Lass mal zum
Wohnwagen geht vor den Wohnwagen, unsere Fallen platziert und alle selber reinrennen. Ey, der Plan war gut, es hätte funktioniert, wenn wir nicht reingelaufen wären. So. Hey, ich meine, guck an, wie viel Leben er verloren hat. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, Digga, ich sehe trotzdem, weil er in zwei Fallen reingerannt ist und ich ihn die ganze Zeit Headshots gedrückt habe. Also ich habe mit dem Wohnwagen auch gegen den Kopf geschossen. Ach du Scheiße. Und auf einmal ist er dünner als die Tür. Geht auf einmal rein. Bursche, Alter, Ehre, danke für die 20 Euros hier. Kuss geht raus. Ja, einmal mit Profis kannst vergessen. Sag ich die Real Talk. Kannst du komplett vergessen. Ich will, dass wir das heute noch fertig bekommen. Ich weiß auch nicht, ob wir es heute noch schaffen. Och, Leute. Ey, was sagst du? Was? Natürlich schaffen wir das. Wenn ihr euch mal nicht so dumm anstellen würdet. Okay. Sorry, aber ihr habt eine Aufgabe gehabt, im Wohnwagen zu bleiben. Und darauf zu warten, dass Bigfoot kommt. Oh, mehr solltet ihr nicht machen. Das ist halt das Ding, was ich nicht verstehe. Network Game, was geht? Hey Leute, ich sag euch ganz ehrlich, da kann ich mit Stein zusammenspielen. Das macht mehr Sinn. Da kann ich mir wirklich eine Packung Steine hinlegen. Ist genauso effektiv wie mit den Jungs in einem Team. Ich gebe zu, es war dumm, Digga. Es war nicht optimal. Optimal, ihr seid strohdumm, Digga. Ich wollte einfach schnell in den Wohnwagen rein, dann lauf ich noch in die Anzugfalle. So, ich habe jetzt hier ein Medkit. Dann kann ich mich schnell bewegen. Zweite Medkit. Und ich wollte nur das Licht ausmachen am Zelt. Philipp hat nur das andere Licht am Tisch ausgemacht. Ich habe eine Falle hier noch. Deckenleuchte ausgeschaltet. Ich habe jetzt noch zwei Fallen, Jungs. Ich habe zwei Medkits. Ich komme jetzt zurück zum Lager, Alter. Und dann war die Falle einfach zu gut, Digga. Nee, ich passe nicht auf Bigfoot auf. Ich gehe jetzt mit den Kaffee trinken. Bigfoot! Hallo! Kaffee! Bigfoot! Kuchen und Tee ist hier. Ja, jetzt halt deinen Schnauze. Nein, ich trinke jetzt erstmal meinen Tee mit Bigfoot. Wer ist das denn da vorne, Digga? Max, wie liegt sich's? Eigentlich ganz schön hier im Gras draußen, ja. Also, scheiß schön. Muss sagen, im Wohnwagen schön warm, ne? Ist schön hier. Mit dem einen Arm auf dem Sessel, mit dem anderen auf dem Sofa. Oder die Philipp, jetzt komm doch mal zu uns wieder. Bruder, ich muss ja immer dieses Camp hier absuchen. Da liegt nur überall Zeug rum, Alter. Ich geh doch jetzt hier nicht alles doppelt dreimal ab. Gönn doch, Bruder. Ich nehme jetzt alles mit hier und dann komme ich rum und hol dich ab. Leute, wir sind noch nicht tot. Wenn Bigfoot in der Falle läuft, ist sie weg, aber wenn man selber reinläuft, kann man ihn. Okay, cool. Also ich bin dafür, wir legen in Zukunft nur noch Fallen vor die Fenster, nicht mehr genau vor die Eingangstür. Ey, ihr müsst doch einfach nur im Wohnwagen bleiben! Bitte! Wäre es vor den Fenstern, wäre er auch reingelaufen und das hätte uns nicht so sehr verwirrt. Deswegen, ich würde nicht mehr. Nein, vor ihr seid. Die Treppe laufen. Ja. Erlegen. Aber vor die Fenster. Was sagt ihr? Also, ich muss sagen, er hat hier eine Falle ist weg und die andere Falle liegt noch. Ich habe zwei Fallen noch, Digga. Aber wurde ausgelöst. Ja, zwei liegen hier noch. Ich habe zwei Fallen und ich werde. Pass auf. Ich gebe euch jetzt. Das sind. Nee, das sind keine Bigfoot-Fänger. Pass auf, ich gebe euch jetzt eine Aufgabe, ja? Ihr setzt euch einfach in den Wohnwagen rein und macht nix. Okay? Ja, jetzt, Philipp redet immer so krass. Wichtig. Digga, sag bitte, wer immer überlebt bisher, wer immer als letztes bisher überlebt hat. Er könnte ins Wasser locken, er kann sich dort nicht bewegen, da er nicht schwimmen kann. Dann könnt ihr mit dem Messer abstechen. Wie, im Wasser abstechen? Genau, ich stech Bigfoot mit Messer ab, genau, Digga. Genau, ich hol gleich eine Bratpfanne und hau ihn damit eine auf den Deckel, genau. Hey, das ist Bigfoot, Diggi. Alexa, dankeschön, Joel, dankeschön und David, dankeschön für die Subs hier. Kuss geht raus. Leute, ich hab Bigfoot studiert, ich hab mit den Typen zusammengelebt. Ich hab sein Haar gestreichelt, ich weiß, wie der Typ tickt. Digga, nur weil deine Freundin so behaart ist wie Bigfoot, kennst du noch lange nicht Bigfoot. Oh. Digga. Leute, ich sag, also ich werde jetzt hier in den Chat nicht beeinflussen oder so, aber. Okay, also ich sag mal so, maximal ehrenlos finde ich das. Maximal ehrenlos. Digga, ich fand's ehrenlos, Alter, dass meine Freundin einen Fuchs abgeschossen hat. Digga. Hörst du das auch? Nee, ihr könnt, der Chat kann's entscheiden.
Wenn ihr das ehrenhaft findet, dann ja, schaut bei Max, Digga. Ja. Weißt du, das sind Sprüche unter Bros, aber nee, Bros, Digga. Wärst du ein Bro, hättest du auch mal... Wie Fuchs ins Gesicht geschossen. Digga, wärst du ein Bro, hättest du auch mal den Freundschaftstest bestanden, aber... Der Chat kann entscheiden, Digga. Wenn ihr sowas supportet, dann bitte. Bitte. Ich distanziere mich von sowas. Ehre, Kuss, geht raus. So. Brox, der Schimmel. Ich auch, Max. Ich liege noch. Zerpflückt. Ja, Max, hol du ihn mit seinem Medkit. Ich hab mein Medkit. Heilen. Ja, Digga. So, Leute, ich leg jetzt hier vor dem Dings eine Falle hin, Digga. Ich leg auch vors Fenster hier. Ich nehme jetzt mein Medkit. Leute. Ich hab nämlich fast nicht mehr so viel Leben. Aber Philipp, leg nicht hier vor die Treppen. Doch! Ihr könnt doch hier hochgehen, Digga. An der Seite hier, Digga, für Dumme. Hier. Ja, okay, warte. Hier, Digga. Okay, muss ich bleib jetzt. Geh weg, drin. Ich hab noch eine Falle. Ich werde noch oben Fleisch hinlegen. Ich leg jetzt Fleisch hier rein. Okay? Auf Sofa oder so. Hier geht nicht. Ich muss noch Zeug holen zum Vertarnen. So, ich vertarn die, Digga. So, wo liegt jetzt hier deine Falle? Okay. Nee, nicht das Fleisch reinlegen. Leg das Fleisch davor, Digga. Leg das Fleisch davor. Ja, davor. Das ist wie ein Unlock. Wie das denn? Herkommt wieder. Leg ihn jetzt einfach hier auf den Boden. Wie denn? Einfach hier hinlegen. Wie lege ich das dann hin? Einfach hinlegen! Und auf den Boden platzieren, Digga. So. Und die Falle tun wir vertarnen. Aha. Zack. Okay. So, Philipp, Bigfoot-Experte, passt dir das jetzt hier so? Ja, geht bitte schnell in den Wohnwagen wieder rein, ihr Dummies. Also machen wir jetzt weiter die Wohnwagen-Taktik. Ja. Okay, alles ist voller Fleisch. Pass auf, wir lassen ihn jetzt nochmal von den... Die Fallen machen jetzt noch mal zapp, zarab mit ihm, Digga. Und dann gehen wir aus dem Wohnwagen raus und werden ein bisschen offensiver gehen und müssen weitere Sachen einsuchen. Also soll ich ihn abstechen? Okay. Ich steche dich gleich ab. 10 Schuss. Die lade ich jetzt erstmal nach. Die waren nämlich noch nicht nachgeladen. Ja, super. Ja, ich habe eben schon die ganze Zeit geschossen. Ich musste nachladen. Ich hätte 20 Schuss. Der Albaner, wir wollen ihn ja anlocken mit dem Fleisch, Bruder. Wir wollen ihn ja anlocken, dass er hier zum Wohnwagen kommt. Das Spiel heißt Bigfoot, Leute. Einfach nur Bigfoot. Ich lock ihn jetzt an mit dem Fenster schließen und öffnen. Ich geh hier in die Ecke, Digga. Verpisst euch mal. Er kommt! Nee, es ist Musik. Was denkt ihr? Fenster offen oder schließen? Kamera-Check. So, hier ist alles crispy clean. Schwierig. So, das ist wieder Session. Sehr schwierig. Denkst du aber, er wird nochmal kommen, auch nachdem er in zwei Fallen reingelaufen ist? Ich lock ihn an, Jungs. Oder du denkst du, er lernt daraus? Ich lock ihn an, weil... Lock ihn mal an, Digga. Komm her, Bigfoot. Boah, das ist ja krass, Leute. Da hier gerade wieder Eigenwerbung gemacht wird, mach ich wieder VIP-Chat an. Ist mir egal. Wenn ihr nicht draus lernt, dann gibt's keinen allgemeinen Chat mehr. Es tut mir leid, Leute. Ey, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich unter uns, allgemeiner Chat unmöglich, Bruder. Auf YouTube ist wirklich schade. Noch möglich sogar. Man liest nur, Verlosung ist online, ich bin auch live. Vor allem so eine... Verpisst euch, Digga. Verpisst euch aus meinem Chat, bitte. Also nicht die normalen Zuschauer, sondern die Eigenwerbung machen, bitte. Von mir aus, deabonniert mich gerne, haut ab von meinem Kanal, Digga. Ich hab jetzt wieder Mitglieder-Chat an. Ich glaube, ich gehe... Weißt du, was ich glaube, ich nächstes Mal mache? Freunde, ich weiß... Wisst ihr, was ich mache? Mods suchen. Nee. Weißt du, was ich mache? Ich werde einfach nächstes Mal, wenn ich streame... Werde ich auch bei Leuten in den Chat gehen und fragen, ob die mich abonnieren können. Nee, weil ich hab's jetzt so gemacht, Digga. Ich habe jetzt eine VIP-Mitgliedschaft bei mir auf 99 Cent runtergesetzt, aber das ist noch in der Überprüfung, dass zukünftig fast jeder bei mir, also dass
es kaum was kostet, VIP zu werden. Einfach aus dem Grund, dann haben die Leute dafür gezahlt und dann machen die auch keine Scheiße. Ja, also ich, doch, manchmal trotzdem Scheiße, die werden auch gebannt. Manchmal trotzdem Scheiße, die werden dann aber gebannt, dann haben sie sinnlos Geld ausgegeben. Nee, es ist so. Weil ansonsten, es tut mir leid, Leute, sagt mir nicht, ich hab's nicht versucht, ich hab's gerade euch... Maxi, lol, dankeschön für den VIP-Schaft hier. Das Ding ist halt, was mir aufgefallen ist, die fallen halt nie nicht auf, ne Jungs? Der rennt da rein und macht trotzdem den Randale weiter, sag ich euch direkt. Ja, ja, aber die machen gut Schaden wenigstens. Ja, die machen gut Schaden. Ich glaube kaum, nee, ich glaube kaum, was wenn man mit einer Leuchtpistole. Glaube ich nicht. So, jetzt, wann kommt denn der Idiot wieder? Keine Ahnung. Digga, Philipp! Was denn? Philipp, ich hab ein Easter Egg gefunden, komm mal rein. Ja, warte. Digga, hier auf dem Bild ist einfach deine Mutter, Digga. Ja, Leute, ihr könnt das gerne, das Verhalten von Max bewerten, Digga. Oha, Digga. Oha. Ey, krass, was die hier eingebaut haben. Oha. Hier nochmal, das Bild. Ja, einfach nur ehrenlos. Also, ich sag an dieser Stelle einfach nur ehrenlos. Lukas, sorry, Leute. Gekommen. Aber an dieser Stelle... Also, hast du schon das Bild hier gesehen, das Panoramabild von ihr? Wo? Hier. Ah, oha, in Landschaft, Digga. Fotoshoot. Oh, hä? Leute. Lol. Nosferatu. Tod, Leben. Ey, wann kommt tot. Denn, Mann? Leben, tot. Macht mal Auslicht. Vielleicht. Er kommt. Mach mal auch Taschen dabei. Oh, mach Tür zu, bist du Jack? Er kommt. Oha. Mach mal die LEDs hier aus, mach mal den PC aus. Er kommt. Denkst du, er kommt? Coole Tastatur, Digga. Habt ihr gerade nicht gehört? Jungs, kein... Jut, dankeschön. Paule, Perchi und Nice Nice TV, dankeschön. Er kommt. Bruder, er kommt real talk. Er kommt, er ist hier. Oh, er ist hier. Halle, schieß. Bam, auf seinen Kopf, Digga. Bam, nice. Seine jetzt vorne in die Falle. Er ist wieder in die Falle. Sehr stark. Oh. War er zu gut Leben verloren. Oh. Daneben, schieß. Oh, ich bin schon wieder tot. Ey, nö, jetzt haut er ehrlich ab. Nice, hat er nur schön mitgegeben. Stark, Philipp, stark. Wo ist der hin? Digga, die Fallen bringen ja gar nichts, Junge. Ey, aber der hat so gut Leben verloren, Bruder. Ja. Aua. Oh, guck mal, ich. Oh, er hat eine Falle zerstört sogar. Digga, der hat hier... Das war krass, Bruder. Das Ding ist, was ich nicht verstehe. Alter. Das Ding, was ich nicht verstehe, ne, Jungs? Ja. Was denn? Der hat, boah, das ist zu krass. Der ist in zwei Fallen reingerannt. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Ja, ja. Das schaffen wir nicht, Digga. Der hat einfach zwei Fallen am Arsch gemacht hier. Die sind richtig kaputt. Ey, Leute, das... Oh. Schau noch mal was. Ich leg noch mal direkt eine Falle hin, Jungs. Stell noch mal eine Falle. Und ja, warte, haben wir immer noch drei Fallen. Dann lass die wir hinstellen. Pass auf. Stell wieder hin. Also ich stell hier vorne. Nein, ich stell hier vorne. Du stellst hier wieder links hin. Hier nimmst du direkt daneben wieder. Digga, direkt daneben wieder. Die hat er auch kaputt gemacht. Ja, hinten im Ding hat er auch eine kaputt gemacht. Nee, warte mal. Nee, das ist nicht kaputt, das ist reingetreten. Okay, wieder vertanen. Okay, und ich drop davor wieder Fleisch hin. Warte, da liegt auch noch eine Falle. Pass auf, ne? Eine ist kaputt und die eine liegt da. Jo, check. Okay. Ich hab das ganze Fleisch aufgesammelt, schlägst wieder hin. Boah, ey, clever, er legt genau in die am Arsch gemachte Falle noch eine Falle rein. Ich leg wieder Fleisch davor. Ja, ich kann die nehmen. Achso, nee. Nein, das. Okay, und Fleisch liegt, okay. Sehr gut. So, hier liegt auch noch eine Falle. Stark, Jungs. Sehr stark, Jungs. So. Er kommt! Nein. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Er ist in die Falle rein! Stark. Oh, ist der Penzer! Ihr wird langsam. Er ist wieder in die Falle rein! Er geht her, der hat das Fenster kaputt gemacht. Er ist in die Falle rein! Stark. Er wird langsam aggressiv, das ist gut. Der Käfig ist offen! Oh. Er hat den Käfig aufgemacht! Lenk die ab! Ich bin noch draußen! Ich schieß auf ihn! Ja, okay. Warte! Ich hab keine Munition mehr! Oh mein Gott! Jungs, er ist draußen, er rennt hier rum! Ich kann nichts machen, weil ich keine Munition habe. Reinkommen, Digga.
Oh Gott, der greift rein, er greift rein! Der Langfinger! Er hat die Tür aufgemacht! Oh, ich bin fast tot, Bruder. Er ist weg, er ist weg. Oh, holy moly Macaroni. Der Käfig ist offen! Hier Leute, der Käfig ist offen! Der Käfig ist offen! Oh mein Gott! Krass, Bruder. Jungs, was geht denn jetzt ab? Ihr müsst, einer muss tracken, wir haben ihn echt gut auseinander schon genommen. Alle Fallen kaputt. Ich habe keine Munition mehr. Er ist in alle Fallen reingelaufen, der hat nur Hälfte Leben. Hier ist noch eine Falle. Eine geht noch, eine geht noch. Lass, ich nehm die mit. So, Jungs. Wir müssten jetzt diese Jägerstände suchen. Schnell. Und seine Höhle für Medkits. Hat jemand noch ein Medkit, Bruder? Ich hab nichts mehr. Ich hab kein Medkit. Wir müssen die jetzt suchen gehen. Ich bin fast down. Der hat mich frisch angehittet im Wunder. Ich hab jetzt Signal. Ich nehm Signal. Wie viel Munition habt ihr jetzt noch? Der hat richtig null. Ich hab auch nichts mehr. 25 Schuss hab ich noch. Hast du Signal? Brox. Boah, Digga, warum hast du so viel Schuss? Brox, komm mal her. Alle jetzt zusammen. Leute, ihr habt Hälfte Leben nur noch. Brox, pass auf. Hast du Signalfeuermunition? Lass mich schauen. Signalfeuermunition. Raketen also. Raketen, wo sieht man die Raketen? Warte, ja, eine. Ich geb eine dir alle, ich geb dir jetzt. Kamerad, wie viel hast du jetzt? Okay. Zwei. Okay, Digga, sehr gut. Du bist der Signalschütze, ich bin der Schütze und Max, hast du Tracking-Munition noch? Okay, gut. Hab ich auch. Du bist jetzt der Tracker und ich bin der Schütze und Brox, du schießt auf den. Tracking-Muni? T drücken. Ja. Ab wann schieße ich mit dem Signalwerfer? Direkt, wenn er uns angreift, weil wir zu wenig Leben haben. Wir müssen jetzt diese Jägerstände suchen, Jungs. Da waren noch überall Fallen gewesen. Dann haben wir den gleich. Bruder, hinten das Ding ist schon aufgegangen, der Käfig. Ja. Ey, Leute, wir kriegen heute wirklich noch Bigfoot seine Eier. Wir kriegen Bigfoot heute noch an den Eiern. Jetzt läuft gut bei uns. Jetzt läuft, Leute. Wir müssen jetzt erstmal in die Höhle, Jungs. In den Käfig, damit er reingeht. Nein, das bringt nichts, Bruder. Der geht da nicht rein. Der attackt immer uns zuerst. Wir müssen ihn erstmal schwächen und dann zack. Weil wir sagen, wir sollen mal über das Camp gehen. Also oben rechts beim Camp ist irgendwas. Ja, nee, wir gehen jetzt erstmal Dings nochmal in die Höhle rein. Jägerstände suchen, oder? Jägerstände. Ich hab kaum Leben. Nächster Angriff, ich bin tot. Deswegen gehen wir doch in die Bigfoot-Höhle, um erste Hilfe zu holen. Hör doch mal zu, du Schimmelberger, Alter. Und Jägerstände nebenbei gucken, wo die sind. Uiuiui, ey. Und alle zusammenbleiben. Wie sind wir doof gegangen? Nein, wir sind gut gegangen. Weil hier oben liegt noch was vielleicht. Ich hab kein Erste-Hilfe-Set mehr. Max, wir wissen, dass du kein Erste-Hilfe-Set mehr hast. Wie oft willst du uns das jetzt noch sagen? Hab ich schon gesagt, dass ich kein Erste-Hilfe-Set mehr. So. Jedenfalls in Bigfoots Höhle liegt noch ein Erste-Hilfe-Set. Das ist halt das Ding. Und wenn wir jetzt hier noch was irgendwas finden, mal ein gutes Haus. Wir laufen hier echt scheiße gerade. Das eine müssen wir halt echt für Dings benutzen, Alter. Für Wiederbeleben. Ja, eigentlich schon, Digga, eigentlich schon. Scheiß drauf. Wolf! Oh, aua! Aua! Schieß ihn ab! Er hat mich zweimal gebissen! Was, wirklich? Ja! Tschüss, Digga. Aua, Digga! Bruder, lad nach, Brox! Ich hör Bigfoot! Ich hör Bigfoot! Ich bin nachgeladen. Digga, er hat mich... Ich hab jetzt Torwut! Ich mach wieder Tracking-Munition rein. Der hat mich zweimal gebissen, Alter, der Frechdachs aus dem Nichts. Oh. Ey, hinter mir! Hinter uns! Ist getrackt! Nice. Ich hab ihn angeschossen. Ich hab aber auch nur noch einen Schuss. Ja, ist getrackt, der Paul Berger. Einen Schuss hab ich nur noch. Sehr gut. Hinterher, Jungs, solange er getrackt ist. Hinterher und lad Schuss. Ja, der wird doch aber weg. Ja, egal, wir gehen Richtung da. Ja, lass hinterher. Also wir laufen jetzt in seine Höhle, ne? Oben links war das. Ja, wir laufen jetzt erstmal hinterher. Gucken, wo er hingeht. Okay, Jungs, stark. Ja, der ist so schnell, der Pisser. Aber er hat nur noch Hälfte Leben, ne? Also wir haben den schon echt gut zerfetzt, muss ich sagen. Den haben wir echt schon gut gegeben. Den zerfetzt, Alter. Junge. Ja, lass einfach hier runter, Digga, und links einfach zu den Dreckshöhle gehen. Oh, gut.
Gut, dass ich nicht so wenig Leben hatte wie. Ja, der also Wolf ist gekillt. Mich hätte der Wolf gerade safe weggeflext. Wir müssen vorsichtig sein, hier mal runtergehen. Oh, scheiße, warte. Fuck, hier kommt man nicht runter. Er kommt zurück, Jungs, er kommt zurück. Ja. Max, track ihn nochmal. Nochmal tracken, okay. Brocks Signalpistole schon mal bereit machen? Ich bin bereit, Digga. Geladen. Da ist er. Okay. 3, 2, 1. Schieß! Boom. Du hast daneben geschossen, Digga. Ist getrackt wieder. Digga, ihr müsst doch mal treffen, Alter. Er rennt wieder weg. Ist getrackt. Er ist so schlecht, Digga, wenn ihr den nicht trefft. Das ist... Gereicht. Nein, du hast daneben geschossen, Digga. Ich hab ihn abgeschossen mit der Signaldings. Jungs, hinterher. Ja. Schön. Hat jemand, Max, hast du Signalpistole noch? Ja, hab ich auch noch. Gut, nimm die Max, pack du die aus jetzt, die Signalpistole. Signalpistole aus, okay, check. Der ist hier im Wasser, schnell, der können wir abschießen. Rein. Soll ich probieren, ihn abzustechen? Digga, was willst du denn immer mit deinem Abstechen, Alter? Ich hab keine Munition. Ja, komm her, ich geb dir welche. Komm her, Brox, ich geb dir welche. Ja, bin da am Start, du bist so weit weg. Max, du nimmst jetzt Signalpistole. Ja, hab ich draußen. Gut. Ihr müsst ihn direkt treffen, Alter. Das so explodiert, ja. Er ist da oben, er kommt wieder. Hast. Warte noch. Schieß. Ey, Digga. Oh. Leute. Ach, Leute, es hat Real Talk mit den Leuten keinen Sinn zu. Ich muss morgen so. Wir machen das Solo morgen, Leute. Ey, Leute. Was für Solo? Warum geht der denn immer zuerst auf uns? Schon auf? Ey, weil ihr nicht trefft mit der Munition, Alter. Oder ich hab geschossen, er ist wirklich genau davon nochmal weggezogen. Das war übelst. Nein, ey, es hat wirklich. Das war richtig unlucky, Digga. Alter. Lass einfach nochmal morgen oder ein anderes nochmal. Nee, schon erste Hilfe-Kit jetzt. Bruder, guck mal, wie wenig Leben der nur noch hat. Ah, der wird mich gleich schon Hälfte! Bruder, wir haben jetzt erst Hälfte geschafft. Ja, aber wir brauchen nicht alles. Nachher kriegt er richtig viel Damage, ne? Weil er blutet dann. Ja, Leute, nee, ich sag euch, Real Talk. Ihr seht's selber. Ich geb mir richtig Mühe, aber die trollen nur halt. Was willst du Digga, machen? Ich hab mir auch Mühe gegeben. Alexa, dankeschön. Ich hab mir auch Mühe gegeben, ich hab auf Max gehofft. Dass er trifft und er ist ja, auf mich gegangen. Ja, er stand genau vor mir, macht auf einmal den hier. Das. Die Faust, er ist auf einmal Tripler geworden wie Ronaldo, Digga. Keine Ahnung. Richtiger Tripler. Warte, ich hol jetzt dieses Medkit und dann. Bist du auch tot, Brox? Ja, klar, ich lieg direkt neben dir. Guck mal, wie sie sich freuen, Leute. Die feiern sich dafür, dass die beide down sind. Oh, Scheiße. Der Freitag wäre auch wieder. Friday 13 wäre auch wieder ein geiles Spiel, stimmt. Nein, ey, wir müssen erstmal Bigfoot finden, bevor hier neue Spiele anfängt. Idioten, Digga. Ey, warte mal, hier oben sind noch mehrere Medkits noch. Warte mal, Jungs, hier könnte ich euch gleich holen, gleich. Aber wenn Bigfoot jetzt nicht kommt, aber der ist weit weg, also ich könnte euch theoretisch wirklich holen. Warte mal, hier oben war doch so eine Aussichtsplattform eigentlich. Hälfte von Leben. Wir haben es schon geschafft, Hälfte vom Leben runter. Cooler, ja, eigentlich brauchen wir nicht mehr viel. Das ist halt das Ding. Digga, wir sind halt einfach... Oh, nur die Hälfte. Wir sind halt einfach Paulberger, Leute. Was erwartet ihr? Nein, ihr müsst euch einfach nur mal anstrengen. Bruder, ich hab alles gegeben, Digga. Ich hab wirklich... Vor allem, ich hab gerade meine Signalfackel angezündet, ne? Aber war zu spät. War zu spät. Digga, der braucht immer voll lange, um diese Signalfackel anzumachen, ne? Auf jeden Fall. Wenn er so mit der Pferd ist, Digga. Dann ist schon vorbei, Digga. Ist, ich hatte auch so wenig Leben, der hat mir einfach gegeben, da war ich schon. Guck mal, die feiern sich dafür, Leute. Die feiern sich dafür. Ja, wir haben Max weggeboxt, das Digga. Oh, scheiße. Oh, Mann. Warum ist die nur Gewehrmunition? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Ja, es tut mir leid, Philipp, wie es gelaufen ist. Es tut mir wirklich leid. Warte, wir gehen jetzt in die Höhle rein, Leute. Da ist auf jeden Fall noch ein Medkit. Brox sagt der Mann. Guck mal, wie die sich freuen. Ja, klar, cooler. Jeder vorgelesen. Oh.
Leute, und wichtig, wenn ihr keine Livestreams verpassen wollt, müsst ihr natürlich Glocke aktivieren. Immer Glocke aktivieren, Abos, alles. Ding-Dong. Ding-Dong-Glocke. So, hier ist die Höhle, Freunde. Vom Bigfoot, den Idioten. Oh, er hat Höhle erkundet. Höhle, wo war denn das Medkit hier? Hölle. Leute, hier war doch Medkit gewesen, der Streckshöhle. Hab ich das jetzt? Sollen wir mal wieder Licht anmachen, Leute, oder Licht auslassen noch? Nein. Von meinem Aim los, das weiß ich auch nicht. Leute, hier ist einfach kein Medkit. Freunde. Ist kein Medkit da? Nee, aber hier war doch noch irgendwo noch so. Versumpfen wir. Wir werden Sumpfleichen. Hier war doch noch irgendwo ein Jägerstand gewesen. Boah. Ja, eigentlich müsstet ihr mir alle Medkits mal geben. Das wäre eigentlich am besten nächstes Mal. Wäre eigentlich besser, ja. Ja, das ist echt eine gute Frage, Leute, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die mal, keine Ahnung, dass die irgendwas können, aber anscheinend haben wir da falsch gemacht. Ja, alleine werde ich es nicht mehr schaffen, Leute, aber wenn wir hier, was habe ich denn überhaupt gerade mitgenommen, Digga? Dankeschön, Alexa. Also, ich bin dafür, wir machen das wirklich in einem Anlauf nochmal. Ja. Ja, also wollte jetzt nicht mehr weiterspielen. Und vielleicht finde ich doch noch ein Medkit, Bruder. Wollen wir es nicht noch probieren, oder was? Du brauchst zwei Medkits. Ja, vielleicht. Ja, eigentlich so, guck mal, wir Bruder, eigentlich, diese ganzen Jägerstände haben wir doch noch nicht abgesucht. Wenn ich wüsste, wo die sind. Mein Fuß ist eingeschlafen, scheiße. Weil ich drauf gesessen hab. Puh. Ach, Leute. Bigfoot ist der Endgegner. Nee, wir hätten ihn, ich sag dir ganz ehrlich, wir hätten eigentlich. Ich wollte eigentlich mit euch nur einmal schnell auf Dings gehen, neue Munition holen, neue Fallen holen. Und dann hätten wir noch einmal diese Taktik vom Wohnwagen machen müssen, dann wäre weg gewesen. Also die Wohnwagen-Taktik ist wirklich. Die ist wirklich hier, gut. ich hab echt Dings gefunden. Wie viel hast du? Warte, ich guck, ob deiner ist. Oh, bitte, Medkit. Alter Jäger, Turm 2. Nein, nur Gewehrmunition. Ach, scheiße. Mhm. Du musst diese dicken Spots, diese... Ja, Leute, viele schreiben Forest abwarten, Leute, abwarten. Bei zwei ja, Forest... Kommt nicht so Forest 2 raus? Ja, das ist ja das. Also es lohnt sich nicht, jetzt The Forest nochmal zu spielen. Das haben wir ja damals schon mal. Es kommt ja bald jetzt Anfang des Jahres, ich glaube März, oder war das März? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so. Irgendwie so kommt jetzt bald Forest 2 raus, Leute. Und das werden wir auf jeden Fall wieder zocken, weil ich finde, Forest war absolut, also war eins der Spiele, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ja, so. Forest war echt geil. Also da haben wir wirklich immer diese Zombies, die immer, also diese Monster, die da immer gekommen sind. Und dann haben wir Base gebaut und dies, also das war wirklich geil. Oh, da, ey, Brock Tyson Wolf, siehst du den? Nicht, dass der jetzt gleich unsere Leichen hier vergewaltigt. Gott, Digga. Ja, nicht, dass er gleich uns an. Jungs! Was? Touristencamp! Oh, nice. Oh, yeah. Ob er was finden wird. Hab Medkit auf jeden Fall und Raketen, Digga. Sehr wichtig. Wie viele Medkits? Warte, eins habe ich. Ich glaube, hier ist noch eins. Hier ist ein Wolf bei uns. Pass auf. Falle, ich hab sogar noch. Ey, Jungs, das könnte wirklich was werden. Ich hab noch eine Falle. Aber bitte okay, noch ein Medkit hier. Wichtig wegen Medkits. Zwei Medkits. Ja, oh, geil, Digga. Okay, wir sind wieder im Rennen. Habt ihr noch eine Medkit dabei? Nee. Ich glaube, ich hab keins mehr. Habt ihr kein Medkit mehr gehabt? Ich glaube, ich hab keins mehr. Die Höhle haben wir schon, Leute. Boah, wichtig, Digga, das Camp. Guck mal, ich bin direkt bei euch in der Nähe. Leute, das Camp. Also, du warst ja auch in seiner Höhle, ne? Hast du da Medkit? Ich hab in der Höhle war diesmal kein Medkit drin, aber ich hab jetzt zwei Medkits. Und ich hab jetzt auch noch drei Signalwerferschüsse und ich hab zwei Fallen nochmal gefunden. Stark, Bruder, sehr stark. Okay, Leute. Wir müssen jetzt doch die Jägerstände suchen. Tja. Die müssen wir echt suchen. Ich hab jetzt den Signalwerfer in der Hand. Ja, ich schieße jetzt auf Bigfoot. Standen. Let's go. Hä? Warum kann ich dich nicht heilen? Ich kann euch nicht heilen, Digga. Yes. Warum kann ich dich nicht heilen, Leute?
Erste Hilfe, setz zwei Stück. Heilen. Heilen. E drücken. Nein, Digga. Weil wir unter Wasser sind? Ja, was ob das einen Unterschied jetzt macht. Weil wir beide schon zweimal gestorben sind vielleicht. Nee, daran... Ich glaube, das liegt nicht daran. Er trollt uns doch. Nein! Passiert da nichts? Passiert gar nichts. Ich kann dir was geben, Digga, glaube ich. Sag mal. Er stand gerade irgendwie, er hat Eintrag geben, jetzt gerade nicht mehr. Nein, das war, was Philipp sieht, glaube ich. Leute, warum kann ich die nicht heilen jetzt? Ey, was ist denn das jetzt für eine Scheiße hier? Och, Digga. Was soll... Ja, ich glaube, das liegt, weil ihr unter Wasser seid, safe, Leute, gell? Oh. Ich kann ihn nicht heilen. Wisst ihr, warum es liegen könnte? Ja, safe, weil ihr unter Wasser liegt. Alexa, was geht ab? Was geht ab? Ey, Alexa, stopp. Ja, ich denke mal, weil es unter Wasser ist. Alter. Ja, minus, Bruder. Nee, man hat mehrere Leben. Oder vielleicht hat man nur ein Leben, keine Ahnung. Brox hat immer noch seine Lampe an. Und Max auch. Ja, ich kann mich nicht wiederbeleben. Ah, scheiße, Digga. Ja, gut, dann. Ich glaube, dann kriegen wir das nicht mehr hin in der Runde. Nee, Mann. Erstmal auf Brust rumballern. Probieren wir, dass du noch einmal Bigfoot siehst. Ich will mal alle drei. Was meinst du? Wenn alle drei tot sind, wie das aussieht. Ah ja, stimmt. Was dann passiert, ob dann irgendwie Bigfoot so eine Animation kommt oder so. Wir lagen zu lang auf dem Boden. Ne, das glaube ich nicht. Ich lag schon mal länger. Ja, würde ich gerade sagen. Und Heilung kann man nicht in die Hand nehmen, ne? Ja, ich glaube, es kann echt nur am Wasser liegen. Das ist ein Bug, Lobby neu starten, ja, Bruder. Ja. Danke dafür. Ja, speichern wahrscheinlich und dann aber scheiß drauf. Spielt mal Scribble. Scribble, Jo. Ah, ist ganz lustig eigentlich. Also Leute, kleiner Retalk, was Prox und ich uns neulich überlegt hatten. Was haltet ihr davon, wenn wir mal Uno spielen würden, dieses Uno-Kartenspiel? Weil ich glaube, da kann man halt so ultimativ sich gegenseitig auch zum Ragen und so bringen. Ja, nicht Bock drauf. Dieses Uno-Game. Ich will Philipp ein paar Plus-Vierer drücken, ne? Ja, vielleicht mal so ein Wochenende-Stream kann man wirklich mal Uno zocken. Der freut sich, Digga. Aber Scribble hätte ich auch mal Bock drauf mit so 5, 6, 7, 8 Leuten. Das wäre echt mal auch. Es gibt viel, was wir machen, zocken können, Leute. Sehr, sehr viel. Muss ja nicht, wie gesagt, immer nur die gleichen Games sein, aber auf jeden Fall auch heute Spaß machen. Stream. Stell dir vor, man kann so online Monopoly und so spielen. Das wäre voll geil, Mann. Oh, Bruder. Ja, das wäre lustig, Digga. Mit Lofty hier. Dings, die Finding Bigfoot zu zocken. So. Aber okay, ja gut, Leute. Ich werde dann bei mir mal hier den Livestream jetzt beenden. Ich denke mal, wir werden das. Habt ihr Bock, dass wir die Tage das nochmal machen? Ich hätte da Bock drauf. Ja, ich würde auch. Also. Weil ey, das können wir nicht auf uns so sitzen lassen. Aber ich werde wahrscheinlich solo zocken dann. Halt deine Schnauze, Digga. Okay, dann in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, statt guten Tag morgen und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Auch im Stream aus. So, Leute, wir machen jetzt das Ding hier alleine. Das Problem ist, wir haben keine Signalfackeln oder sonst was mehr da. Wird ein bisschen schwierig. Aber vielleicht schaffen wir über... Warte mal, wir haben ja noch Medkits. Ein Angriff könnten wir vielleicht noch überleben. So. Aber ich glaube nicht. Ich habe jetzt einfach direkt vor der Tür zwei Fallen gestellt und dann will ich abhauen vor denen. Das ist eine gute Idee, Jurex. Hm.
Ja, belassen, Digga. So Leute, wir sind jetzt hier im Käfig drin, ne? Vielleicht kriegen wir ihn hier. Nee, Elite, wir haben leider immer noch nicht Bigfoot erlegt, weil ich gefühlt alleine gegen Bigfoot kämpfe. Ja. Yeah. Ich hatte leider nicht so einen guten... Ah, mir hör auf zu spinnen. Herr Lama, beschützt mich! Herr Lama kann dich ja auch nicht beschützen, Amir. Ey, aber guck mal, wie krass das Aquarium bitte aussieht. Tschüss, das sieht zu doll aus im Hintergrund, ne? Boah, sieht das nice aus. Die Bildschirme stören da fast, weil die so spiegeln. Ja, jetzt muss er nur noch kommen. So, jetzt müsste er nur noch kommen. Lukas, danke schön. Warte. Ja, einige Fische pennen schon, aber nicht alle. Einer ist noch unterwegs. Aber der ist immer unterwegs. Das ist eher so, und das ist so ein Nachtfisch, Digga. Ey, Andreas, danke schön für den Sub hier. Paul Burger. Welcome back. Du warst ja schon mal Sub gewesen. Und Lukas, danke schön für die No-Skin-Mitgliedschaft. Hi, Stani, gib mir mal ein 20. Oha. Was ist das für eine Line hier? Sind wir jetzt unter dir? Oh, da war irgendwas. Ja, danke, Lukas. Warum soll ich die Facecam nach rechts machen? Was bringt das? Kuchen und David, dankeschön für die Subs hier. Jo, was geht jetzt hier? Traut sich Bigfoot jetzt nicht mehr, oder was? Er soll mal jetzt kommen hier. Der soll mal jetzt keine Filme schieben. Schon dahand, Porsche, dahand. Bigfoot ist dein Bruder, ja? Mach die Cam. Achso, ich meinte, ich soll die Cam so weitermachen. Sieht man mein Gesicht so nicht richtig? So besser? Bigfoot ist auf dem Scheißhaus. Ja, ich glaube auch. Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr, Leute. Hier ist sein Käfig. Hier werden wir ihn einsperren. Ich verstehe nicht, warum die Klappe nicht einfach zugeht, ne? Ich bin jetzt gerade in seinem Käfig drin, ne? Ja, SU, das glaube ich dir sogar.
Die Fallen liegen eigentlich echt gut, muss ich sagen. Aber jetzt muss man nur noch kommen. Bigfoot, du Horn, zeig dich! Bigfoot, wo bist du? Leute, was macht der Typ? Ich glaube, Bigfoot ist tot. Ich glaube, Bigfoot ist dead. Das war's. Der hat Angst. Ey, der soll mal jetzt rauskommen. Real Talk. Der soll nicht diese Filme fahren. Komm jetzt raus. Ja, Langeweile jetzt, ne? Ey, guck mal, der kommt gar nicht mehr raus. Und jetzt gleich, wenn ich wieder unterwegs gehen würde, würde er rauskommen. Ja, ich glaube auch, der ist pennen gegangen oder so. Ey, ich dreh gleich durch, Junge. Dann machst du wieder 24er, ich weiß noch nicht, Bruder. Wahrscheinlich, wenn Max oder so wieder hier ist. Ja, Mann. Bin bald wieder da. Philipp ruft mich gerade jeden Abend heulend an und sagt, wann kommst du wieder? Ja, bestimmt, Digga, bestimmt. Ich dann so, keine Sorge. Ich bin froh, dass du weg bist. Ist dann immer so, keine Sorge, bald bist du nicht mehr allein, Schatz. Und dann so. Weil er kommt eigentlich immer so abends ins Bett gekrabbelt bei mir, weil er Angst hat. Oh, er kommt, er kommt! Ich hab ihn gerade gehört. Der Schrei kam von irgendwie da unten. Oh, ich glaube, der kommt gleich. Big City, Bruder, dankeschön für deine 11 Euro. Ich küsse deine Augen, danke für den Support. BMC1er, Dankeschön für den Sub hier. Ja, ich glaube auch, Herr Lama hat Bigfoot Angst gemacht. Also so wie Bigfoot sich gerade 31er-Style-mäßig verhält, ganz schwierige Sache. Ganz, ganz schwierig. Ey Leute, mir egal, ich such den jetzt. Oh, er ist hier. Ey, ich sag euch, ich gehe 3 Meter aus dem Camp raus und der greift mich an, der Pisser. Pass mal auf. So ein Ding wird das sein. Gleich wird er mich angreifen, pass auf. Gleich kommt er. Ich riech ihn doch schon. Alter, wir brauchen mal hier irgendwie was Sinnvolles. Ja, er kommt jetzt gleich. Ich höre doch schon was.
Oh, jetzt regnet es, jetzt donnert es auch noch. Na, super. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab hier? Ja, das Ding ist halt, wir können ihn halt nicht mehr abwehren, ne? Das ist eigentlich das größte Problem, was wir gerade haben. Wir können ihn aktuell nicht mehr abwehren. Weil ich meine Signalpistolenkugeln von weggeschossen habe. Aus Frust. Oder wir finden jetzt noch vielleicht 2-3 Fallen, das wäre ganz nice. Also wenn wir nochmal 2 Fallen finden würden, dann kann es echt noch interessant werden. Oder könnte es interessant werden. Okay, Jungs, ich geh mal was essen, ja? Jo, guten Hunger, Digga. Boah, ich hab grad auch noch schön leicht Chinesisch, Leute. Ich hab mir vorhin Chinesisch rumbringen lassen. Boah, das wird gleich so sich reingegönnt. Ah, das wäre eine gute Idee, aber ich hatte gar kein... Ich hatte gar kein Fleisch gehabt, Bruder. Aber da... Jetzt haben wir Fleisch. Hey, gibt's hier nicht noch so einen Unterstand oder so? Irgendwie so eine Jägerhütte? Wo ist diese Drecksjägerhütte? Zeig dich! Hey, das sieht mir doch so aus, als würde hier noch eine Hütte sein. Hier muss doch irgend so ein Jäger sich etwas gebaut haben oder ein Haus rumstehen. Kann nicht sein, dass hier alles leere Fläche ist. Nee, nix, nix, nix. Ah, da vorne, Leute. Nice. Bitte, wir brauchen Raketen für die Signalpistole. Boah, wenn wir das jetzt hier drinnen kriegen. Oh, Jackpot. Wichtig, Leute. Maximal ultra wichtig, sage ich euch ganz ehrlich, ne? Leute, schreibt mal rein, kann Bigfoot sich wirklich nicht durch Wasser bewegen? Martin, LOL TV, Dankeschön für die Mitgliedschaft hier. Kann ich da nicht lang schwimmen? Oh, der wurde gerade gespottet. Bigfoot ist hier in der Nähe. Nee, Bruder, das Horror-Game, was ich bei Inscope gezockt habe, das war viel zu doll gewesen. Das zeug ich bestimmt nicht. Ich zock hier lieber meinen Bigfoot, Finding Bigfoot und suche ein bisschen Bigfoot. Das macht mir viel mehr Spaß. Okay, warte mal, hier war da noch irgendwo so ein Camp gewesen, oder was? Ach nee, das war das Camp hier, ne? Hier war nichts mehr gewesen. Oh! Leute! Leute! Leute, Leute, Leute!
Falle wäre noch nett. Falle wäre echt noch nett, muss ich sagen. Aber sagt mir ehrlich, denkt ihr überhaupt noch, dass wir alleine eine Chance haben oder hat das alleine gar keinen Sinn mehr? Ich glaube, du das alleine schaffst. Ja, ist ja was. Krass. Unsere Unterstützung. Unsere heftige Unterstützung. Hier, eure Schmutzunterstützung. Das Einzige, soll ich sagen, ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ihr gemacht habt, ist mir Loot weggenommen. Auch Scheiße. Ja, ist wirklich so. Das Einzige, was ihr gemacht habt, ist mir Loot weggenommen und Bigfoot unterstützt. Ihr wart eigentlich die Helfer von Bigfoot gewesen. Ihr Ekligen. Mhm. Oh, ich hab was gehört. Rudi, ich bin jetzt alleine. Bitte nicht erschrecken. Hallo. Big City Beats. Danke, Bruder. Na, ich komm vielleicht nochmal auf den, ich komm vielleicht nochmal drauf zurück, Digga. Vielleicht ist man ja in der Nähe. Und wenn ich in der Nähe bin, dann sage ich natürlich nicht nein, auf deinen Nacken eingeladen werden zum Geburtstag. Hört sich gut an. Danke, Bruder, für die 11 Euro. Ja, wenn, ist genauso, wenn ich mit Box und Max spiele, ist eigentlich, kann ich auch solo zocken, sag ich euch ganz ehrlich. Das ist, macht einfach keinen Sinn, genau. Ihr habt's erfasst. Ey, ich krieg hier gleich Fußpilz, Alter. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Also, wenn der Pisser hier nicht gleich rauskommt, dann dreh ich aber ab. Ey, der versteckt sich einfach. Der hat Angst. Seit ihr tot seid, kommt er nicht einmal mehr raus. Kannst mal sehen. Nee, ich glaube, Bruder, ist immer noch gleich schwierig, wenn nur noch einer lebt. Also, das ist, glaube ich, kein Unterschied. Könnte ich mir zumindest nicht vorstellen, SU. Aber ich will auf jeden Fall, dass er hier mal nochmal rauskommt. Der ist hier. Leute, ich habe ihn gehört. Irgendwo ist er hier. Okay, easy. Ich weiß nicht, ob der verbuggt ist oder so, oder wo ist der denn gerade? Das ist ja voll wack. Oh ne, wenn wir da runterspringen, sind wir tot. Müssen wir hier an der Seite runtergehen. Bigfoot ist oft in der Nähe von Wasser, um seine Wunden zu nähren. Ja. Wow, vor uns ist ein Wolf. Vor uns war ein Wolf. Bruder, wie soll ich dich auf Insta kontaktieren, wenn ich deinen Instagram nicht, Namen nicht weiß? Bruder, danke schön nochmal hier für die 11 Euro Big City Beats. Kannst ja den ganzen Chat zu deiner Party einladen. Das wäre mal eine Maßnahme. Bruder, ganze Chat rein bei dir, ganze Abonnenten. Hausparty, ihr habt gehört, Leute, Hausparty bei Big City Beats. Auf seinen Nacken alles. Ehrengast Standard Skill OL. Support our Creator. Ey, ich krieg gleich Herpes oder so. Ich sag dir ehrlich. Ich warte jetzt, bis ich den gefunden hab. Boah, aber der Himmel ist geil gemacht. Obwohl, hier sieht ein bisschen unreal aus. Bigfoot live. Okay, Luca sagt auch, er ist dafür. Ja, Getränke bringt jeder eine Flasche mit oder so. Tag 6 schon. Guck mal, wir haben jetzt schon länger überlebt als mit Max und mit Brox zusammen. Alleine.
Ich mach mir auch irgendwas zu essen. Jo, Hunger, Digga. Danke. Geh mal zum lila Punkt. Ja, beim lila Punkt ist einfach nur die Leiche von Max oder von Brox. Ey, Johannes, was schreibst du in die 3000-mal GTA-Song rein? Wenn du den GTA-Song hören willst, Bruder, dann hör ihn doch einfach und geh mir damit nicht auf den Sack. Kannst gerne auf Spotify hören oder sonst wo. Digga, danke schön für den 10er hier, Digga. Ja, ich kontaktiere jetzt jeden, der mir 10 Euro donatet. Kappa, donatet alle 10 Euro, dass ich euch nicht kontaktiere. Oh. Ah, Leute, braucht ihr gar nicht mit anfangen. Das war nur, weil Big City gefragt hat wegen der Party. Ich öffne die Augen und beginne den Tag natürlich mit einer Runde. Kann ich den Loot doch gar nicht einsammeln von denen, oder? Kann ich den Loot von den anderen einsammeln? Geht das? Schreibt mir jetzt Real Talk rein. Macht es überhaupt noch Sinn alleine gegen Bigfoot? Kann man das schaffen? Aber der Typ kommt doch einfach nicht mehr, ne? Okay. Oh, süß, Big City, Digga, auf Ehre. Ja, muss ich mal gucken hier. Nein! Oh, ich Idiot, Digga. Ah, scheiß drauf. Ich hab auch so in den Chat gelöscht. Ah, ich bin so dumm. Leute, warum kommt Bigfoot nicht mehr? Was ist das? Der hat keinen Bock mehr auf uns, oder was? Der hat einfach die Hosen voll, glaube ich. Real, danke, Bruder, nochmal 55 Euro hier. Big City Beats. Und Nicole, danke schön für den 10er hier. Leute, ich dreh gleich ab hier, ey. Ich mach mir jetzt Essen. Ich hol jetzt Essen. Ich guck, ob das Essen noch warm ist. 2 Sekunden, Digga. So, wo ist der Pisser jetzt, hä? Wo bist du? Komm raus, Alter. Wo ist er? Ey, der hat einfach die Hose. Es ist so anstrengend. Real Talk, ich glaube, der hat einfach Schiss vor mir. Ich hole jetzt den Loot von den anderen. Falls ich den kriege. Das könnte... Leute! Kann das nicht sein, dass Bigfoot jetzt auf der Flucht ist? Das war doch auch so gewesen. Dass der auf der Flucht gewesen ist, wenn man ihm zu viel Damage gedrückt hat. Vielleicht sind wir jetzt schon an dem Punkt angekommen, dass er nur noch abhaut. Oh, daneben, scheiße. Oh, da hinten ist er. Oder ist das ein Wolf gewesen? Ich glaube, der ist hier gerade am See unten.
Vielleicht ist er hier im Sumpfgebiet. Bigfoot sind schlaue Kreaturen. Das sind Bummis, Digga. Sag dir ehrlich jetzt. Oh, Ehre, MQ zockt. Aber die Hoodies sind auch krass, sag ich dir, Real Talk. Also, da hast du dir auf jeden Fall was Gutes gegönnt. Der kriegt gar kein Damage mehr, Digga. Attacke! Ja! Meine Mutter, hä? Komm doch her! Ich nimm dich hoch, du Hund! Mit meinen bloßen Händen habe ich ihn gekillt. Mit Brox und iCrimex habe ich nichts hinbekommen und gerade kill ich ihn mit meinen bloßen Händen. Ja! Im Käfig habe ich dich. Mit meinen Händen habe ich ihn gefangen. BTF, Digga, du hast ihn gekillt? Ich hab ihn! The Mystical Bigfoot was fanging! Bam! Pam! Pam! Puh! Digga, bam, er kommt an! Er kommt an, Digga! Soll ich dir zeigen, wie der Kampf war, Digga? Er kommt an! Ich springe auf ihn raus! Bam! Pam, Digga! Dann pum! Puh, puh, puh! Was? Ich guck's mir gerade an. Hä, hey, der hat gebuggt, Digga. Nein, der hat nicht gebuggt. Der hat mit mir gekämpft, du Idiot. Die Leute haben nicht mehr an mich geglaubt. Ihr habt an mich geglaubt. Ach, deswegen ist er, hast du ihn noch nicht mehr gefunden. Ich hab's gewusst, dass er am Wasser war. Ich hab's die Fährte aufgenommen. Ich hab die Fährte aufgenommen, bin ihm hinterhergelaufen. Und ich hab ihn gerochen, dann hab ich gesehen, wie er da am stand. Dann hab ich zuerst auf ihn geschossen. Hatte ich keine Munition mehr gehabt. Hab ich mein Messer genommen und hab ihn gekillt. Ich hab's durchgespielt. Also hast du ihn im Endeffekt doch abgestochen. Bruder, ich hab ihn... Ich hab ihn abgestochen. Mit meinen bloßen Händen.
Glück, Digga. Auf 31er Basis. Der Bigfoot-Flüsterer. Leute, wir haben ihn ohnmächtig geredet. Leute, das ist zu krank, ne? Wir haben ihn Real Talk geholt. Wir haben Bigfoot gekillt. Das sticht den einfach ab. Digga, ich habe auch alles auf ihn geschossen, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, also das wäre echt knackig gewesen. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Das ist ein emotionaler Moment. Oh, Big City, Bruder, hast du im Lotto gewonnen oder was? 55 zu dem Euros haut er hier nochmal raus. Der lädt uns natürlich auch alle zur Party ein, Leute. Weitere Informationen werden kommen von mir. Danke, Bruder, hier für die dicken Donis, die du rausgehauen hast. Ich küsse deine Augen. Ja, wie ich auf das Messer habe. Klar bin ich auf ihn zugerannt. Meinte, ich hatte Angst gehabt vor Bigfoot. Ihr denkt, ich hatte Angst gehabt, ne? Ihr habt gedacht, ich habe aufgegeben, weil ich alleine war. Niemand hat da draußen an mich geglaubt, aber ich habe trotzdem, Leute. Das ist heute mal wieder der beste Beweis. Wenn man daran glaubt, dann kann man es schaffen, Digga. Und wir haben alle daran geglaubt, Leute. Brox und iCrimex, die haben gesagt, schaffst du niemals. Alleine hat keinen Sinn mehr. Wir haben dran geglaubt und dann kamen wir. Wir kamen, wir sahen und wir siegten. Ja, brauchst nicht lachen, Brox. Daniel, dankeschön. Ich will jetzt mal ein bisschen Feedback hier vom Chat haben, was der dazu sagt. Dass wir hier gerade Bigfoot auseinandergenommen haben. Live on stream. Alleine. Obwohl wir drei Gehilfen hatten. Verrückt. Gut, ich esse mal, Digga. In dir. Standard zu dem Skill? Nee. Standard zu dem Bigfoot-Kill. GG. Danke, Daniel. Und danke an Dominik für die neue Mitgliedschaft hier. Stimme nicht synchron. Natürlich ist die Stimme synchron, Bruder. Muss mein Stream neu starten. Gillette aktiviere stolz auf dich. Ah, ich sag's dir, Digi. Ich sag's dir. Ey, Leute, also besseres Ende. Wir haben heute 4 Stunden gestreamt. Eigentlich wollte ich nur einen lockeren Dings raushauen. Einen lockeren Bigfoot-Stream. Jetzt sind wir 4 Stunden, haben wir den Typen komplett auseinandergenommen, Leute. Im Endeffekt haben wir ihn alleine mit dem Messer gekillt. Der Funke und der Jakuja, dankeschön für die Subs hier, die hier reinkommen sind. Ich küsse eure Augen. Küsse eure Augen, dankeschön. Lofty, Bruder, was geht? Standard Skill, ich werd wieder überwacht. Häng die Bullen ab, hol die Brüder aus dem Knast. Damals kein Flick, wer aus Neid. Lofty, Digga, nächstes Mal bist du dabei beim Bigfoot, Feindig Bigfoot. Da gibt's noch so eine Schneekarte. Die Schneekarte ist aber schwer. Dann killen wir den Bigfoot auf der Schneekarte. So, Leute. Besser kann sich sein. Essen ist gerade auch in der Mikrowelle. Ich hab's gerade gehört, hat gebümmelt. Essen ist durch. Bigfoot ist durch. Freunde. Das war's gewesen mit dem heutigen Stream. Und die Erkümmung klar. Vom Rabus der Benzer. Born der Polizei. Such dir ein Gangster. Straight aus dem Fenster. Erledige dann sofort den Job für. Leute, ihr wisst Bescheid. Das war's gewesen. Schlaft schön. Wir sehen uns morgen vielleicht zu einem weiteren Stream. Vielleicht gibt's morgen was anderes. Mal schauen. Vielleicht gibt es morgen mal wieder eine Runde Fortnite. Vielleicht kommt morgen auch wieder ein Fortnite-Update raus. Also ich bin auf jeden Fall am Start, Leute. Ich werde direkt um 8 Uhr aufstehen, kicken, ob neues Fortnite-Update da ist. Wenn neues Fortnite-Update da ist, gibt's Fortnite. Wenn nicht, dann trotzdem wahrscheinlich. Mal gucken.
Gute Nacht, Leute. Schlaft schön. Danke fürs Einschalten. Ich küsse eure Augen. Nicer Stream gewesen. Bigfoot gekillt. Das war's, Leute. Tschö mit Doppel-Ö.